In. Was habe ich jetzt gemacht? Herzlich willkommen zu einem neuen Livestream auf dem Kanal des Hundels. Wir sind back am Start, gefühlt nach 50 Jahren wieder back im RP. Und ja, heute sind wir ganz besonders mal irgendwo unterwegs, nämlich wir sind in Österreich angekommen. Yay, endlich mal in Österreich. Und ja, ich hoffe, ihr habt richtig Fun dabei, dass wir jetzt endlich mal wieder RP spielen, nach wie gesagt 50 Jahren. Und ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Auf jeden Fall lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Und ja, starten wir durch. Ich hoffe, alles funktioniert. Ich habe nämlich jetzt nichts getestet. Ich hoffe. Und ich schau mal ganz kurz, läuft alles? Funktioniert das Ding? Und nein, es ist nicht RLO 3.0. Es ist nicht RLO 3.0. Ist es nicht. Aber wir spielen jetzt einfach. Ich bin, by the way, wer fragt, wie ich heiße im Game, ich bin Robert Rutschig. Das heißt, ich habe mir einen neuen Charakter erstellt, aber ich muss sagen, er sieht ein bisschen aus wie ein Mark Rumpel-Verschnitt mit anderen Haaren. Aber ich glaube, ich gehe nochmal zum Friseur, die Haare gefallen mir überhaupt nicht. Aber ja, die sehen ein bisschen komisch aus. By the way, da sind auch meine Klassenkollegen, die zwei. Hallo. Yo! Oh, was der ist! Was geht? Servus! Kinder, der Flug, der war voll sakrisch kalt in dem Auto. Weißt du, was schrecklich war? Ich hab einfach nach Wasser gefragt. Weißt du, was ich bekommen hab? Nee. Orangensaft. Weißt du, was noch schlimmer ist? Wenn man im Flugzeug Durchfall hat. Was? Ey, hinter mir saß jemand, der ist die ganze Zeit auf Klo gegangen und ich glaube, ich weiß auch warum. Geil. Ja, der war nämlich erstmal eine Rauchen. Oh. So. Ich geh jetzt meine Wäsche aufhängen. Ey, hört ihr das? Diese Halle, die halt ganz schön. Die halt sehr schön, ja. Sehr schön. Weil du habt irgendwo einen Reisepass? Also meinen haben sie abgenommen. Ich glaube, ich habe meinen Reisepass nicht mehr. Was? Reisepass? Hast du in deiner Tasche? Guck du mal hinten noch. Ich habe meine Bankomatkarte hab ich dabei. Mein Phone. Ich einen Ausweis? Ich habe noch Grilled Cheese dabei, die ich von ihm mitgenommen habe. Und das war's. Hab ich meinen Ausweis? Ich habe meinen Ausweis nicht mehr. Mein Ausweis ist weg. Ich schwöre. Hast du den geklaut? Ich glaube, den hat mir. Wie? Den hat mir geklaut. Zum Einwohnermeldeamt. Ich glaube, wir müssen zum Einwohnermeldeamt. Ich habe halt wirklich keinen Ausweis. Habt ihr Ausweise? Okay. Ich habe Ausweis. Warte mal, ich suche gerade meinen Ausweis. Warte. Nee, weil. Du hast tatsächlich einen Personalausweis. Den habe ich bekommen. Freddy Gruber. Ja, aber weißt du, was ist? Ich habe meinen Ausweis verlegt. Habe ich dir gerade gegeben? Ja, natürlich. Ja, ja. Nee, aber pass mal auf. Ich bin eingereist und der Breder hat mir den Ausweis weggenommen. Ich schwöre auf alles. Ich habe einen Ausweis dabei. Was? Ja, die haben mir meinen Ausweis gezogen. Oha, wir müssen den neuen Ausweis beantragen, hab ich. Ja, komm, lass uns erstmal zu. Wo müssen wir überhaupt hin? Kennt ihr euch aus hier? Nein, ich bin das erste Mal in Österreich. Ah, perfekt! Ja, super, gell? Glaub, gibt's ein Taxi? Wir könnten entweder. Ich weiß nicht. Warte mal, vielleicht finden wir ja unten ein Auto. Fahrrad? Taxi, ich weiß nicht, ich hab zwar mein Handy dabei, aber ich weiß nicht, ob ich hier Dings hab, weil wir müssen eine neue SIM-Karte oder so sicher holen, ne? Ja, hundertprozentig. Unglaublich. Was meinst du mit österreichischen Vorwahl, wie heißt das? Da ist ein Auto. Ländercode. Wollen wir zügig schon ein Auto klauen? Weißt du, wir reisen ein, Alter, wir werden direkt abgeschoben. Ja, aber bei dir ist komm, wir fahren doch ohne Bus. Du hast doch nicht mal einen Ausweis. Achso, stimmt, da kann ja eh nichts passieren. Aber was mach ich? Alter, was mach ich, wenn irgend so ein Polizist zu mir kommt? Ja, seh was ist denn los? Und ich sag, ihr habt keinen Ausweis dabei. Alles Neihuble! Wir haben ihn nicht geklaut, wir borgen ihn nur, okay? Der ist nur gerantet. Es steht ja Rent a Car drauf. Wir haben ihn nur gerantet, ja. wenn der ich fragt. Ich bin ein bisschen perplex. Hinten steht Welcome to Los Santos. Haben wir den Titel auf dem Bus? Was ist denn? Nee, das ist in Wien. Los Santos Ach, Wien. Ja. Kennt man Los doch, Santos oder? Den Flughafen. Wien. Ja, natürlich ist in Wiener Los Santos Flughafen. Wer kennt ihn nicht? Klar. Wer kennt ihn nicht? Wo fahren wir? Dankeschön, Fabian! Zu spät! Hoffe auf einen entspannten Stream, hoffe, dass ich wieder aktiv werde. Andres Schuld, dankeschön für 50 Euro Superchat, Alter, vielen Dank! Wie geht's euch so? Florian Adam, dankeschön, ja, echte Polizist in Österreich, ja! Dankeschön für 2 Euro in Arm, Robert hat einen Durchfall, hat er nicht mehr so gut. Brado! Ich hatte einen Durchfall, Robert hat das ist das erste Mal live dabei, hau rein und guter Stream, dankeschön! Ich hatte Durchfall im Flieger. Ja, aber das ist ja ein oder zwei. Alles voll geschissen. Also neben mir war auch nicht besser, die Person hat sich die ganze Zeit zugeraucht. Das war ich. Achso, das warst du? Aber grüß dich. Ah, hallo. Hi. Achso, okay, gut. Das war eine spezielle Zigarette, ne? Ja, ja. Ja, das war die auf biologischer Basis.
Aber jetzt wirklich, ey, wo kriege ich jetzt meinen Ausweis? Also immer zur Polizei fahren oder so? Seid ihr zum ADAC? Wollen wir mal den fragen, ob wo Polizei und so ist? Wen denn? Ja, die ADAC. Kopflos? Kopfloser, ja. Aber wir könnten doch trotzdem mal fragen. Ihr müsst ja, frag mal einen Kopflosen, natürlich. Ja, entschuldigen Sie bitte, wissen Sie, wo man einen Ausweis herkriegt? Ja. Ah ja, Fragen zum Server. Also, wollen wir Einwohner melden? Am Rathaus oder sowas gibt's das? Ich weiß nicht, ob es ein Rathaus gibt. Wobei, es gibt doch ein Wiener Rathaus, natürlich muss es doch geben. Oder wie heißt das, die Wiener Hofburg? Opernhaus. Nein, die Wiener Hofburg müsste das sein, aber ich weiß nicht, ob man da den Ausweis beantragen kann. Kann man sich da eigentlich als Bürgermeister bewerben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, vielleicht der Sebastian Shorty? Den Shorty darf ich gerne mal fragen, ob er einen Posten hat für mich, weil ich habe noch einen Ausweis. Haben schon Mittag gegessen. Haben schon Mittag? Spielt sie eigentlich Candy Crush? Und schon wieder Candy Crush spielen, gell? Ja, schauen Sie da links, haben wir das AMS. Da kriegt man ein bisschen was für sein Geld. Und da gibt's auch Mittagessen. Wo wollen wir jetzt hin, Jungs? Ja, ich weiß nicht, ich brauche einen Ausweis. Wäre vielleicht nicht schlecht, weil wenn ich irgendwie... Ja, wo ist das Rathaus? Ja, weiß nicht, schau halt aufs Navi. Warte. Neben dem CMA oder so, keine Ahnung. Das ist eine Österreich-Flagge. Halt. Hofburg, Heldenplatz. Ich sag doch, es gibt eine Hofburg. Fahr zu Hofburg. Wir fahren mal hin. Oder warte, nee, warte. Halt, stopp. Nee, wir sind falsch. Eigentlich ist es so, eigentlich müssen wir zur Polizei fahren und dort erstmal eine Fundabgabe-Dings machen, dass ich meinen Ausweis verloren habe. Wo ist das PD? Ja, schau halt auf den Navi. Ich seh's aber auf den Navi. Navi, I'm planning an airstrike. Schau auf. Ey, du bist hinten reingefahren. Okay, dann fahren wir halt mit dem geklauten Auto zum PD. Geil. Ey, du kannst auch einfach umdrehen, gell? Fahren wir die doppelte Sperrlinie. Fahren wir die doppelte. Ich kann auch erst zum Automobilclub fahren und den anmelden lassen. Zum Auto. Boah, flikale Basis. Ach, stimmt, österreichischer Automobilclub, gell? ÖAMTC. Ja. Oder? ÖAMTC. Gibt's ja auch einen Bikerclub? Weiß nicht. Ach schon, die haben die Straße gesperrt da vorne, haben es einfach Bäume hingemacht. Einfach so, gell. Können wir driften mit der Karre? Ja. Ja, du fahrst entgegengesetzt einer Einbahnstraße. Ich möchte dich kurz informieren. Richtig. Es ist alles richtig so. Hast du eigentlich einen Führerschein? Alles richtig so. Okay. Aber hast du vorhin gesagt, es gibt einen Stephansdom? Was? Ja. Hast du vorhin nicht gesagt, Stephansdom irgendwie? Ich? Hofburg. Ah, nee, okay. Bräuhaus. Ach, schade. Da, guck mal, da ist doch... Ja, ach, langsam! Oh mein Gott, Rüdiger. Hallo. Wunderschön. Hallo, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, Dern. Und zwar folgendes, hat jemand seinen Ausweis verloren? Habt einen Ausweis verloren? Ich habe einen Ausweis verloren, ja. Sie haben ihren Ausweis verloren. Ich habe meinen Ausweis verloren. Ich weiß nicht wie, aber ich war beim Airport und da habe ich dort meinen Ausweis gezeigt und der hat den einfach mitgenommen und seitdem habe ich den jetzt nicht mehr. Okay, wollen Sie eine Verlustanzeige stellen? Das wäre vielleicht ganz lässig, ja? Bitte, dann folgen Sie mir bitte. Okay. Ey, Freddy, guck mal da hinten. Das ist doch deine, hä? Das ist deine Mom. Das geht tatsächlich, wir können eine Vermisstenanzeige für den Ausweis stellen, ist ja auch nicht schlecht. LPD Wien. Ach, schau. Alter, was ist das für ein geiles PD? Oh, ich glaube, ich kenne das PD, doch. Das ist eigentlich, Einen kurzen Moment, bitte, warten Sie mal da kurz. Ja, natürlich. LPD, was heißt denn LPD? Landespolizeidirektion. Oh. Ich warte mal, ob ich auch so einen Hut kriegen kann. Lama-Partei Deutschland. Cool. Lama-Partei Deutschland Wien? kennt man. Grüß Gott. Oh, dann der Herr. Guten Tag. Servus. Ich habe meinen Ausweis verloren. Ja. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich war am Airport und auf einmal war mein Ausweis weg. Okay. Ich komme wie ist denn dein Name? Airport. Bitte nicht lachen. Nachname Rutschig. Vorname Robert. Robert Rutschig. Genau. Was? Okay, probier das da mal ein. Ist super. Robert, wir müssen es aber nur vorher fragen, ob es wirklich hoch oder nicht. Es sind ja alles echte Polizisten, ich habe nachgefragt. Alle? Sind die wirklich alle echte Polizisten? Alles echte Polizisten. Das ist aber schön. Ach, Scheiße, sie sind auch echter Polizist, oder? Grüße, Dan. Guten Tag.
Darf ich mich da mal probesitzen auf den Stuhl? Pass auf, nicht, dass du rausgeknüppelt wirst. Also, nein, ich meine bloß, weil ich habe echt vor, vielleicht bei der Polizei mal zu arbeiten. Natürlich! Du wirst nichts bei der Polizei arbeiten. Der nein, doch, warum nicht? Du hast einen Jolly im Airport gehabt, im Flugzeug. Aber das sicher nicht. Johnny, das war mein Kumpel. Nicht Johnny, an Jolly hast du ja dreht im Flugzeug. Na, natürlich, ich hab's doch gebrochen. Nein, das stimmt nicht. Sie können natürlich mich gern untersuchen. Ne? Ja, daher kommen. Kommen Sie mal bitte mit. An Jolly hat das sich dreht im Flugzeug. Ich hab's doch gerochen. Er hat's doch voll zugegeben. Kein Problem. Ist ein Jolly ein Joint, oder? Ja, wir kommen in Österreich. Aber pass auf, versteck das Meth vor ihm. Sind Sie Baseballspieler oder so? Nein, meine Mama hat mich einfach so angezogen, bevor ich weggeflogen bin. Tatsächlich sogar. Ist halt wirklich so gewesen. Ich kann nichts dafür, die hat mir das Gewand rausgelegt. Tut Ihnen Ihre Mutter nicht das Gewand rauslegen, wenn Sie aufstehen? Beim Robert oder nein, eigentlich nicht. Ja, wissen Sie, ich lebe nur bei meiner Mutter zu Hause und das habe ich ein bisschen Abstand gebraucht, bin nach Österreich geflogen. So. Hast du dein Kokain versteckt? Ja, wo waren Sie vorher? Ich habe Deutschland, NRW. Ich habe dein Kokain in Robert gegeben, ja. Ja, ja. Ah, okay. Schick. Also, da zieht man sich so an. Ja, aber ich habe ja österreichische Verwandte, also meine Mutter kommt aus Österreich, die kommt aus Wien. Was ist da passiert? Ich habe auch so ein bisschen den Wiener Dialekt mitgenommen, aber ich eigentlich Hochdeutscher, weil ich aus NRW komme. Seinen Ausweis am Airport verloren. Genau. Ah, okay. Meinen deutschen Ausweis, bitte. Ich habe ihn nicht verloren, sondern auf der Toilette hat er nämlich das mal zweckentfremdet, den Ausweis. Ich habe gar nichts zweckentfremdet. Ich werde dich ganz gleich genau zweckentfremden. Ich werde dich gleich die Kloschüssel runterspülen. Ja. So schaut's aus. Personal, hast du jetzt? Auch nochmal? Ja, ist hier. Ja. Nicht Herr Rutschig? Bitte? Wenn's aufgeht. Die Vermisstenanzeige ist im System. Inspektor, machen Sie bitte die Tür auf. Ja, sowieso, bitte. Sobald wir irgendwas wissen, dann sagen wir Bescheid. Wiederschauen. Vielen Dank. Und wie kriege ich meinen Ausweis wieder? Also ist der jetzt einfach weg? Oder kriege ich irgendwie ein Dokument von Ihnen oder sowas? Nein, ich kann Ihnen dann ein Dokument ausstellen. Das ist ja eine Befreiung. Darf ich mich da jünger drauf machen auf dem Dokument? Nein, das geht leider nicht. Okay. Ich hätte mal eine Frage. Bitte. Haben Sie medizinisches Marihuana eigentlich hier im Staat Österreich? Also negativ. Nicht. Frage ist. Haben wir da eins beantragen? Ja? Er hat doch gesagt, gibt's nicht. Haben wir da eins beantragen? Ich hab da etwas verloren, der hat doch gesagt, gibt's nicht. Nicht. Man kann doch mal was importieren. Ich denk doch nur an dich und du weißt, du kennst doch deinen Ausschlag, oder? Den hast du doch im Flugzeug wieder gespürt. Ja, da hatte ich ganz schön Durchfall am Flugzeug. Ja. Alles den ganzen Gang voll geschissen. Mann. Ja, wie gesagt, so ein Dokument wäre schön, aber wie wollen Sie das feststellen, wie alt ich bin? Weil ich kann jetzt einfach sagen, ich bin 12 oder so, Sie können das einfach eintragen. Ja, das ist natürlich wiederum das andere Problem. Aber ich darf seine Fingerabdrücke checken. Macht's das? Nein. Der ist registriert. Nee, 19.04.1997 einfach eingeben. Ist richtig. Nee, ich kann es mal anschauen. Achso, Sie sind es eben der Datenbank oder was? Ja, Sie mir sollten normalerweise. Haben Sie die NRW-Datenbank da aus Deutschland? Na. Achso. Ja, waren Sie dann schon mal in Baden? Ich bin nämlich kein Staatsbürger, kein österreichischer Staatsbürger tatsächlich. Robert Rutschig, männlich, ja. 19.04.97. Aber genau, ja, das bin ich. Ja. Ja, vielleicht ist mein Dokument dann auch schon, wo einfach steht, ja, der Herr Robert Rutschig, der hat seinen Ausweis verloren oder sowas. Einfach, dass ich das, falls ich angehalten werde. Ja, es kommt jetzt, glaube ich, der Herr Oberst macht das normalerweise jetzt mit dem Dokument. Ah, der Herr Schlagoberst macht das, okay. Also Sie haben ja ein Dokument beim Airport verloren. Genau, ja. Sicher. Ja, ja. Okay. Wann war das circa? Vor 5 Minuten. Okay, haben Sie irgendwie nachgeschaut, wo das ist oder so? Ja, meine Taschen. War weg. Okay. Ist das irgendwie gestohlen geworden, oder? Ja, ne, der beim Airport, der hat mir den, also ich war ja, beim Zoll, beim Check-in und der schaut ja, ob ich einreisen darf. Und der hat mir den Ausweis einfach weggenommen. Okay, machen wir es so. Wir schicken jetzt meine Einheit zum Team. Schauen wir mal durch, wer das ist. Mit roten Haaren haben sie gesagt, ganz. Hey, nein, ja, war eine rote Frau. Ach so. Ach nee, es war. Ach, die Rothaarige Hexe Frau. War das, ja. Ja, genau. Nee, so ein Heinzelmännchen, so ein bisschen hat es ausgesehen. Ja, die war ein bisschen kleiner so. Okay. So ein Kopf kleiner wie ich und die hat einfach als ich. Weggenommen. Als ich. Danke. Wie und als bitte unterscheiden. Ich. Aber du weißt doch, er hat doch eine andere Bildung als wir. Ich weiß, dafür kann er nichts. Da hat. Oh Gott! Oh mein Gott! Was ist jetzt mit dir?
Oh Gott. Ich würde ihn einsperren. Schau, er hat schon die Hände nach oben. Ich würde den. Kommt da. Also, okay, aber, weißt du, erstmal flott rüberspringen, aber dann nicht rüberkommen. Das ist typisch. Liebe Beamte, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist ein Streifen der T-Schick und das einmal komplett durchsuchen. Okay, danke, das heißt, ich krieg kein Dokument. Das heißt, wenn ich angehalten werde, sage ich einfach, ja, passt schon so, ich hab keinen Ausweis dabei. Sie sagen dann einfach, das ist bei der Polizei bekannt gegeben, dass. Okay, dann mach ich das so. Stimmt, es ist gescheit. Wenn Sie kein Dokument ausstellen dafür, dass Sie das. Nein, ich sag einfach, es ist Polizei bekannt. Ich war doch jetzt schon da, ist doch gut. Schau mal, ja, der aber ist das Dokument, weil vielleicht können wir mit dem Dokument doch medizinisches Marihuana kaufen. Nein, kann man nicht. Er hat doch gesagt, das gibt es nicht. Ach Mann, okay. Sind in Österreich? Was sind nicht in Holland? Wobei kann man ach in Holland? So, und dann bin ich vor euch ausgestiegen. Ich wollte nach Holland. Ach nee, in L.A. gibt's das, gell? Am besten ist, sie können noch zur Hofburg fahren. Zur Hofburg, ja? Hofburg. Hofburg oder Hofburg? Hofburg. Hofburg. 92, 49, da können sie einen neuen Ausweis. Okay. Jawohl, dann fahre ich dorthin, natürlich. 42, 49. Holen wir uns die österreichische Staatsbürgerschaft. Nein, 72, 49. Ach, Entschuldigung. Ja, passt, dankeschön, ja. Gell? Dann super, schönen Tag noch. Tschüssi. Super nett. Ciao. Wiederschauen. Zum Glück ist dir nicht aufgefallen, dass der Wagen geklaut ist. Wie jetzt? Der ist doch nicht geklaut. Zum Glück hat das. Zum Glück hat er eben nicht ein anderes Polizeiauto geparkt und ist wieder weggefahren. Oh nee. Wir können den anderen nehmen, der ist schon angemeldet. Ja, welcher denn? Der da vorne ist. Das ist ein Zivi-Auto, oder? Lass uns aber bitte erst den nochmal wegfahren, oder? Ja, lass mal. Du, ich finde den Bus ganz niedlich eigentlich. Ja. Aber ich will nicht fahren. Ich sitze hinten ohne Streit. Wir haben den nur gemietet. Das ist ein Mietsfahrzeug. Also, wie so ein Miet. Wo leben Katzen im Mietshaus? Sei doch ruhig jetzt! Warte, aber wenn Katzen im Mietshaus eigentlich wohnen, fahren dann Katzen mit Mietsfahrzeugen? Ja, das ist so korrekt. Ist korrekt, und ne? Schon kommt er hinterher. Mit Österreich ist wie ein Kackwetter heute. Schau dir das an. Überall Nebels. Hä? Irgendwie hat so eine Nebelmaschine angemacht. Ah, Leute, ich wurde geblitzt! Hä, wo ist denn ein Blitzer? Wie, du wurdest geblitzt? Ach, Rotblitz oder was? Keine Ahnung. Ja, sie rot dann fahr doch, mal richtig und anständig. Alter, da vorne ist ein Kreisverkehr, Alter. Wir sind im Kreisverkehr. Wir sind im Kreisverkehr. Das war der Kreisverkehr. Das war der Kreisverkehr. Was ist das für ein Ding? Kenn ich gar nicht. Also fahren wir jetzt zur Hofburg. Wo ist die denn da irgendwo? Ist das Ding? Ne, das ist die Hofburg. Da fahren wir hin. Auf zur Hofburg! Österreichische Staatsbürgerschaft einholen. Ja! Danke, Robert. Darum danke ich mir selber. Luca! Danke, Robert! Danke, 4 Euro! Kannst du den Laser schon rausholen? Die hau ich dann immer raus, wenn es ganz spezielle Festivals gibt. Festivals. Breezy, Alter, vermisst RLO? Ja, kommt bald wieder. Ausweis alles gut. Bekommt, ja, für alle, die sich fragen, wo wir drauf spielen, Platin Knight RP. Da oben rechts steht's. Platin Knight. Seht ihr da oben rechts? Da könnt ihr, also da könnt ihr euch mit whitelisten lassen. Hallo? Solange ihr nicht stream schreibt, ist alles gut. Hallo, ist da jemand? Hallo? Ja, hallo, man hört dich. Schön. Mich hört man? Nö, man hört euch alle nicht. Hä? Ja, weiß ich, um was geht's denn gerade? Auch dir was oder wie? Nö. Okay. Das ist ein Parkplatz, oder? Alter. Ey, ist bei euch der Untergrund auch komplett schwarz irgendwie einfach? Nee, braun. Nein, der ist braun wie Erde. Okay, ja, dann habe ich wohl Probleme bei mir. Ist alles gut? Wieso? Sehen deine Kontakte anders? Nee, ich sehe schwarz. Ach, du siehst schwarz. Ja. Schau mal, da schaut jemand deppert raus. Da kommt dein Rathausplatz, da kommt ein... Schauen wir mal. Schauen wir mal, ich sag dir dann... Die Hofburg. Ist aber, ist das davon, welchen Angestellter den ganzen Tag da drin wartet, bis der da reingeht und ein Problem mit seinem Ausweis hat? Ja, der wartet nur auf dich. Robert, er wartet nur auf dich. Ja, ich hab keinen lässigen Hocken da. Was gibt's? Haberdere. Boah, Alter, das ist die Wiener, wie sagt man, die Wiener Freundlichkeit? Die Wiener Freundlichkeit? Die Wiener Freundlichkeit ist das. Servus, ich hab mir den Ausweis verloren. Ja, sonst muss das gleich langsam warten. Dann geht es gut sein. Ich komme aus der Bifkai aus NRW. Woher kommen Sie? Bifkai. So einfach ist das jetzt aber nicht, gell? Das wissen wir schon. Warum nicht? Naja, da müssen wir jetzt 6 Zettel ausführen, 3 Unterschriften geben. Das kann jetzt einmal eine halbe Stunde dauern.
Okay. Halbe Stunde. Ich will mir mal kurz was benötigen. Ja, der sagt das nur, das ist so. Das ist so ein. Das ist, du musst dir vorstellen, das ist halt Beamter. Das ist ganz normal. Da geht jetzt, schau mal, da geht jetzt erstmal. Da geht jetzt erstmal. Ingrid! Die kenne ich, das ist mein Nachbar. Der geht jetzt erstmal privat mit der Ingrid telefonieren, dann kommt er nach einer halben Stunde wieder. Ingrid! Ingrid! Gernot! Gernot! Ja, der ist sicher, also ich wette ein Huni, dass der Gernot heißt. Ach, wissen wir das nicht, wie der heißt? Hat er sich nicht vorgestellt? Ich weiß nicht, wie er heißt. Das ist ja auch, er hat sich nicht vorgestellt. Er hat sich nicht vorgestellt, das ist die Höflichkeit, ist das hier. Ach ja, das ist höflich. Die Wiener Beamtenhöflichkeit, die wir hier zu spüren bekommen. Ach schau, der holt jetzt eine Box mit ganz vielen Ausweisen und ich darf mir einen aussuchen. Sorry, ich finde die Vorschau einfach lustig. Ich muss nur kurz die Rechtsgrundlage durchlesen. Ja. Gernot. Wie kommt der da mit einem Haufen? Na, siehst du, das war's nicht. Heißen Sie Gernot? Ah. Ach so. Das war der Ja, oder? Oder war das so unschuldig? Ah. Wie heißen Sie denn? Eins. Eins? Ey, das ist auch ein schöner Name. Eins ist wirklich ein schöner Name. Ich habe schon mal überlegt, ob ich meine Tochter Eins nenne, weil das ist ja so ein, ich sag mal, Unisex-Namen. Den kannst du also deiner Tochter auch geben, Eins. Ja, und dann hast du gemerkt, ist doch ein Update so. Und ist zwei geworden. Haben Sie ja Verlustanzeige oder sowas? Bitte? Haben Sie ja Verlustanzeige? Ja. Der Herr Polizist hatte mich vorhin zu mir gesagt, ich soll, wenn mich wer darüber fragt, sagen, dass man beim LPD Landespolizeidirektion anruft und anruft und dann sagt, dass ich meinen Ausweis verloren habe. Erst hackeln den ganzen Tag gar nichts oder was? Nein, die haben mir keinen Zettel ausgestellt, die hatten keinen Bock drauf. Ja, wartens. Ja. Nächster Name. Robert Rutschig. Also so wie RR, wie Rolls Royce, das könnte man sich... Wir haben so ein nice Tablet gekriegt, aber ich kenne mich noch nicht ganz aus, was das gerade noch bringt. Achso. Wir geben es dann einfach Rutschig ein, dann finden sie mich sicher. Rutschig. Also die Kollegen haben mich gefunden. Ludwig, Udo, Richard... Was Ludwig? Nein, ich heiße weder Ludwig noch Richard noch Udo. Na, Lutschnick oder wie noch? Rutsch! Rutschnick. Okay. Der Lutschnick, Robert, man kennt's, das ist aber der Ludwig, das ist sein Bruder. Rutschnick. Mhm. Und Vorname Robert. Robert Lutschig. Robert Lutschi. Oh, gut. Geboren am? Ja, bitte? Geboren am? 19.04.1997. In Lutschland. 19.04.97, passt. Ja. Mal kurz, ich muss kurz stempeln lassen. Jawohl, danke schön. Vale. Grüße an die Ingrid. Dann kriege ich jetzt echt die österreichische Staatsbürgerschaft, wenn ich das hier ausfüllen lasse, weil ich meinen Ausweis verloren habe. Hallo Robert. Ja, funny Lucci. Eigentlich. Ja, eigentlich schon, oder? Wäre funny, ne? Ich muss hier dann gleich mal fragen, ob man sich hier als Bürgermeister bewerben kann. Na, ich würde erstmal fragen, wo man hier Waffen kaufen kann und illegale Drogen anbauen kann. Das wäre meine erste Frage hier. Natürlich, ja, das kommt noch vor der anderen Frage. Ist aber wirklich, kann man genau, dann fragst du, wie kann ich Bürgermeister werden? Irgendwo was anbauen? Ach, hier ist Mödling. Ach, schau, die Mödlinger. Neus. Wiener Neustadt. Yo, sprich. Ich hoffe, das Erste, was du machst, ist erstmal Cannabis. Legal. Farm? Natürlich, ich werde medizinisches Cannabis auf jeden Fall beantragen. Also ohne Witz, ich werde heute den ganzen Tag damit verbringen, um zu schauen, wo wir das herbekommen, das Zeug. Sehe ich uns. Ja, Alter, muss ich ja immer rumsprechen, wo man das herkriegt, oder? Ich habe eine Frage. Ja. Gibt es hier auch Toiletten da? Ich muss auch so dringend pinkeln. Keine Ahnung, gehst du jetzt einfach im Brunnen, das merkt eh keiner. So. Viel Spaß dabei. Hock dich rein. Leg mal eine Wurst rein da. Da ist eine Wurst im Pool. Warum ist der Brunnen? Aber oder wie man in Österreich sagen würde, war dort wer Frankfurter eingeschießen. Und irgendwer ein Feuerlöscher für ihn? Feuerlöscher! So völlig nicht, warum? Ist der Drucker hochgegangen oder was? Der Drucker brennt! Was? Nein? Komm, was? Ingrid! Ingrid, wir kommen! Ingrid halt durch! Indeed. Wo brennt der denn? Ah, der brennt! Oh, wir müssen aussehen! Der brennt wirklich! Alter, da brennt's ja wirklich! Und wir rennen dann. Nein! Der brennt halt wirklich! Der Drucker brennt! Das heißt, es wird nichts mehr mit meinem Ausweis, das Gefühl, gell? Das war jetzt auf die Feuerwehr. Der druckt den noch, der druckt den weiter. Achso, natürlich. Der druckt das noch. Das ist jetzt Wärmedruck, kennst du nicht? Ja, grüß Gott. Der Magister 1.
Grüß Gott. Jo. Magister ist halt wirklich eins. Ich dachte, der verarscht mich. Magister 1. Jo, können Sie mal bitte irgendwann von der Feuerwehr schicken? Ja, ich bin bei der Österreich ist eins Name. Können Sie mich nicht oder was? Du, Robert, ich glaube, das wird mit deinem Ausweis halt nichts mehr. Na, ach, der druckt noch weiter, hat er gerade gesagt. Ach, der druckt noch weiter. Der druckt noch weiter, fröhlich vor sich hin. Der druckt noch weiter. Ich schau mal, ja, typisch MA48, ja. Ja, ja. Dankeschön. Nee, bleib es mal hier, hä? Wir gehen jetzt mal in den verrauchten Raum, das macht man halt so doch so. Wer soll mal die Feuerwehr rufen für den Drucker? Vielleicht hat er einen Cannabis. Hat er Feuerwehr gerufen oder nicht? Aber Chuck Norris. Ich weiß es nicht. Dann rufen wir Feuerwehr, oder? Er ist wichtig, Nummer 1. Er guckt aber, ob immer noch brennt. Ja. Soll ich ja mal was absetzen, einen Notruf? Könntest du mal probieren? Hat er doch schon gemacht? Hat er doch. Achso, ja, dann mach ich's natürlich nicht. Oh, ich könnte auch nochmal anrufen. Ach doch, komm, wir rufen. Aber ey, der heißt einfach 1, der Bruder. Ach, da hat er was. Das ist sicher nicht mein Ausweis. Ah, blöde Frage. Ja. Gibt's nicht. Nehmen wir uns hier einen Ausweis, der halbwegs verbraunt ist und ein bisschen... Hauptsache, ich kann mich irgendwie ausweisen. Ist mir egal. Okay, ja, ich hab jetzt den dabei, warte, ich gebe dir das einmal. Ja, danke, das wäre sehr lieb. Alle. Sind Sie multitasking-fähig, Gernot? Ja, bitteschön. Super. Wo kann ich mich denn hier als Bürgermeister bewerben? Das ist immer, wenn die Periode vorbei ist, dann gibt's. Ich habe meine Periode nur alle 4 Wochen, also die ist jetzt gerade vorbei. Ich habe meinen Ausweis wieder verloren. Wie? Ja, da unten liegt er jetzt wieder. Wir haben wieder verloren. Das ist also Spaß, alles gut, ich nehme ihn wieder. Ich hab Notruf abgesendet. So. Robert, man merkt, die Luft war dünn im Flieger. Die war sehr dünn. Also, warte, nochmal, Entschuldigung. Bürgermeister, kann ich mich bewerben? Jo. Endlich irgendein Nachfolger. Das zahlt mir eh nicht mehr, das Ganze zu machen. Ach, Sie sind der da Bürgermeister. Jo. Ah, ja, nein, das raus, wollte ich natürlich nicht. Also, ich wollte nicht. Oh, die fällt auch schnell. Nein, ich brauch mehr einen Nachfolger. Prali, also, das schönes Resshorn. Schlagen Sie den Alois Brucker vor. Jo. Bisschen hoch. Also ich würde die fahren wirklich bis hier hoch. Ich würde keinen zugekifften, ich sag mal, Typen ja, bitte. Irgendwie als... Na, würde ich auch nicht. Na, würde ich nicht. Ja, deshalb... Kurz zum Geschäftlichen. Der Ausweis, der kostet was, gell? Ach so! Was ist denn da passiert? Hallo? Da drinnen brennt. So, ja, der Drucker brennt. Ja, wir wissen eh, wo der Drucker steht. Ging ganz rein da. Nein, nicht schon wieder der Bürgermeister wollte Falschgeld drucken. Jungs, ich glaube, wir gehen jetzt einfach. Ich hab grad Geld dabei. Mach mal 50 Euro. Ach, 50? Achso, ja, das machen wir natürlich, ja, gell. Machen wir 50 Euro, das geht aus, passt schon. 50. Gott sei Dank, Friedi, Gott sei Dank, parkst du nicht in der Feuerwehranfahrtszone. Ja, ich hab jetzt... Das war da ja, wo ich hab in der Rettungsdienst angefangen. Ja, haben sie bekommen, oder? Da kommt Rettung, die wollen das bestimmt checken. Oh, nett, oder keine Rettungscheck. Aber trinkt jetzt voll ganz dabei, gell? Ich hab so wenig Geld. Ja, aber wie sind denn, warten Sie, weil ich bin ja auch mal Magistratler. Aber Sie sind Beamter, oder? Verletzt. Beamte dürfen doch kein Trinkgeld annehmen, oder? Ja, das wäre eine Bestechung im Amt. Das glaube ich nicht. Sorry, dass Sie da jetzt sagen. Ich muss jetzt sagen, Pause. Hilft nicht. Ist doch irgendjemand verletzt. Ja, ich bin emotional verletzt gerade, ja. Warum das? Weil ich Angst um mein Leben hatte, weil ein Drucker gebrannt hat. Aube. Also, ach, kriegt man für emotionale Verletzungen irgendwas? Nein, wir waren ja drin. Mit genau Zucker oder sowas. Nein, du musst gerne damit das. Ja, ein Zuckerl habe ich sogar einstecken. Wirklich? Haben sie was? Zum Naschen? Ja. Das ist super, das hätte ich gern. Ja, doch. Ein Schokozuckerl. Ja, das ist wieder so ein Luftzuckerl, das will ich nicht, dann geht's weg. Ein Luftzuckerl. Box am Benzinkanister. Oh, Polizei kommt auch, ne? Das läuft doch. Dann wollen wir vielleicht mal weg. Ich wollte nur meinen Ausweis drucken. Ja, dann kann man auch mal gehen. Dein Ausweis hat einfach den Drucker gesprengt. Ja, ja, Wiedersehen. Sehr gut, Herr Steiner. Grüß Gott, Steiner. Wiedersehen. Zu belachen. Ich wollte meinen Ausweis drucken. So. Ich muss auch nicht, dass hier Musik drin haben. Der hat einfach Musik angehabt. Ey, weißt du, was ich cool finde? Dass die bis jetzt nichts gesagt haben wegen dem Auto hier. Das interessiert auch, einfach keinen. Wir parken willst so. Willst du nicht noch lauter schreien oder so? Unser geklautes Auto. Achso, da ist ja wirklich ein Polizist vorne. Fahrstuhl. Ja, ja. Fahrstuhl weg. Gemietete Auto. Ich kann nicht fahren. Achso. Er schon Motor anmacht, ne? Umdrehen. Umdrehen. Ja, nee. Wieder anschneiden. Du hast nicht geblinkt. Ich will nicht geblinkt. Der blinkt nie. Der Tank ist leer. Na, echt jetzt? Warte, ich frag die Polizei nach Tank. Ja, ist das so ein Polizeiauto? Der nehmen. Wollte uns doch einen Flachmann geben. Ach nee, ein Feuerwehrkanister. Na, wie heißt denn das? Benzin. Das fragen wir aber die Rettung, ob sie uns helfen könnte. Beim Tanken? Nein, ja, Benzinkanister. Stimmt.
bestimmt dort die Rechnung. Dabei, hab gar kein Problem. Das wäre nett. Ja, wir sind nämlich gerade mit unserem gemieteten Bus sind wir jetzt leider nämlich stehen geblieben, weil wir keinen Tank mehr haben. Okay, ja, ich glaube, ich hab sicher. Lang, hast du was dabei? Nein, nichts an Routen. Ein Kanister brauche ich. Kann ich Ihnen was sagen? Mein, der Alos hat sicher immer was dabei, aber was anderes. Mirko hat die, ich glaube daran, ist die Heldentasse schuld? Ja, die Dimu. Ey, du, ich weiß jetzt. Hallo? Was macht er denn hier? Ja, er macht ja. Gerade, er tut gerade. Stabil. Er macht gerade den Moonwalk. Du musst Geld entschweißen, dann läuft er weiter. Na, einfach mal schubsen. Die nächste Tankstelle ist aber nicht weit. Ja, wir haben aber keinen Tank mehr, um da hinzufahren. So ist es. Soll ich jetzt einfach meine Heldentasse. Ich müsste aber eh tanken, weil sonst brauche ich tanken und nehme einen Kanister mit. Ach so, ja, sonst können wir bei Ihnen mitfahren einfach. Ist bei euch das Radio an? Radio? Ja. Nein, eigentlich nicht. Ich hör Lieder. Ja, der hat zu viel gekifft, lassen Sie da einfach stehen, das ist schon okay. Der ist komplett zu, hören Sie nicht auf ihn, der ist komplett zu. Ja, grüß Gott. Ja, sonst wollte ich auch danken und was sonst. Was ist denn das für ein Prachtexemplar? Ja, sie mietet. Rent a car. Das ist direkt vom Ortsteil Los Santos in Österreich. Ach so? Ja. Los Santos International Airport steht vorne drauf. Das ist in Wien. Das ist der größte Airport in Wien, den kennt man ja. Ah, okay. Ja, ein Schwächert am Mannens, oder? Na, steht schon Los Santos International. Schwächert ist ja alt. Schwächert ist ja schon. Das ist der alte Airport. Die haben den Los Santos Airport hingebaut. Jetzt deinen Benzinkanister oder was? So. Ich konnte dann holen, ja. Was braucht ihr? Entschuldigung, ich habe jetzt keinen mehr gehört. So. Wegen dem Auto. Das Auto ist. Ja, holst du den Benzinkanister? Jo, kann ich machen. Das ist ja schon eine Einsatzfahrt. Da, Pinkelwerder. Ah, schaut's mal da. Folgt uns auf Rettung-Wien.at. Du hast aber auch einen nice Sidestep. Mann, da mach ich mal ein Foto von. Steht denn da eigentlich drauf? Scannst du gerade den QR-Code? Ja, ich scanne gerade den QR-Code. Ich schau, ob der funktioniert. Ui, jetzt fährt er weg mit dem QR-Code. Tschüss. Ich habe ein Foto gemacht, passt schon. Keine Frage. Ja, ich schau, ob es funktioniert. Bauer, hoffentlich gefällt. Hoffentlich sind wieder wie immer super Zusammenarbeit. Ich hoffe, die Herren Zusammenarbeit ist super. Geht nicht. Bei uns, gell? Was du? Gehen wir nachher noch was trinken? Ja, mach mal. Achso, ich bin noch nicht. Ich hab gerade Weibchen gesucht bei mir auf der Woche. Mensch. Sag mal, habt ihr irgendwo einen Wiener Brat oder so, wo man vielleicht da Stelze essen kann? Ja, es gibt eine richtig gute Stelze. Boah, wo haben sie denn ihre Sachen gerade? Boah! Oh mein Gott, wo hat denn die hergezogen? Den Helm vor allem? Ich hab bei mir gerade nachhauen. Ach so. Ist bei mir da in der Box drinnen. Boah, haben sie die Box gerade hergezaubert, hast du gesehen? Oh, Alter, hört sie doch auf, zaubern sie? Ja, die habe ich immer bei mir gehabt, ja, ich bin Zauberer. Also, sie können sie jetzt in den roten Nasen. Ja. Da war der Zug nochmal bei mir an der Nase. Okay. Oh mein Gott. Aspern 1, laufende Reanimation am Hauptplatz. Boah, Alter, der kann das echt gut. Laufende Reanimation, da müssen wir hin, Jungs. Wo muss man hin? Viel Spaß. Laufen wir mit so einem Hauptplatz. Sie sollen vielleicht ihre Weste ausziehen. Das sieht ein bisschen komisch aus mit den Klamotten. Ne, das passt schon so, sagt man während. Das passt schon so. Niemand an den Ohren. Sagen Sie mal, bitte. Ist der wirklich komplett leer? Das ist natürlich leer. Wirklich leer. Hey, Puppe! Probier mal einsteigen. Ja, aber der holt uns doch jetzt einen Benzinkanister. Keine Zeit, Alter. Ja, woanders läuft die Reanimation. Bruder, wir klauen uns einfach schnell ein Auto, der soll herkommen mit so einem Benzinkanister. Wir klauen uns einfach ein Auto irgendwo. Ah. Ey, komm, jetzt haben wir ein schlechtes Gewissen, oder? Nee. Was denn? Ich hab kein schlechtes Gewissen. Ja, Alter, da ist gerade ein Drucker wegen meinem Ding hochgegangen. Ich hab überhaupt kein schlechtes Gewissen. Oh, warte, hier vorne die Autos. Wir klauen den BMW da vorne. Wo? Da vorne. So Viersitzer, weißt du, so angelehnt auf mexikanisches Essen. Oh. Servus! Sehr schön. Steig ein, schnell! Ich weiß nicht, ob die Polizei kommt. Ich hab keine Ahnung, ob die Polizei kommt. Scheiße, ich sitz vorne ohne Wir haben einen Benzinkanister.
Wir haben einen Benzinkanister gefunden. Das sicher. Aber wir nehmen trotzdem gerne den Benzinkanister. Wir nehmen den gerne mit dem Benzinkanister, ja. Ja, perfekt. Ja, warte mal, Sodele. Geben. Ja, da war gerade ein Herr, der hat gesagt, ey, das Auto könnt ihr so nehmen, kein Problem. Ja, passt schon. Danke. Ciao. Danke schön, tschüss. Animation, schön drücken, stay alive. Was, schön Druck? Schön drücken, stay. Ach so, schön drücken. Ich hab schon gedacht, einen schönen Druck wünsche ich Ihnen. Hallo? Ja? Ist gerade zu leise im Auto. Hallo! Ja, alle, jetzt nicht mehr, danke. Wir fahren mal zur Realität. Oh, das ist Polizei, wir müssen langsam fahren. Anhalten! Was, schau mal, die verfolgen den. Guck mal, die verfolgen den. Hast du gerade gesehen? Soweit haben wir es noch nicht geschafft. Nur soweit haben wir es noch nicht geschafft, aber zum Glück. Ja, ich würde jetzt mal gucken, wie wir hier an illegalen Stuff rankommen, das ist das Erste. Oh, ein bisschen Geld, Alter. Ich hab, 4.300 Euro. Geil. Wo ist die Reaktion? Ja, hier müsste irgendwo sein. Jungs? Ja? Ich habe einen Einsatz. Ich muss hier Lauf mir Reha machen. Wo denn? Ach nee, ist ja gar nichts. Hä? Schlaferstirn. Ich weiß nicht. Ich, ja, apropos träumen. Ich habe geträumt. Ja? Was ist denn geträumt, wir, Schönes? Dass wir im Nebel aufwachen. Wenn alles im dichten Nebel gehüllt ist. Allgemeine Information. Die ASF. Das ist die Aschfinak. Suchen dich. Was ist das? Warte, schau auf. Alter, da oben ist eine Aschfinak, alter Bruder. Wie riesig. Was ist das? Ja, guck mal. Das ist die Autobahnpolizei. Polizei kann man nicht sagen. Autobahnkontrolleure. Die schauen, dass du da Bickerl hast. Und die. Ah! Radar! Und die schauen auch, dass du. Dass die Autobahn schön gewartet ist. Und bei Unfällen kommt die auch. Und solche Sachen halt. Aber warte, da fahr ich mal hin. Ich will mir das mal angucken, wie das dort aussieht. Wir könnten uns so, ey, warte, die suchen ja Leute, die sich bewerben. Wir könnten uns dort einfach so richtig random bewerben gehen, so, weißt du? Ja. Aber so, dass wir halt eigentlich nicht dort arbeiten möchten. So, dass wir mit Absicht, weißt du, dass wir so mit Absicht abgelehnt werden, so direkt. Okay. Okay, bei unserem Pech. Geh ich einfach hin und schlag ihn um. Oh mein Gott. Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Alter, was haben die da für ein riesengroßes, guck mal das Schild da oben, Alter. Ah! Oh Gott, ich hab gedacht, du ziehst durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Herz. Ist das, das ist auch ein Weg, ne, der eingezeichnet ist. Also ja, tatsächlich. Das ist wirklich ein Weg. Das ist ja wirklich eine Straße. Habt Alter, ihr im Flieger was gegessen oder wollen wir dann später nochmal ein bisschen Essen kaufen? Wir können später was essen kaufen, oder? Also ich brauche jetzt noch nichts. Das war mal nur eine Frage, weil ich habe im Flieger was gegessen. Hungerstreik. Hast du schon Hunger oder was? Nee, ich habe noch keinen Hunger, aber ich wollte mal vorplanen. Also vorplanen. Ah, ich gehe jetzt hin und frag mal, ob ich mal bei denen auf Toilette gehen darf. Guck mal hier rein. Wir haben eine Toilette. Ey, wir wollen nee, so hup mal bitte hup laut. Alter, was ist das für ein riesen Gebäude, Alter? Ja, hup doch. Ich hup da nicht. Da ist die Einfahrt, oder? Oh. Oder ist das so, das ist die Kundeneinfahrt sicher. Das ist ja übel heftig, oder? Ja, aber Alter, warum ist das so richtig krass abgesperrt wie so ein Gefängnis, Alter? Ja, ja. Ist das eine Tankstelle? Da unten ist die Waschstraße. Guck, das ist echte Waschstraße. Guck mal. Ja, eine Waschstraße. Ah, scheint ja aufgemacht. Hast du aufgemacht oder was? Ah, nein, hier, guck mal. Halt mal mit zusammen. Habt ihr Ehre. Servus. Wir müssen in die Waschstraße. Aber der hat dazu gemacht, guck, das wird schon gut haben. Ja, da müssen wir warten. Warte mal, der kommt doch gerade, lass doch den armen Mann nicht so laufen. Wir wollen gerne das Auto waschen. Das geht doch leider nicht bei uns. Aber das ist doch eine Waschstraße. Achso, sind sie keine Waschstraße? Jo, schon, aber die ist kaputt. Ne, von oben sind sie nämlich aus wie eine riesengroße Waschstraße. Was sind sie denn? Ich sind bei der Asfinak. Was ist das? Was ist das? Die Autopolizei, so. Was? Was, die Autopolizei? Aber schauen, ob die Autobahn alles passt, nicht. Du, ey, ohne Wertung jetzt nicht, aber so wie du dich anhörst, weißt du, wo man was zum Rauchen kaufen kann? Bitte? Nix, passt du. Ja, stimmt, das war mal so eine blöde Frage zu, aber wissen Sie, wo man irgendwie so Stuff herkriegt, so? So das Grüne? Ja, hier, du kannst. Bist was zum Barzen, du weißt schon, Mann. Haben Sie drin was zum Barzen? Ist das so eine Gesellschaft, wo man zum Barzen vorbeikommt? Bitte? Also in den Grün? Warte mal, ich schau mir das mal an. Da drin kann man barzen? Ich würde gerne mal eine richtige Lunte ziehen. Verstehen kannst Sie mal, ja, sonst kann ich ausschauen. Kann man bei Ihnen Lunten ziehen? Geht das? Nö. Was machen Sie? Aber so was macht ihr denn? Aber ihr habt doch schon ein schönes Areal. Da baut ihr das sicherlich ein bisschen. Ah, ist offen. Ah, wie schön. Wow,
Oh, da gibt's Vignetten. Ah, warten Sie mal. Muss ich bei Ihnen eine Vignette kaufen, dass ich auf der Autobahn fahren darf? Ja. Nein, so. Oder? Doch. Aber kann man auf der Autobahn fahren? Fahren Sie ohne Weg? Ich bin ja nicht auf der Autobahn gefahren. Das ist Strafe, das kostet. Wir waren nicht auf der Autobahn. Wir waren nicht auf der Autobahn. Sind Sie sicher? Ja. In welcher Richtung kommen Sie gerade? Ja, von da unten halt. Von hier. Ah, okay. Wir waren nicht auf der Autobahn. Wir sind gerade von hier hochgefahren, natürlich. Ah, alles gut, alles gut. Aber bei Ihnen kann ich. Was kostet bei Ihnen so ein Ding? Ach ja, teuer, ne? Das heißt ja, wie teuer? Müsste ich ganz kurz mal gucken. Warte. Ey, geh mal ein Bad. Ich hab eine tolle Idee. Hey. Ich hab ihn gerade gefragt, man kann hier irgendwo anbauen, aber er weiß es nicht, weil er es nicht darf. Ach so, aber ja. Es geht. Also wir können hier irgendwo anbauen gehen. Ja. Ey, du hol dir eine Krankenversicherung. Wir besorgen eine Krankenversicherung, Jungs. Ja, aber die ist sehr teuer. Ich brauche keine Krankenversicherung. Sonst wird es sehr teuer. Ey, wir haben Sozialabgaben bezahlt. Oh. Kaum eingereicht. Es wird sonst schon sehr teuer, wenn du keine, wenn du eine Behandlung. Oh, hey, Ingrid. Ey, Ingrid. Yo, was geht, Ingrid? Ingrid, was geht? Was geht, Ingrid? Ingrid hat ihr Leben gesagt. Nein, nicht die Waschstraße. Nicht in die Waschstraße, Ingrid, die ist kaputt. Oh mein Gott, Ingrid, das sieht Ingrid gar nicht. Ey, da guck mal, da steht, Gisela steht auch noch da. Gisela? Hallo. Da hinten. Wo denn? Da auf der anderen Seite von der Hecke. Oh, Entschuldigung. Oh, sorry, ich weiß nicht, warum ich das gerade getan habe. Sorry. Ich hab gerade krank. Wir haben doch gerade Krankenversicherung. Es kommt drauf an, weil sie haben möchten. Also, es gibt eine Wochenvignette, eine Monatsvignette. Das kostet eine Wochenvignette bei Ihnen. 1200. Boah, Alter, fahr ich aber schwarz. Ja, wenn die sie erwischen, dann zahlen sie halt 2000 Euro. Achso, wenn sie mich erwischen? Ja. Was kostet eine Wochenvignette? 1200. Das ist schon und teuer, Alter. 2000? Komm, lass so fahren. Wie wär's mit 500? Nö, ich bin hier nicht der Chef. Habt ihr auch nicht? Also, werden Sie jetzt befördert zum Chef? So was machen Sie? Was ist letzter Preis? Ich bin die Stellvertreterin. Das ist kaum besser. Ich kauf einfach, bitte. Ich nehm. Ja, was kostet das Ding nochmal? Auto. Ist das wohl Ihr Auto? Ja, ach so, ja, das Problem ist, es hat mir da Rainer Winkler geschenkt und. Der Winkler, ja. Ja, und seitdem habe ich jetzt eben das Problem, dass das Auto an mir hängt. Na, was nicht meines offiziell. Ach so, ja, dann können wir das leider nicht machen. Ach so, ja, aber dann komme ich mit meinem Auto vorbei. Wissen Sie, ich werde jetzt nochmal schön fett irgendwo anbauen gehen. So ein bisschen. Und dann hole ich mir das Geld rein und dann gehe ich damit illegalen Auto irgendwo kaufen. Und dann mache ich dann eine Vignette dran, dass das einzig Legale an meinem Auto ist. Ja, okay. Wenn ich mein Auto tiefer lege, muss ich das auch irgendwo machen lassen? Ich glaube beim MTC, ja. Beim MTC? Achso, muss ich das abnehmen lassen von dem? Ich glaube, ich stelle viel zu viele Fragen. Ich lasse ihn in Ruhe, es tut mir leid. Wir sollten fahren. Ja, machen Sie es dort auf, bitte? Wollen Sie sich bewerben? Nee. Ich würde mich gerne bewerben, wenn ich fertig mit meinen legalen Aktivitäten bin. Ja, wir suchen noch ganz viele Leute. Ja, vielleicht kommen wir mal vorbei und bewerben mich bei Ihnen. Waffen? Waffen, ja. Haben Sie Waffen? Nee. Richtige Pistolen, so bang bang. Nee, aber das gibt es nicht. Aber dann sind es ja keine richtige Polizei. Ja, Polizei nicht, nein. Hauptsache eingedrahtet hier wie alle Alcatraz, Alter. Nee, wenn Sie sich bewerben wollen, kommen Sie einfach. Machen wir so. Ist ein Deal. Machen wir so. Ja, schon. Jo, hab Sie lieb. Wieder schauen reingehauen. Ja, der war richtig. Der hat irgendwas eingenommen, oder? Mindestens. Oh, guck mal. Stark. Was ist das für ein Wetter hier? Was haben wir für ein Dreckswetter bekommen? Könntest du bitte über die Autobahn fahren? Wir fahren jetzt mit Absicht über die Autobahn, ja. Kostet bloß 2000, hab ich gehört. 2,5 kosten. 2000, Alter, 2500, wenn du ohne Pickel fährst. Aber weißt du, was das Lustige ist? Ich kann halt aufs Auto musst. Das heißt, jedes Auto, was du besitzt, musst du so eine Vignette draufbacken. Finde ich aber geil, macht ja Sinn, ne? Ja, aber für eine Woche, Alter, so Wochendings. Bruder. Ja, Monat kannst du jetzt auch einen Monat nehmen können. Ja, Alter, trotzdem. Die monatliche sind ja 5000 oder sowas. Aber er hat gesagt, wir müssen uns irgendwie umfragen, wo wir das illegale Zeug herkriegen. Wir müssen andere Zivilisten finden. Ja, wo finden wir die? Ich habe ja probiert, aber der wusste nicht wo. Ich glaube aber, der lügt. Wie
Wir können ja ein bisschen gucken und schauen. Können wir eine Krankenversicherung abschließen? Weil ich müsste, glaube ich, mal ins Krankenhaus. Wie sowas nee, passiert, du musst nicht ins Krankenhaus. Da ist ein Polizist hinten, hast du gesehen? Nee. Doch, da war ein Polizist hinten. Echter Polizist. Ach, schau. Oh, was ist denn LKW los? Müde, LKW schlafen. Sollen wir wenigstens ins Krankenhaus fahren mit dir? Gut, dann mach mal. Ey, vielleicht weiß irgend so ein Krankenhaustyp. Oh, das ist ein Blitzer. Also, vielleicht weiß so ein Krankenhaustyp ist irgendwie, wo wir was herkriegen, weißt du? Was meinst du? Ja, also wenn, also ganz ehrlich, wenn ich doch ihn fragen würde, der sich irgendwie mit sowas auskennt, dann noch so ein Krankenhaustyp so ist. Ey, guck ja, mal da vorne schon. Auf die Armatur unten rechts. Das Auto hat einfach 43,3 Kilometer. 797 Kilometer habe ich. Das ist aber, das ist quasi ein neues Auto gewesen, geil. Nee, ich habe 797 Kilometer bei mir. Achso, okay. Das sind 42 Kilometer. Bei mir sind es auch 42. Ja. Also, das ist, weil ihr hinten ich sitzt. Ich schiel auch ein bisschen. Ja, nee, das ist der Kilometerzähler pro Sitz, weißt du? Ach, ja, verstehe. Ja, wie die Leute mitgefahren sind, so. Wo ist denn hier der, Dings? Aber das wird teuer ohne Krankenversicherung. Ich ja, ist halt so, mein Gott, dann heul nicht. Hättest du die davor abgeschlossen? Ist das ja, hättest du mal nicht zugeschlagen. Ja, guck mal, aber ich glaube, das ist unten, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, wo die Krankendings ist. Guck mal links. Ich schau mal aufs Navi, warte mal. Ich hab da gerade was markiert im Navi von hinten. Na. Okay. Das hab ich nicht markiert. Ja, das schauen wir mal. Ich fahr mal rechts ran, ich schau mal aufs Navi. Ja, fahr mal rechts ran. Doch, das ist doch 8038. Ja, wo denn? Ja, oder nicht? Ah, nee, hier oben. Krankenhaus Stadt Wien, das ist hier oben. Wo? Ja, da oben irgendwo. Im Norden. Hä? Wir sind falsch. Hä? Ja, wir fahren mal hin. Und ich hab die Warnblinker an. Ich krieg dich jetzt. Ach hier. Ja, da müssen wir hin. Ach Mann, Alois. In die Berge. Ach Mensch, Alois. Er könnte mich auch los. Da müssen wir hin. Das ist ja cool, dass es in den Bergen ist. Ich wollte schon immer mal in die Berge. Wollt ihr schon mal Bergsteigen? Ich habe mal einen Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher probiert. Seitenbacher? Seitenbacher. Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher? Genau das, ja. Ach! Ja! Seitenbacher. Das Seitenbacher-Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli vom Seitenbacher. Oh mein Gott. Aber knapp. Aber weißt du was, da fragen wir da, ob wir da irgendwo, ob die uns irgendwie Infos geben können, wie man so Stuff macht, weißt du, so ein bisschen. Erstmal den Krankenversicherung. Schau mal, glaubst du, die sagen was, wenn wir hier parken? Nö, warum? Wir dürfen doch halten. Stimmt, das ist ja nur Halteverbot, du hast recht. Einmal Uhr stellen und los geht's. Aber weißt du, was illegal ist? Eine Sache mache ich aber, was illegal ist, hier reinfahren. Das ist nicht legal. Stell dir mal hier so hin. Ich park mal hier, was hier schön ist zum Parken. Ich lasse auch den Motor der Umwelt zuliebe laufen erstmal. Ach schau, da ist der Dr. Hey, Gernot! Oh! Ah, danke, aber ich möchte keine. Der ist aber hier gar nicht so teuer, ne? Aber ich möchte keine Behandlung, ich möchte eine Versicherung. Nee, ich dachte, er wollte sich jetzt behandeln gehen. Der behandelt mich aber auch nicht. Der behandelt mich nicht, weil es sind zu viele Einsatzkräfte. Och nee. Och nö, ja, da musst du wen herholen. Hey! In die Cafeteria? Ruf mal Ding an. Na, hör mal! Du musst ihn nur anrufen. Wen? Ja, nur einen Arzt halt. Da kriege ich Notrufmissbrauch oder so eine Scheiße. Nö, also das Rufe steht für dich, aber du möchtest. Aber ich brauche jetzt mal keine Versicherung, gell? Nee, also ich brauche auch jetzt keine Versicherung unbedingt. Ich kenne uns. Soll ich jetzt anrufen für dich? Ja. Und schon liegt er. Okay. Ja, ist die Frage, wie rufe ich da wieder an hier? Ach komm, wir fahren wieder, scheiße. Komm, lass einfach mal. Echt? War nett. Aber nee, sonst, wenn wir aber jemanden sehen, dann machen wir das. Halt, down. Hallo? Nö, nee, alles gut. Der hat mal geguckt, wegen dem Auto ist wahrscheinlich. Der dreht aber eh nicht um, ne? Ah, der dreht um! Wir fahren damit gar nicht! Ah! Also, guck mal, da muss aber wer da sein. Fahrzeug nicht die sind hier. Die sind sogar da. Ich sag doch, da muss aber wer da sein. MHF1.
Ja, egal. Wenn es mir entgegenkommt. Das ist ein Falschparker, der parkt schon die ganze Zeit da. Ja. Wir suchen einen Herrn im Dienst vom Roten Kreuz. Was ist denn passiert? Mein Freund ist gestolpert beim Asfinag oben. Beim Asfinag? Ja, kurz, Moment einmal. Aber der ist jetzt hier. Der ist aber jetzt hier. Er ist hier. Ja, dann verständigt Ihnen das Rote Kreuz, dass es hierher kommt, die Berufsrettung. Oder so, ich kann auch anrufen, ist auch kein Thema. Oder rufen Sie mal an. Ich mach Kollege, das, ja. Ja, Kollege, kontrollieren wir das Auto mal da bitte. Ja. Es steht da schon die ganze Zeit rum, wie wir schnell gekommen sind. Hallo. Was ist denn hier los? Ja, der parkt da falsch. Irgend so ein Trottel hat sich da hingestellt. Keine Ahnung, lass weiter. Alter. Lass weiter. Auf Wiedersehen. Wir müssen jetzt irgendwie weit weg von hier. Wir müssen jetzt weit weg. Geht. Ey Jungs, nicht nass werden. Was hast du mit dem Regenschirm hier? Ja, aus dem Auto geholt. Wir brauchen jetzt irgendwie ein Auto, aber glaubst du, die kriegen eine Nachricht, wenn ich ein Auto klaue? Ich weiß nicht. Wollen wir probieren? Ich weiß nämlich auch nicht, weil ich das irgendwer. Ich würde das mal probieren. Was? Jetzt brauchen wir einen neuen Karren. Ah, hier vorne, guck mal. Hier. Geländefähiges Auto. Oh nee, was denn? Wurdest du gerade erwischt? Regnet, ich möchte bitte den Unterschlupf. Ja, ich hab schon. Ah, ja, nicht! Du bist so. Was macht er denn? Ich glaube nicht, dass das Ihr Auto ist. Das ist gar nicht mein Auto, ich dachte, das ist mein Auto. Aussteigen bitte. Wir suchen einen weißen Tschüss. Carrera GT. Ja, das war jetzt aber meiner, ne, den er gerade geklaut hat. Entschuldigung, könnten Sie die Anzeige aufnehmen? Oh mein Gott. Ich glaube, er kann nicht die Anzeige aufnehmen. Ich schrei doch nicht. Der klaut den einfach vor seinen Augen. Der schlägt die Scheibe ein. Ey, aber weißt du, ich habe extra mal geguckt nach hinten, ob die vielleicht nochmal hinter uns sind, weil wir so ein bisschen suspicious sind. Ja, natürlich. Natürlich. Und ab geht die Luzi. Ja toll, ja. Schön. Ich hab's seine Telefonnummer nicht, das wäre ziemlich lustig. Du hast die Telefonnummer nicht? Wobei, hab ich die? Doch, nee, warte, ich glaube, ich hab die. Doch. Ja, wir haben die ausgedruckt. Stimmt. Stimmt, er hat die nie. Ja gut, da kann ja nichts schief gehen, ne, an dieser Stelle. Nee. Ich ruf ihn mal an. Ruf du mal an. ich frag mal, wie es ihm gerade so geht. Ja, und ob er gerade Zeit hat, uns abzuholen. Ja, das wäre aber gar nicht mal so schlecht, ob er Zeit hat, uns abzuholen. So. Oder? Ich möchte. Ich glaube, er hat mich eingespeichert, ich aber ihn nicht. Ja, super. Ja? Ja. Glaube ich. Ja, warte, ich glaube, ich hab seine. Hast du seine? Ich hab ihn nicht abgespeichert. Ja, ich hab sie. Ja, cool, dann ruf ihn mal an. Bring mal hin. Die Person ist derzeit nicht verfügbar. Okay. Okay. Lass uns doch mal ring stehen hier in der Runde. Geht nicht. Ja, nee, sonst holen wir schon ein Auto irgendwo her. Da wird doch irgendwo mal ein Auto kommen, oder? Ich glaub, wir können euch noch heute im Knast abholen. Aber wie kann man so blöd sein? Weißt du, das Erste, was ich doch mache, wenn ich so ein Auto klaue, ist, ich guck mich erst um mich rum, was ist. Ja, safe. Ich hab mal eine Nachricht geschrieben, vielleicht kommt die ja an. Ja, maybe. Ja, ich suche mal ein Auto in der Zwischenzeit. Freddy ist einmal wieder on top, Alter. Freddy, er war schon wieder Schmankerl. Ah, schau hier. Muss über X drücken. Oh nee, nicht wegfahren. Alter, nee, nicht. Nicht wegfahren. Oh, die fährt weg. Super. War schon ein Anruf. Robert?
Ja, da Leute, ja, ich wollte bloß schauen, ob das an meinem Handy liegt, aber ich kann anrufen. Na, es liegt an seinem anscheinend. Ich glaube, er hat irgendwie, dadurch, dass er im Auto sitzt oder so, vielleicht geht nicht oder keine Ahnung. Okay, oder alles hat sein Handy klar. Verloren. Gut, ich probier's weiter. Jawohl. Tschüssi. Jo, ja, leg auf. Hallo. Alles super. Tschüssi. Natürlich ist er, wer da geguckt hat. Steig ein, schnell! Hey, sehr schön, Mensch, das ist ja mein Fahrzeug. Kommen Sie ran. Zu Ihrer Information, die Damen haben das geklaut. Was? Wer ist das? Gut, Bosis? Dein Handy klingelt. Mein Handy klingelt nicht. Ob da steht, darf man. Moment. Ist es nicht gestohlen? Dein Handy klingelt, Herr Motorradfahrer. Genau, Ihr Handy klingelt. Sollen Sie mal rangehen? Ja, passt schon. Gut, habt Ehre, gell? Mach's gut. Du da vorne ist bei was, gell? Na, fahr mal. Da mal in die andere Richtung fahren. Ey, fahr da runter, ich glaube, das ist. Warte mal, aber pass auf, der Motorradfahrer, der kann uns. Ja, ich hab nämlich das Gefühl, dass der gerade die Polizei ruft, wenn ich ehrlich bin. Ja. So. Ja, das sind zwei da, wollen wir aussteigen? Ah! Ich komme nicht runter! Komm in der Sackgasse! Komm mal raus! Die greifen hier rum, ich glaube, der redet mit den Polizisten. Nicht da raus! Nicht da raus! Oh mein Gott, du hast die Ingrid davor! Oh mein Gott, die Ingrid ist tot. Alles gut, ich bin weg. Sweet Jesus! Schau, er redet damit nicht, super. Er hat es nicht verpfiffen anscheinend. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Ja, passiert, ne? Scheiß Wetter in Österreich, sag ich. Ja, richtig schönes Wetter hier. Ja, gut, Tattoo stechen lassen? Ja, komm, lass das Tattoo stechen. Na, okay. Aber ich möchte jetzt Freddy anrufen. Ja, du, wenn er gerade nicht rangeht, geht er gerade nicht ran. Oh Mann, das ist aber doch. Du kannst nichts gegen machen. Huch. Ich hätte gern ein Arschgeweih. Wo krieg ich einen? Auch. Oh, 500 kostet das. Ja komm, das gönnen wir uns. Also Hauptsache 500 habe ich dafür übrig. Hast du oder hast du nicht? Habe ich. Ich habe mir jetzt zwei Tattoos stechen lassen. Echt? Also ich hätte bei dir ein Tattoo Golddigger gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein. Doch. Überhaupt nicht. Warte, ich muss noch ein passendes suchen, was zu mir passt. Also lass alle dasselbe Tattoo nehmen, so, weißt du, so auf Österreich-Urlaub technisch. Was hast du für eins? Ich habe einmal das allsehende Auge, also die Pyramide mit dem Auge und einmal dieses S. Das Pyramide mit dem Auge am Ellenbogen? Ja. Okay, und was noch? Das S auf dem Nacken. Das Dollarzeichen mit dem Totenkopf? Nee. Nee, S wie Sebastian Kurz. Auf dem Nacken? Ja, also nicht auf dem Nacken, links am Hals. Neben dem Nacken. Links am Hals. Hä? Jupp. Warte, ich sag dir sonst, wo das ist. Das ist, Part 1, Tattoo 3. Ah, okay. Das hier. Gut. Hammer. Super. Gut. Wenn schon, denn schon. Na, Vrali. 1000 Euro. Ich sag immer hier Dollar, Alter. Das ist ganz Dollar, schlimm. Dollar, was? Nein. Wie komm ich hier auf Dollar? Weiß ich, mach Auslandsurlaub oder sowas? Ja, wir sind in, EU. Ach schon, ich bin irgendwo in Ägypten. Mir wäre ich aufgefallen mit den ganzen Palmen hier. Was hat Österreich eigentlich so viele Palmen? Jetzt kommt's mir erst. Nein, pass auf, das ist eine neue Zucht. Ein neuer Zuchtbaum. An der Erderwärmung, ganz vergessen. Ja, der wurde angepasst an das Klima für Österreich. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, der Grund, warum wir Freddy nicht erreichen können, ist, weil er festgenommen wurde. Und das Handy abgenommen wurde. Weißt du, was ich meine so? Ja, wollen wir mal zur Polizei fahren und eruieren? Wäre vielleicht eine Idee, ja. Oder wollen wir vor der Polizei aussteigen und zu Fuß dann reingehen? Ja, ich würde sagen, wir stellen das Auto irgendwo so 50 Meter vorhin ab und dann gehen wir doch mal hin und fragen mal ganz lieb. Also das klingt noch ein Plan, Mensch. Robert. Das klingt noch ein Plan, weil ohne ihn bin ich jetzt nicht unbedingt gefahren. Aber wie kann man so blöd sein und das Auto da... Das macht keinen Sinn. Oh. Da ist ein Geist, okay, das ist ein... Ist denn das war der Geist? Okay. Ich wollte sagen, dass vielleicht... das Auto hier abzustellen ist und wir gehen ums Eck. Ich würde das Auto irgendwo so hier reinstellen. Schauen wir hier vorne. Ach, hier links? Vorne links rein bei der 24? Ja, hier. Und da stellen wir es jetzt ab und jetzt gehen wir rüber und schauen rein, ob er da ist. Ja, aber jetzt haue ich aber die Tür an die Wand. Das ist dir bewusst. Das ist mir doch egal. Ah, okay. Oh, leise. Schon toll. Ja. Oh, warte, Motor läuft noch. Kommst du nicht aus dem Auto raus oder was?
Ja, doch, ich bin von deiner Fahrerseite. Achso, ich wollte jetzt gerade wegfahren für dich. Ja, nee, ich wollte das Auto nicht demolieren, du weißt. Komm schnell rüber. Ja, schnell. Mensch, die Sirenen sind hier aber lustig. Anders als in L.A. Lauf, Gernot. Lauf. Wir könnten uns ja drin mal umsehen. Vielleicht sehen wir ja was. Ja. Oh, da ist zu. Ist zu. Ach nee, oder? Das ist jetzt aber blöd. Warte mal. Ich schau mal ums Eck. Links rum. Da ist doch schwer. Da ist ein Treppen. Ah, hier können wir auch rein. Ah, hier. Ey, hier ist offen. Ui, cool. Ah! Da ist nicht mehr offen. Hallo? Hallo? Wer redet da? Hallo? Ich hab grad voll erschrocken. Wir bräuchten Hilfe. Wer schreit da so um? Ja, wir. Aber der. Wir suchen einen Freund, der ist irgendwie abhanden gekommen. Ja. Ja, was ist mit dem? Wir würden gerne eine Vermisstenanzeige aufgeben. Den haben wir da. Ach so? Warum hat er das gemacht? Haben Sie schon befragt? Ah, der macht grad. Der ist gerade nicht da, der hat Kopfschmerzen. Ach so, aber was. Ach so, ja, jetzt auf einmal. Sind Sie ja Krankenhaus, weil er Kopfschmerzen hat und bei euch? Bei Ihnen? Nein, er ist gerade unten in die Zellen und wird dann verhören. Ach so. Was hat er gesehen? Hat jemand was gestohlen oder was? Er hat das Fahrzeug gestohlen. Ja! Ist abgehört von der Polizei. Nein. Der weiß doch nicht einmal, den linken von den rechten Socken kann er nicht einmal unterscheiden. Ja, und fahren ohne Führerschein kommt auch noch drauf bei ihm. Was? Hat der Depp schon wieder seinen Führerschein daheim vergessen? Ja. Mann. Ja, und jetzt? Was machen wir? Wie kommen wir aus der Misere wieder raus? Ja, so, der wird da kleine Strafe kriegen und dann wird er wieder freikommen. Was kriegt er noch für eine Strafe? Vermutlich eine Verwaltungsstrafe. Ah, ich höre ihn! Eine was? Entschuldigung, ich hab's nicht gehört. Ein Organmandat. Was? Er kriegt neue Organe? Geht's ihm so schlecht? Negativ. Ein Organmandat ist eine Strafe, eine Geldstrafe. Achso, okay, ja, perfekt. Hallo, ja, machen Sie das einmal und dann schicken Sie bitte auf. Danke, Kollege. Danke. Darf ich dir da besuchen gehen unten, oder? Oh ja, gibt's einen, genau, habt ihr einen Besucherraum? Sie, Ihnen? Ich sag immer du, Entschuldigung. Ich komme aus Amerika. Na, haben wir nicht. Schade. Wir können ja dann, sobald wir fertig sind mit der Mail aufbringen. Ja? Achso, ja. Es sind die Wände bei euch auch immer, sind die immer so hellhörig? Ja, das sind sehr dünn gebaut, das Gebäude ist schon ein bisschen lauter. Das heißt, da kommt man gar nicht durch, gell? Ah. Aha. Da ist doch eine Wand davor, siehst du das nicht? Ja, so höchst ich die Wand. Ich würde sie einmal bieten, da Platz nehmen, solange wir ihren Kollegen. Da, ja, ich stehe lieber gern. Ah, sie haben einen Riesenkäse einfach davor, alles das schön. Richtig, eine Straftat. Ja, was ein Riesenkäse stehen. Ohne Führerschein und vermutlich. Na, dann setzen wir uns heute. Ich habe mich schon gefragt, warum es hier so komisch riecht hier drin. Das ist einfach so ein Riesenkäse aber da vorne. Ist, aber ich muss dir sagen, das ist nachhaltig, das ist Bio. Ja, ein Bio-Käse sitzt. Wir haben es überprüft und es hat leider keine Anmeldung. Das habe ich dann auch festgestellt. Die schreien so laut. Jetzt probiert sich hier rauszureden, Alter. Man also hört das ja, alles schlimm. Schlimm, als hätte es nicht jeder gesehen. Dass er keinen Führerschein hat. Ich habe es mir ausgeliehen. Ausgeliehen, okay. Ja. Ich habe es mir ausgeliehen. Ja. Ich habe aber hier irgendwie reinkommen. Muss so irgendwie gehen, oder? Dass man hier drüber kommt. Könnt ihr mal leise da drüben sein? Ja, könnt ihr mal leise da oben sein? Und ich steck fest. Hier ist aber auch schön, ne? So ein Podium zum Sprechen. Ich finde das PD gar nicht mal so schlecht, ne? Also von der. Das sieht richtig gut aus. Ja, auf einmal immer überleiter. Oh. Das heißt, wenn ich sie nicht begleichen kann. Wo geht's denn hier längs? Oh ne, hier ist auch zu. Ey, aber ich fühle das PD gerade übelst. Ey, irgendwie, ich fühle das PD hier voll. Du meinst die Polizeiinspektion? Ja, ja. Das sieht echt schön aus hier drin. Ja, 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 doch. Ich würde nur hier gehen. So eine Polizeiinspektion schon mal geht? Oder das erste Mal? Ich war noch nie in der österreichischen Polizeiinspektion. Ach, du warst noch gar nicht in Österreich? Nö. Ach, na dann. Na schon, aber nicht in der Polizeiinspektion. Ach so, ja, entschuldige bitte. Wo muss ich die, wo kann ich die denn bezahlen? Ich komme hier nicht weiter. Ich schau mal nach unten. Oh ne, die haben uns eingesperrt. Hilfe, wir sind gesperrt. Was? Wir sind eingesperrt. Was hat wir eingesperrt?
Haben wir Lieferservice? Wir haben einen riesen Käse in der Eingangshalle. Also bin ich eingesperrt. Kann man hier den Alarmknopf drücken, wenn man eingesperrt ist? Scheibe einschlagen und Knopf drücken. Achso. Danke, wir sind hier nämlich eingesperrt. Vielen, vielen Dank. Alles gut. Ich schau nochmal nach unten, ob wir hier irgendwas sehen können, wo man reinkommt. Das, die sieht aber echt nicht so schlecht aus, ne? Hey, Kollege, wer jetzt frei? Jawohl. Ey, wo kommen die da mit der Garage rein? Die haben doch unten gar keine Garage. Ging aber schnell. Hallo. Ja, wir sind soweit. Tschüss. So. Was hast du gemacht? Was hast du bezahlt jetzt dafür? Ach, 300 Euro, alles gut. Geklaut das Auto? 300 Euro? 300 Euro für gestohlenes Fahrzeug und Flo, ich hab gesagt, ich hab nicht. Ist aber, ist hier. Aber wollen wir. Das ist doch mein Auto. Ja, das ist unser Auto. Wir holen uns das Auto wieder. Ich könnte hier schnell laufen. Ah! Langsam, bei grün muss man gehen, bei rot soll man stehen. Ja, das ist schön. Und wie ist dir so ergangen? Hast du dein Handy wieder? Ich hatte mein Handy nie weg. Dann lass uns nochmal kurz die Telefonnummer. Ja, ich glaube, weil er festgenommen wurde. Ich glaube, der. Wie lange bist du gefahren mit dem Auto? Ich war nicht festgenommen. Hast du meine Nachricht bekommen? Ey, guck mal, da steht ein Auto zufällig. Ah, schau, vom Robert. Also von mir. Hast du eine Nachricht bekommen, Freddy? Warte mal, ich schau mal. Steig bitte ein, ich will hier weg. Hier ist überall alles voll mit Cops, Alter. Ich könnte auch nicht, dass es bei dir nebenan ist. Steig ein. Nachricht. Nee, ich kann dich nicht anrufen. Kannst du nochmal deine Telefonnummer drinstehen? Ja, da ist sicher die falsche Telefonnummer drin stehen. 100%. Ja. Wahrscheinlich. Robert habe ich hier. Drin. Ah, Leute, hier. Paul? Ah, ich habe die falsche Nummer von dir. Na, sag ich doch, geht nicht. Ha. Hallo. Weißt du, zu blöd, um einfach eine normale Nummer einzuspeichern. Wie viele Alois braucht man, um eine Nummer einzuspeichern? Ich hab eine Nummer vergessen. Einfach geil. Ey, ich wollte erst flüchten, ne? Wer in die Gasse, wollte in deine Sackgasse gefahren, pass aber auf. Weil. Erst, und ich hab's auch im Augenwinkel gesehen, dass ich da reingefahren bin, ja? Ja. Das wird halt nicht das letzte Mal gewesen sein. Ah, steht 130 Blitzer, muss ich aufpassen, ne? Ein bisschen. Ja, aber du hast nur Picker nicht eingekauft. Ey! Was hast du gekauft? Pickerl? Ein Pickerl? Ja, du bist auf der Autobahn. Nicht? Ach ja, Achtung, Blitzer. Foto. Ja, aber jetzt sind ja 130, du fährst 80, Junge. Ja, stimmt eigentlich. Das ist stimmt. Er bremst bei 80 noch runter. Hey, wird geblitzt. Hoppala. Wien! Wir fahren aus Wien raus. Wo fahren wir jetzt hin? Ich mein Eco, Alter. 42 Leute sind da, krass. Am DC. Was ist mit los? Asphinax sind zwei da. Kann man jetzt mal reinmetern. Ich denke mal, ich muss hier viel langsamer fahren, ey. Der Hobel fährt halt nicht schneller. Hast du ja, und so ging es mir eben auch. Ich so, ja, ich habe auch ein weißes Auto gekauft, aber ohne Führerschein. Ich so, ich habe kein Auto. Ohne Führerschein kaufen, das hat die gar nicht interessiert. Ja, weil da unten auf dem Navi steht irgendwas komisches. Ich schau dort mal hin. Das ist aber nix. Was soll das hier sein? Hä? Auf dem Navi ist da ein Kreisel eingezeichnet, als wäre das hier irgendwas Besonderes. Das ist Wheatfeld auf der Straße. Ja, die Wheatfeld auf der Straße eingezeichnet am Navi auf Google Maps so. Vielleicht ist das aber auch ein Kornkreis. Ey, aber schau mal, auf was soll ich mir jetzt halten? Guck dir das an. Das ist echt verwirrend. Guck mal hier, 60 stand da gerade. 60 oder vorher steht 130. Können wir darüber reden, dass das Schild aus wie eine Zuckerstange aussieht? Vielleicht ist aber das Schild eine Tempoeingrenzung und deswegen steht das 60. Schau, ja, aber es ist schon wieder 55. Von 60 auf 130 auf 55. Das ist auch eine ganz schöne Bremsung, Meister. Vor allem diese Logik einfach. Und hier ist wieder 130. Hier ist 130 und hier ist gleich wieder ein Schild, wo steht, wir sind 55, fahren nur 60. Wieder 130er Schild. Wieder 130 Gas geben. Hier ist schon wieder 60, schau mal.
Oh nee, ihr habt den Kanister dabei. Ist. Oh nee. Ja, ich hab einen Kanister. Okay, zum Glück hab ich. Ja, voll. Schau, Mödling. Ja. Hä, das ist von dem Rettungsdienst-Typ. Hast du gesehen, da stand ein Mödling. Boah, wie cool sieht's denn hier aus, ein Mödling. Ich bin voll verwirrt, ist jetzt Palito oder was ist jetzt da? Das ist Mödling. Bay. Das ist Mödling. Ich wusste gar nicht, dass Wien am Meer liegt. Nein, das ist die Donau, die fließt da links und rechts durch. Der Donauküste am norddeutschen Strand. Wir haben keinen Tank mehr, es muss wer auftanken, aber bitte. Ich hab Tank. Aber ich fahr nicht weiter. Ja, sonst kannst du mir geben, ich kann auch auftanken. Ja, warte, kann ich? Ich muss schauen, wie ich tanken soll. Ja, probier rum. Probier. Da kann ich hier ein bisschen vorlesen. Danke an Schmeckstar, bitte lese mal meine Nachricht. Ich mach gerade. Kannst du bitte meine Nachricht lesen? Mache ich jetzt gleich. Ich lese alle Donis vor. Wenn ich gerade nicht vorlese, dauert es mal ein bisschen. Danke. Matthias Official, danke für 90 Cent und Schmeckstar, danke für 1 Euro nochmal. Mirko hat die 18, ich glaube daran, ist die Heldentasse schon das mal vorgelesen. Leloop, danke für 2 Euro mit Mödling. Hundegamer, schau den Stream nach, muss arbeiten. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja. Praydogs, Ingrid, danke für 2,06 Euro und Schmeckstar. Warte, ich grüße dich erstmal und ich sitze hinten ohne Streit. Servus, liebe Grüße aus Niederösterreich. Ich bin übrigens auch YouTuber, aber leider erst ganz am Anfang. Ich hoffe, dass bald was wird. Ja. Gibt es ja eigentlich ein Juwelier, den wir ausrauben können? Gut, das kann man nicht erzwingen. Nicht das ist aber das Ding. Irgendwo organisieren? Oh, schade. Pass auf die Tankstelle. Schade. Oh mein Gott. Also das habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht irgendwie. Oh mein Gott, die Zapfsäule direkt daneben. Oh, guck die mal, Lagerhaus. Das Lagerhaus. Die Kraft am Land. Alter, wie krass, Alter, immer so ein Lagerhaus. Ey, wie heftig das hier aussieht. Ja, es ist wirklich schön hier. Wirklich schick. Als Österreich, wo ich das letzte Mal war, war nie so schön. Ich guck mal hier. Guck mal so mit Feldwegen. Ne? Alles voller Schlamm hier, Alter, was geregnet hat. Oh, bitte leg uns nicht aufs Dach. Ja, warum bitte? Denn? Wir können uns doch so viel aufs Dach legen, wie wir wollen, oder nicht? Wir haben die Ziele. Sonnenuntergang, Jungs. Ich muss ins Bett. Sandmännchen läuft. Sandmännchen läuft. Ey, aber krass, Mödling hat einen schönen Wald. Guck mal hier links. Einfach das so ein Mödlinger Wald. Ja, ist der Mödlinger Wald, den wir hier sehen können. Aber Mödling hat auch einen Airport, gell? Ja, anscheinend, ja. Mödlinger kennt doch jeder, den Mödlinger Airport. International Airport auf Mödling. Ja, aber Mödling sieht ja wirklich cool aus. Guck dir das an, Alter. Heftig. Aber kann man in Mödling auch anbauen, wäre meine Frage. Meine Frage wäre, wie können wir hier überhaupt anbauen in Mödling? Ja. Zivilisten treffen. Wir treffen immer nur legale Leute. Aber wenn, dann würde ich einen Mödling anbauen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Oder? Würde ich auch. Ja, schon, ne? Mhm. Doch. Ja. Oh, krass. Ey, was ist denn hier vorne? Ha? Vielleicht findet man hier irgendwelche Leute. Mödling Central. Ja, Mödling Central. Ist voll schön. Ui, ist Polizei bestimmt, hä? Ui. Kann das Polizei sein oder sowas? Oder? Ja, keine Ahnung, ist das nicht irgendwie so Staatsding? Administratives? Administrationsteil? Ist eine, schau mal rein. Da vorne ist Polizei, guck. Ach so, also es ist nicht so, Wie heißt denn das? Auswärtiges Amt oder so? Irgend so ein Amt, ja. Hallo. Hey, wir haben eine Cafeteria, vielleicht kann man hier was kaufen. Robert, weißt du, was wir noch mit Freddy machen müssen? Was denn? Er braucht noch Tattoos. Stimmt, du hast das Tattoo noch nicht. Ja, geh mal Mödling Tattoo stechen. Komm, lass Tattoo stechen. Dann finden wir schon einen Tattoo-Stecher in Mödling. Achso, ich werde in fast den Knast geschickt und ihr geht tätowieren. Also. Ja, Alter, du bist. Das Handy ging nicht. Ich werde deine Nummer nicht. Wir hatten Glück, dass du überhaupt da drin bist, weil wir hatten die Handynummer nicht, wir hatten die falsche. Du hast auch die richtige. Hier ist die Polizei. Okay. Ja, egal. Ich hab gar keine Nummer von dir. Doch, ich hab dich damals angerufen. Hinten war Tattoo-Laden. Du hast meine Handynummer. Ich hab aber keinen Anruf von dir bekommen. Doch, hast du. Hab ich nicht. Ich hab's heute nicht. Ja, aber ich hab's nicht. Ich schwöre, ich hab die Nummer nicht. Ich hab auch geguckt. Jetzt hast du sie. Ja, 0664. Na, bis einer weint. Gehst du Tattoo stechen, Prinzessin? Rein da. Was für Tattoo? Ja, das, was wir haben hier. Ellenbogen und hier das Pyramide. S. Ich muss echt sagen, die haben sich echt viel Arbeit da rein investiert mit dem Mapping. Das sieht echt heftig aus. Sieht wirklich heftig aus. Jamie Becker, danke für 2 Euro mit bester YouTuber. Und Master Schüßler, wann kommt RLO 3.0 übermorgen? Es wird immer das Gleiche sein. So,
Hier nochmal von Hundegamer. Bester Streamer, kannst du mich grüßen? Heißt der Joshua. Ich grüße den Joshua auf jeden Fall nochmal. Hm. Habe ich das doch nicht vorgelesen? Das haben wir vorgelesen. Radox haben wir auch vorgelesen gehabt, ne? Ja. Vorgelesen gehabt. Ronny Rakus, danke für 1,90 auch. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, schmeckst da. Wegen YouTube und so weiter. Das kommt von selbst, ganz ehrlich. Einfach Spaß dran haben und dann kommt es von selbst. Jetzt können wir Leute umschießen. Budert. Wir sollten vielleicht mal das Auto komplett voll tanken, dass wir immer Probleme haben mit dem Ding. Wir sollten einfach mal gucken, ob wir ein Auto vielleicht billig kaufen können. Wir sollten einfach mal schauen, wo wir endlich mal Waffen und so herkriegen, dass wir irgendwelche Leute umknallen. Ja, aber wirklich, ich brauche mal eine Waffel oder sowas. Oder so. Vielleicht mal die Polizei fragen. Vielleicht mal so ein Bounty oder so, weißt du? Oh, weißt du, das ist geil, wäre so ein richtig geiler Köftespieß. Das wäre jetzt was. Snickers. Weißt du, so ein richtig geiler Köftespieß. Gibt's hier was? Achso, warte, hier. Will schon auftanken. Ich glaube, ich kaufe mir auch einen Kanister für Hunger. Ich habe aber übelst lang keinen Hunger heute. Auch gut. Trinken. Danke, dass du mir den Ausweis zeigst. Ich möchte das nicht, ich möchte den Kanister weg. Ich möchte das nicht. Du heißt gar nicht Alois. Doch, ich bin der Läusel. Du heißt Alex Brucker. Sonst man, ich guck nicht so auf. Oh nee. Gib mir seinen Ausweis aus Versehen. Einfach in die Fresse, so hier, nimm meinen Ausweis, schau dir an. Aber hey, Alois kannst du doch als Abkürzung für Alexander nehmen. Ja, ja, das ist ja genau meine Intention. Ja, genau, deine Intention ist das natürlich. Natürlich. Und wie das deine Intention ist. Das ist meine Intention. So, wo glaubst du, finden wir Leute, die wir fragen können, wo man anbauen kann? Im Knast. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich. Oh ne, hab ich wieder bezahlt, ich bin zu schnell gefahren. Sag mal, muss man hier irgendwie... Ich weiß gar nicht, habe ich die Rechnung jetzt automatisch bezahlt, oder? Bestimmt. Nö, keine Ahnung, wird schon so sein. Wenn nicht, ist halt so. Alter, das sind. Ich bin grad. Da waren gerade zwei Radars hintereinander, Alter. Bist du in die beiden rein? Ja, ich bin gerade in beide rein. Du bist Vollgas. Bevor wir Waffen kaufen können. Also, jetzt fahren wir mal, weil wir sind jetzt gerade in Mödling, gell? Das ja. Lass mal nach einer Neustadt fahren. Oder. Ach, warte, hier. Ich schau das mal durch. Hier, Nee, wir sind jetzt in Baden. Farm? Warte, da ist eine Farm bei uns hier vor. Weil wir sind in Baden? Ja, wir sind in Baden. Ja, hier links ist Baden, hier oben. Lass mal nach Baden, wir sind doch wir sind noch Waffen, in Baden, Alter. In der Grenze von Baden. In Baden müsste es doch was zu Barzen geben, oder? Na freilich, wenn nicht, dann gehen wir baden. Und in Graz. Oh, ein Traktor, guck mal rechts, wie schön. Ui. Ja, ui, Memo, guck mal da, ui. Ui. Ui, pfui. Nee, wollen wir mal links. Aber nach Baden. Gehen wir in Baden-Baden, oder? Wer in Baden-Baden badet? Es gibt noch ein Baden-Baden, gibt's auch noch. Es gibt auch ein Baden-Baden. Aber ja. Waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Nee, in NRW. Der Schülerblitzer, Alter, das geht mir richtig auf den Sack. Ich glaube, die wollen nicht, dass du schnell wärst. Was macht der hier? Mal kurz ey, Gernot! Onkel Gernot, was macht der denn so freiberuflich? Gernot, der Rainer ist das doch, schau doch mal genau hin. Ist der Rainer. Aha. Hoppala, ich hab irgendwie. Hab ich irgendwie im Ausschuss gezeigt? Ja, ne? Ja, ja, mir. Danke, Robert. Entschuldigung. Farming sorry, Start. Not sorry. Ich krieg meinen Kanister irgendwie nicht weg. Doch, hey, du musst einfach nur die Hände hochnehmen. Oh, cool, danke. Okay. Naja, ist doch. Was machen wir jetzt hier? Also, was kriegen wir hier? Ist das schon das Richtige, wo wir sind? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ihr euch! Erstmal schön Kartoffeln legen. Das ist nicht euer Ernst. Ja, gibt's ja Kartoffeln? Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Ich glaube, ich mache hier was falsch. Ich schau mal, was das ist. Weil ich wohl mir was anderes herstellen oder verkaufen. Guten Tag. Das ist der Sound auf die Spende. Okay. Habe ich jetzt einen Dollar für bekommen oder was? Ein Euro. Ein Euro? Der gibt mir einfach einen Euro, Alter. Was ist das denn für einer? Ey Jungs, rentiert sich nicht, der gibt mir einen Euro dafür. Ernsthaft? Ich glaube, ja.
Ja, nee, lass was anders machen. Aber hier unten ist auch noch irgendwie was mit Farm, aber... Ich glaube nicht so eine Farm, die wir suchen. Ja, ich möchte eine andere Farm, die mit den grünen Pflanzen. Ja, die suche ich ja. Mann, wieso finden wir die nicht? Ich wette, was ist ein Mödling? Echt? Oder im Bad? 100 Pro. Oder im Bad. Oder im Baden-Baden? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, weil wo fahre ich jetzt überhaupt hin? Ach, hier. Ich habe keine Ahnung, aber das ist keine Straße. In Osch! Hier hinten muss irgendwo das Ding sein. Ich glaube, hier macht man bestimmt noch was Illegales, Alter. Es ist safe, nur alles Deko hier. Wir machen nichts Illegales. Ja, wäre auch cool, wenn wir wissen, wo wir eine Waffe herkriegen, so. Das ist auch richtig. Ja, das ist eine gute Frage. Weil für eine Waffe würde ich schon, warte, hier töten. Hinten? Ich fahr mal da nach hinten hin, da steht irgendwas mit, Ding, Herstellung von Sachen. Mit Ding? Da fahren wir mal hin. Bestimmt wird auf dem Navi was mit illegaler Herstellung stehen. Ja, natürlich steht es auf dem Navi, natürlich. Kommst du auch aus Baden? Aus Baden-Baden? Erstmal in Baden. Das geht mir jetzt nicht mehr weg, das mit dem Baden-Baden, Alter. Baden-Baden? Erstmal in Baden-Baden, Alter. Bruder, was ist los? Ja, in Baden-Baden ein Batzen. Oh. Schau, Mödling ist da zu Ende. Krass. Ja, Mödling, ist Baden. Baden, dann gibt's noch Wiener Neustadt gibt's noch. Ja, das glaube ich, das klingt zu wohlhabend. Da ist nichts. Oder der Schein trügt. Eisenstadt. Das ist die schwerste Stadt, Eisenstadt, wusstest du das? Nee, das kommt noch die Platinstadt. Boah, bist du lustig. Ich bin nicht lustig, ich bin einfach nur realistisch. Boah, war das schlecht, Alter. Ach Mann. Ja, mir fehlt's einfach an Anbaugeräten. Ja, das Ding hat schon wieder ein Fünftel Tank weniger, so. Ganz ja, schlimm. Schön. Oh, das ist echt Wahnsinn. Wir fahren mal hier links ab. Irgendwie, also ich, oder wir müssen echt zum Hauptplatz also fahren. Ich hab so ein Gefühl. So ein Gefühl, dass hier, das sind doch Postleitzahlen. Schaut mal aufs Navi, beim Waldviertel, bei dem Kanal, das sind Postleitzahlen. Ich hab da so ein Gefühl. Du beim Waldviertel? Ich ahne da was. Beim Waldviertel, was? Beim Waldviertel, wenn du. Waldviertel. Waldviertel runter zum Kanal, der in den Meer. Kann man dem was machen? Was laberst du? Wo ist denn das Waldviertel? Press E, ah, hier! Hallo! Boah, hier ist ein Air-Kompressor, was kann ich hier kaufen? Ja, was soll denn da sein bei Waldviertel? Ja, guck mal, da ist doch der Kanal, der den Neusiedler See mit dem Meer verbindet. Neusiedler See, ja. Ich weiß nicht, was hier ist. Mit dem Wiener Meer, ja, was soll da sein? Da könnte doch eventuell was sein, wo man vielleicht pflücken kann. Hä, woher willst du das wissen, Alter? Bist du irgendwo? Weil da Postzahlen sind? Und es ist am Meer, da ist jetzt Feuchtigkeit, weißt du? Nährstoffreicher Boden. Okay. Aber ich war halt nur die Vermutung, ich weiß es nicht. Meer, okay. Da können wir mal probieren. Können wir mal kann ja mal so kaufen, hier? Aber... Ui, da kann man was, da kann man was bauen. Handschellen. Ja, ja, ja. Westen, ja, seht ihr das? Westen. Kann man hier auch Waffen sich holen oder so? Nee, ne? Munition sehe ich. Ja, Munition, aber Waffen, so richtig heftige Waffen einfach. Ich glaube nicht. Das ist ja, erstmal ein Arschbohrer. Ja, aber Westen, ne? Ah, Hilfe! Eisen, ich hab Aluminium irgendwie... Plastik. Hilfe, ich bin was hier irgendwie festgekettet. Ich weiß nicht, Hilfe. Hä? Ich auch. Ja, ich nehm den mit. Ich nehm einfach was mit. Was macht ihr denn? Ich was weiß nicht, ich hab gar nichts gemacht. Ich nehm den Kompressor mit. Schieb ihn zurück. Ich kann auch nicht mehr schneller gehen irgendwie. Was ist denn mit euch? Ich häng am Kompressor. Ich nehm den ganzen Kompressor. Jetzt hab ich, warte nochmal. Ich zieh mich den ganzen. Jetzt hab ich den Kompressor mitgenommen. Jetzt ist gut, jetzt bin ich weg. Gut. Da war so ein Air-Kompressor, der war ganz komisch. Dann fahren wir mal dorthin, wo du denkst, wo es ist. Fahren wir da einfach. Ja. Ich vertraue dir jetzt einfach. Was heißt Vertrauen? Das war eine Vermutung. Eine Vermutung. Einfach, erahnt schon, Bruder, erahnt. Ich ahne. Ahnst du das oder wie machst du das? Ahne. Okay, du ahnst. Er ist voll am Ahnen. Er ist eine Ahnforschung. Da zockt dann die Leute aber am Telefon. Oh Mann. Stimmt, Führerschein machen wir auch mal nicht schlecht, ne? Das wäre auch eine Idee. Jo. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Wieder Neustart! Ich bin schon wieder geblitzt worden. Geil! Schön, du fährst aber auch sehr. Aber ey, ich muss das nicht bezahlen, glaube ich. Außer mein Konto ist gerade auf Minus. Dem bin ich jetzt ziemlich unsicher. Was steht denn hier oben? Auf Minus? Leckt's Eier. Leckt's Eier. Oh, warte, können wir das ändern? Das wäre mal richtig, wirklich funny wäre das.
Meinst du? Versteh's nicht mal. Oh ja, das geht's! Oh mein Gott. Nein, man kann das wirklich machen, Mann. Echt jetzt? Ich gucke, ich ahne. Ich oh mein Gott! Ist ja cool. Warte, ich mach doch irgendwas hin. Mach was Gescheites hin. Schreib hin, die Achtung, 10 km/h-Zone oder so, dass alle 10 km/h haben. Oh ja, das wäre auch der Autsch. Wir fahren. Oh nein, oh nein. Vervollständigen Sie den Satz. Oh nein. So, wir machen mal hier, wo soll er hier anschneiden? Wo kommt das denn her? Ich hab keine Ahnung. Ach, scheiße, Shell-Tankstelle. Ja, kennt ihr schon das? Ich fahr in die... Ich wurde gerade geblitzt, Alter, von irgendeinem so Ding. Och, das wieder? War so ein mobiler Blitzer, war das hier. Oh mein Gott. Drecksteil, ey. Wo? Sozialabgaben, ja, juhu. So, juhu, dass wir doch wieder Geld haben. Aber wir kriegen ja 500 Dollar sozial. Ja, und davon gebe ich 112 ab. Ja, ich auch. Super. Juhu! Ja, das soll inbegriffen sein! Oder nicht? Ja, ist lustig, da zahlt der Staat uns Geld und nimmt uns dann wieder die Hälfte. Alter, ich weiß nicht, wo ich meine Rechnung bezahlen muss, ne? Ich mach einfach, ich fahre hier schon durch den 50. Blitzer durch. Also Rechnungen habe ich gerade gelernt, kannst du bezahlen, wenn du am 7. Finger ziehst. Ja, wie am 7. An der Finger. Rechten oder linken Hand? Ja, aber da steht jetzt gerade keine Rechnungen. Den 7. Finger ziehe. Das Scheiß, wie ich ganz anderes. Hä, was laberst du denn? Mir ist was ja, ich musste doch eben vom Polizisten die Rechnung bezahlen, glaub mir. Ich weiß, wie die Rechnungen bezahlen. Ja, aber also mir in meinem Notizblock so. Steht da was ganz anderes. Bei mir auch. Was? Ja, passt schon so. Nee, ja, ist, ja, ja. Okay. Also irgendwie, ja, passt schon. Ist schon ja, richtig. Nur einmal kurz, nur mal kurz ziehen. Am 7. Finger? Ja, hab ich schon. Ja, aber nur kurz, mach das ein paar Mal mehr. Ja, geht nicht. Vor. Nein, das ist woanders. Okay, also ich musste eben am 7. Finger ziehen im PD. Ganz ehrlich, wo gleich auf dem anderen Finger mal mehr ziehen, sag ich dir. Bist du dir sicher, dass du wirklich im Polizeiinspektorium warst oder nicht woanders da, wo du was ziehen musstest? Ich war bei deiner Mutti. Ich glaube glaub auch, dass man Polizisten immer Finger gezogen oder sowas. Ey, lass Mutti da raus. So, wo fahren wir jetzt hin? Wo hast du gesagt? Wir denn jetzt hier ja, ja, fahr doch, fahr doch einfach mal, was haben wir denn zu verlieren? Ja, nichts. Aber hast du Insider-Informationen, von denen ich weiß? Oder? Nein, hab ich nicht! Ja, das war, ich hab geahnt! Wie kommst du auf diese... Wie kommst du auf so eine dumme Idee? Ja, ich habe geahnt! Ich lese die Karte! Ich bin Spurenleser! Mann! Denkst du auch immer an dem, wo Raoul draufgetreten bin? Ja, aber was bist du draufgetreten? Auf die Spuren. Ja, er ist ein Spurenleser, er leckt immer den Sand an, wo Leute draufgetreten sind. Er ist Spurenverleger, er scheißt beim Gehen. Ey, macht ihr das nicht? Ja. 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 okay. Ey, aber wenn das. Doch, guck mal, hier schaut es doch sehr sympathisch aus. Ne, überhaupt nicht. Es ja, sieht überhaupt nicht so aus, als würde hier was sein. Wo soll hier ein Feld sein, Alter? Irgendwo ja, so. Ahn, doch, ich glaube, ich glaube, da ist kein Feld. Du hast jetzt sowas von. Alter. Ja, aber weißt du, was mir vorkommt? Ist das Gold Tank. Oder so? Was ist denn das? Sieht ihr auch diese Steine da unten? Nee. Ich glaub, das sind die bei euch nicht auch, Gold? Alter. Nein. Also ganz kurz. Ah, hä? Wo siehst du goldene Steine? Bei mir sind hier so Goldsteine, oder? Ja, da sind so gelbe Punkte drin, ja. Ja, nee, so gelbe Punkte auf den Steinen. Ja, guck mal hier auch. Natürlich, was soll denn sonst sein? Gold oder was? Ja, ich dachte gerade, vielleicht ist das ein Zeichen so, weißt du? Ja, fahr du halt mal. Sonst fahr zum Hauptplatz und frag. Wir werden doch wen finden, der sich irgendwie. Ich will keine Rechnung bezahlen. Oder gibt's hier irgendwie. Gibt's hier irgendwo so eine Motorradgang oder sowas, wo wir hin können? Motorradgang? Oh, wir könnten zu den Taxifahrern fahren. Die wissen das sicher. Die wissen auch safe alles, oder? Ja, lass Taxifahrer Dings fahren. Da muss doch einer wissen, wo man das machen kann. War die dümmste Idee ever, einfach drauf loszufahren und zu hoffen, dass wir irgendwas wirklich finden. Und er, Alois, was ist denn, weiß, was ist denn mit euch? Ihr müsst doch auch mal was ahnen. Ja, wie du ahnst das Einzige hier und wir ahnen wieder mal nichts. Ihr wartet vielleicht hier links, schau mal. Ja, und wenn ich recht hab, hä? Ja, warte, da steht was auf dem Schild. Da steht was. Da steht auch, da sind auch Büsche.
Airbase-Bunker, ja, toll. Okay, wow. Aber, das ist toll, wow. Jungs. Wirklich. Super. Weißt du, einfach so ein Schild mit Weedfeld. Riesengroß. Ja. So ein Leuchtreklame. Am besten auch mit Leuchtreklame, Alter. Oh ja. Okay, das war dann doch nichts. Aber ich hab geahnt. Ich wollte sagen, ich hab geahnt, dass da nichts ist. Sonst das Taxifahrer überfallen. Das ist ganz normal, weil in Österreich jeden Tag passiert das. Einfach Taxifahrer überfallen. Perfekt. Okay. Aber ey, ein Taxifahrer muss doch wissen, wo man eine Waffe herkriegt. Safe. 100 pro, die sind doch sicher kriminell. Ja, so klar. Wie ein Taxifahrer, 100 pro sind die kriminell. Die, weißt du warum? Die buchen immer ohne Rechnung ab, so, weißt du, so ohne Fahrtenschreiber. Aha. Und sowas. Okay. Ja, 100 pro. Das hört sich auf jeden Fall nach legalen Aktivitäten an. Ja, ich möchte jetzt niemandem was vorwerfen oder so, aber... Nee, alles gut. So. Du fährst jetzt rechts, genau. Ja, du hast aufs Navi gepackt. Genau, fährst du geradeaus jetzt? Ja. Machst du sehr gut. Das machst du wirklich sehr gut. Da vorne über den Zebrastreifen drüber. In 300 Metern rechts abbiegen. Genau, hier gerade drüber. Genau, perfekt. Das machst du echt gut. Hast du gut gemacht. Wo war denn der Zebrastreifen? Ja, da war halt ein Zebrastreifen, so, weißt du, hast nicht gesehen, weil. Ja, so halt. Da war jetzt nix, oder? Boah, ich kriege echt Hunger, weil hier alles aussieht wie Zuckerstangen links und rechts immer, wenn man. Oder das sieht aus wie Zuckerstangen. Ja, ist echt schlimm. Ach so, die Dinger da. Ja, die Dinger nennt man Schilder. Nicht Zuckerstangen. Nee, nicht Zuckerstangen. Ui. Das ist nämlich kein Zuckerschlecken hier. Kein Zucker. Können wir nochmal Ausweis drucken gehen? Das war lustig. Das war schon lustig, ne? Das war schon nicht schlecht. Einfach ein heißer Viecher. Wir sollten mal die Polizei nach dem Waffenschein fragen. Ja, das ist eine gute Idee. Oder mal nach Waffenschein fragen. Ja, und dann gleich, wo man euch kaufen kann. Warte mal, da oben ist irgendwas. Ja. Stopp. Da kann man rein, das ist offen. Das ist offen, alles gut. Okay, da stand Kartell vorne auf der Dings. Ist egal, aber wenn da stand Kartell vorne auf der Ding. Okay. Da stand warte immer, mal, das kommt mir ganz schön bekannt vor. Ich muss mal ganz kurz wohin gucken. Warte mal, ich komme gleich wieder. Warte, ja, was macht er denn? Das muss ich eruieren. Ja, was ist denn? Was? Was? Was macht er denn? Ey, warum geht ihr in ein fremdes Haus rein? Nix, nix. Bruder, nix. Was machst du denn? Ich hab doch nur geahnt. Warum bist du in einem fremden Haus drin? Hä? Geht's dir gut? Ist alles okay bei dir? Hallo, ich wollte dir nur sagen, es steht vorne auf dem Türschild steht irgendwas vom Kartell. Ernsthaft? Ja, schau mal runter. Da steht K3 Kartell. Oh, schön, ich fühle mich richtig sicher. Du hast den Sound kaputt gemacht. Ist mir doch egal. Na, aber lass mal gucken hier vorne in der Einfahrt. Lass mal gucken, schau mal. Steht da. Brigada-Kartell. Tatsächlich. Oh, sag ich doch. Ich lass erstmal das Tor offen lassen, da sehe ich sie. Ja, ja, das ist einfach gerade. Du bist einfach so Richtung. Aber die hätten 100 Pro gewusst, wo wir hin müssen. Ja, aber da war ja keiner da, oder? Aber Jungs und Mädels, ich würde auch, wenn ich ein Kartell bin, das einfach vor meiner Tür warte, hinschreiben, so weißt du, so aus. Zu spät. Bisschen so auf indisches Essen angelehnt, weißt du? Wie die das Sie haben eine neue Geldstrafe. Ja. Ist halt so. Wir sind wieder in Wien. Jetzt fährst du aber dort mal hin und fragst mal beim Taxiverleih, ob da irgendwas ist. Oh, ich sehe es auf der. Was siehst du? Was ahnt er? Da ist noch ein Kartell mit der Stadt. Vielleicht finden wir irgendwo welche, wo wir dann fragen können. Ja, weißt du, bei Google erstmal Kartell suchen gehen. Das kenne ich. Gibt ein Kartell. Sinaloa-Kartell, tatsächlich. Okay, stark. Hier vorne. Dann fahren wir hin. Vielleicht ist da jemand. Ja, warte, ich Blitzer. Ich glaub's zwar nicht, aber Blitzer. Ja, komm mal hin. Tschüss. Ronny, danke fürs Supieren und Johan, geh steht für Gönn, vielen, vielen Dank. Und Wheelie Dude, moin, kannst du mich um meine kleine Gruppe, die BKG, so, grüßen? Mal, ja. Bist der Beste und hilfst mir in schlechten Zeiten mit den Videos. Ja, wir danke voraus. Das vielen, vielen Dank an Wheelie Dude. Ich grüße dich und nochmal hier an BKG. Gegrüßt, okay. Der ist aber auch eine kleine Gruppe anscheinend. Grüppchen. Und Ronny Rakus, danke nochmal für den Zeni. Vielen, vielen Dank. Und Marcel 3322, ich danke für 90 Cent auch vorhin. Vielen, vielen Dank. Ja, wir müssen irgendwie. Können wir dann auch mal was zum Essen? Nein. Aua. Wir machen immer noch einen Hungerstreik. Wieso steigst du aus, wenn ich gerade vorbeilaufe? Warte, ich hab sogar Essen zubereiten.
Du hast Essen? Ja. Kartoffel oder was? Da, nimm. Der liegt am Boden. Nö, möchte ich nicht. Hä, kannst du es nicht aufheben? Nee, möchte ich nicht. Ja, warum nicht? Ist doch. Es lag schon auf dem Boden. Ja, nicht mein Problem. Nee, ich esse nichts vom Boden. Steigen es ein, es geht weiter. Nehmen es bitte selber mit. Ich hab grad LOL gegessen. Er schmeißt einfach das Essen auf so, den Boden. So, vor mal! Gamer Jungs, Gamer! Zirka, oh ja, Thomas! Thomas, leg mir am Arsch, wir fahren! Vielleicht gibt's da einen Gernot. Gernot, leg mir am Arsch, wir fahren! Aber ich würde dann gerne bitte nochmal zu Ingrid, gell? Ich muss da was klar machen für einen Zweck. Einfach 3.0, Leute, einfach 3.0. Wie er gerufen hat, Ingrid! Ingrid! Er hat gesagt, was hat er gesagt? Welcher Finger? F7? Siebter Finger? Aber überhaupt nicht bei mir, Alter. Ah, man ist noch immer arbeitslos, Alter. Ist was. Feuerwehr ist das, oder? Autohaus hat einer offen. Oh, nee. Oh! Die Feuerwehr hat ganz schön. Ah, das ist wegen der Feuerwehr. Also, frag mal den Feuerwehrmann sonst mal. Hallo! Hallo! Hallo. Sie müssen 3 Sekunden stehen bleiben an der Ampel. Hallo! Feuerwehr? Juhu! Ich hab die Hot Chat Challenge gemacht, ich brauche einen Einlauf. Die Hot Chick Challenge? Mein Ohrsprit jetzt. Natürlich. Die Hot Chick also, Challenge. Mal hallo, Entschuldigung. Ey, Junge. Hallo, Entschuldigung. Eine Frage. Excuse me. Grüße. Ich habe eine Frage. Ja, wissen Sie ja, zufälligerweise irgendwie, wo man Drogen herbekommt? Na, weiß ich leider und Waffen. Nicht. Und Waffen? Und Waffen? Wissen Sie mal Waffen? Oder gibt's kennen Sie jemanden, der einen kennt, der weiß, wo man Waffen herbekommt und Drogen? Es gibt ein paar Läden, da kann man sich welche kaufen, aber sonst weiß ich auch nichts. Ah, fahr mal hin. Hä, wo kann man was das kaufen? Wo? Es gibt ein paar Läden. Was ist ein paar Läden? Läden. Achso, ein paar Läden. Alter, ich hab nichts verstanden. Achso, ein paar Läden. Ich bin dabei 81,68 ja. Drüben. 81,68, schau. Das ist mein Geburtsjahr. Danke, wir fahren mal weiter, ne? Dankeschön. Tschüss. Und halt, stopp. 81 an See, wo ist denn das? Wenn's die Ingrid singt, sagen sie einen schönen Gruß. Mach ich. Danke. Ja. Hier drüben hat er gemeint, hier bei der Adams Apple Boulevard Straße. Jetzt fragen wir erstmal beim Kartell nach. Wir fragen beim Kartell. Wollen wir da anklingeln oder wie schaut's aus? Das Kartell! Aber sehr viele Büsche hier vorne. Das ist alles eingebuscht. Ich habe schon öfter gehört. Am Zug, guck mal. Ist zugeschlossen. Ja, das kann er da. Mal. Na, das kann er zu Hause, oder? Sicher? Ja, wenn da schießen, sehe ich gleich den Kopf weg. Gernot. Na, lieber nicht. Fahren wir doch dorthin, wo er gesagt hat. Ja, dann gut. 81, ohne 80, ohne 60 oder so. 81, 61. Wo ist das? Ja, bei 81, 61. Hier ist es. Da ist 81, 61, aber keine Ahnung, ich sehe es am Navi nicht. Also ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich was ist. Das muss er mal gucken. Weil Leute ausfahren ist schon lustig so. Ja, deswegen, ja. Oh, warte, fahren wir zum Juwelier links. Ja, fahren wir mal rein, genau. Vielleicht können wir da was mitnehmen, so, weißt du, so ein kleines Schnäppchen. Ein bisschen. Ah, nee! Oh ne, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Will ich Juve machen? Eine gute Frage, ob der Juwelier ausrauben könnte, ne? Ich weiß es aber nicht, Leute. Ich wie, keine Ahnung. Shop-Menü kann man hier öffnen. Hallo. Und? Ja, keine Ahnung. Ich hab mal ein bisschen umgeguckt, so wie es hier aussieht. Werbung, Pizzeria gibt's hier. Telefontechniker. Was ist das Z hier? Also, ach, das ist, ist fake. Jetzt ist der Punkt weg. Ja, Punkte. Ihr habt doch keinen, ach so, warte. Doch, die 81. 81, 61, ja. Da fährst du hin. Warte mal, hier vorne.
Ja, wo denn? Ah! Das ist ja wirklich ein Waffenlader, schauen wir mal. Und glaubst du, wir kommen an eine Waffe? Uiuiui. Du hast nichts im Korb. Brechstange, Dietrich. Dietrich nehmen wir mal mit. Oh, die Handschelle nehmen wir auch mal mit. Jungs! Ah! Oh, sorry! Sorry! Wieso weckt mich denn keiner auf? Warum? Was ist denn mit dir? Kann ich da nichts dafür? Ich hatte einen Sekundenschlaf. Schusssichere Weste, Munition. Ich nehme mal 9 mm mit. Kaufen? Alter, ist Munition so heftig teuer? 10 Stück kosten, Alter. Kann da bloß einer einkaufen, Freddy? Nee, ich bin auch drin. Nö, ich kannst hier so einkaufen gehen. Schusssichere Weste M und F. Bestätigen, ich zahle bar. Nur Bares ist Wahres. Was brauchen wir da jetzt? Warte, was? Kasse. Ey, man kann sich hier für 8000 die Sachen angucken. Ich glaube, da müssen wir erstmal einen Schein kaufen. Ach so, aber man hat den anderen. Andere kann man kaufen. Ey, hast du gekauft? Weil sonst muss ja nur einer kaufen, so, weißt du? Ja, nee, ich brauch Bargeld dafür, glaube ich. Okay. Lass mal Geld tun, dann hol ich so ein Waffen. Dann ja, sonst lass jemanden. Warte, mach mal, ich hab ne Idee. Aha. Ich sitze hinten noch nicht rein. Oh ne, wie zieh ich denn das runter? Ich kenne mich mit diesem Inventory halt überhaupt nicht aus, Jungs und Mädels, das tut mir sehr leid. Ah, ja, egal. Hallo, ne, nicht wegfahren! Don't drive away, please! Don't let me alone! Sollen wir was zu essen und zu trinken kaufen, ne? Ja, zum Essen! Servus! Also du musst erst an der anderen Kasse schauen. Ja, ja, ich merke schon. Pannendreieck, brauchen wir das? Keine Ahnung, was brauchen, aber ich glaube, wir sollten es kaufen. Bandage? Nein, ich wollte den Bankautomaten nicht überfahren. Was? Jetzt haben wir ein Problem. Ich hau mal ab, ne? Tschüssi. Schnell. Lass das von der Entfernung angucken. Lass von der Entfernung angucken, komm. Lass uns nicht fertig. Der kommt ja nicht mehr weg, ne? Der ist ja wie eingeschweißt da drin. Echt jetzt? Ja klar, er kommt ja nicht mehr weg, er macht gerade den Ding auf. Aber wir brauchen das Geld eh für. Weißt du? Jetzt weiß ich, wie er Geld abheben meint. Ach so, ja, dieses andere Geld abheben. Dieses andere Geld abheben, weißt du? Oh nee, ist das lustig. Das ist schon das zweite Mal, wo wir ihn abholen vom PD. Ah, ist das schön. So, da kommen sie schon her. Wo? Ja, oh, ich hör's. Ist das lustig. Da, schau, oh, die sind voll schnell. Wow, das waren jetzt 15 Sekunden, oder? Ja, die waren richtig schnell. Oh, warte, die sehen die nicht. Hä, die Feuerwehr kommt da auch? Okay, wild. Er versteckt sich. Sie sehen ihn nicht. Guck mal, was da für ein Einsatz ist. Schau, wie er sich hinten versteckt. Er ist so gut. Guck dir das an. Oh mein Gott. Aber du siehst ihn auch nicht innen, oder? Er ist schon rausgerannt. Hast du nicht gesehen, wie rausgerannt Nein, ist? Nein, hab ich nicht. Mein Gott, bist du los. Er ist rausgerannt, hat sich dann in der Dings rechts versteckt. Und jetzt ist nach hinten gerannt, jetzt gerade eben. Okay, geil. Ich trau mich noch nicht weg, weil ich das Gefühl habe, da denken sie, ich bin das, weißt du? Ja, nee, bleib einfach stehen, wir haben einfach nur beobachtet. Ach scheiße, das Auto ist geklaut. Ja. Wollen wir aussteigen und einfach ans Geländer lehnen? Nein, die denken, wir sind das sonst. Wir warten, bis sie drin sind und dann fahren wir weg. Okay, ich schnall mich wieder an. Ist das funny? Guck an, aber Waffe auf Anschlag, guck. Aber was ist das Schöne, wir haben das Geld. Damit können wir uns den Waffenschein kaufen. Ja, natürlich, er ist auch fertig gemacht da drin. Ich hab doch gesagt, er ist da drin stuck. Ich fass es nicht. Ich hab's dir gesagt. Geil. Ich will den Automaten nicht ausrauben. Scheiße, uiuiui. Oh, guck, der nächste. Die machen da vollen Einsatz, Alter.
Ja, wenn die Bank ausgeraubt wird. Natürlich, die Bank wurde gerade ausgeraubt, hat man doch gesehen. Die Auto, die Zwei Automaten. Jetzt warte ich noch, bis der Brie weg ist, dann fahren wir Vollgas durch. Echt jetzt? Ich weiß nicht, ob er uns sieht. Oh, warte, ich hätte gerade angerufen von Freddy. Oh ja, okay. Aber ich glaube, wir werden beobachtet. Von dem Typen. Weißt du nicht hingehen vielleicht, oder? Warte, hallo? Ich hab richtig reingeschissen. Hast du das Geld bekommen? Ja, ich hab 800 noch was Schwarzgeld. Was, wie viel? 800 noch was. 800.000 oder 800 Dollar? Dollar. 800 Euro. Ja. Das ist ja gar nichts, Alter. Kannst du, Alter, das war doch für die Katz, Alter. Ja. Ja, wo bist du gerade? Hol ich dich ab? Ich bin Postleitzahl 81. Warte. Ja. 8143. Ja. Das ist der Sound auf die Spende. Gut, bis gleich. Ja. Ich hab direkt in der Nähe. Ich bin zu Fuß weggelaufen von dir. Oh, wo bist du genau? Da ist so ein rotes Symbol auf Google Maps. Ach, 8143, so eine rote Garage. Ich weiß nicht, ob PD gerade hinterher fährt oder so. Nee, die fahren nicht hinterher. Ich glaube ja, nicht. Ich bin da mit so einem Auto. Warte, ich bin noch mit der Garage. Oh, warte, ich glaube, das PD ist hinter mir. Warte. Sicher? Ah, nee, nicht mal. Die haben es nicht gecheckt. Nee. Ich bin ja in so einer Garage. Ich sehe dich. Warte, ich fahre da rein. Warte, ich komme zu dir. Ja. Bist du noch dran? Ja. Ja, okay, warte, ich bin gleich da. Ich wollte das halt wirklich nicht. Ja, erzähl das der Polizei, Alter. Ich wollte es wirklich, ich wollte Geld abheben. Wir sind immer mit mir verbunden, du musst auflegen, Prinzessin. Oh, warum ist es so laut? Musik, Alter. Aua. Oh mein Gott. Okay, nice. Dann leg ich halt auf, wenn du zu blöd dafür bist. Ich hab fast 900 Euro. Ich hab die abgehoben. Polizei? Ja, nicht bei uns. Ey, aber wie sneaky du rausgegangen bist, als die eingedrungen. Ich dachte, die haben dich gesehen, Alter. Ich bin nach links, ich hab mich in die Waschstraße gelegt. Ich hab's gesehen. Aber weißt du, du warst so gut, er hat's einfach gar nicht gesehen. Aber es sind dann auf einmal drei Polizeiwagen gekommen und Feuerwehr ist da auch gekommen, ne? Ey, ich dachte, wir haben jetzt so richtig fett Kohle und können uns das so direkt leisten, so weißt du. Ja, ich hätte noch länger machen können, ne? Stand bleibt länger, also automatisch war noch nicht leer geräumt, aber ich hab dann einfach aufgehört und bin lieber gelaufen. Sag mal, gibt's hier irgendwo einen Bankomaten? Ah, hier. Schau mal, ich rede vom Bankomat und hier ist einfach ein Bankomat. Super. Ist ein Drive-In. Wir können halt nichts abheben. Der hat mir gesagt, irgendwie mit PIN und ich dachte, ich kann so meinen PIN einstellen. Ich wollte die halt nicht überfallen. Ach so. Ja, warte, ich schau mal. Vielleicht geht's, vielleicht auch nicht. Ja, was brauchen wir denn an Geld, Jungs, Mädels? Ja, auch klar geht das. Ja, siehst du. Was denn? Head up bank first to set a PIN code. Ja, ich hab meinen schon gesettet. Ah, das hab ich nicht gemacht und ich hab dann aus Versehen. Nein! Was denn? Nein. Oh mein Gott. Genau das ist mir auch passiert. Aber ich hab genau kein Werkzeug dabei. Hey, wieso hab ich Werkzeug? Ich hab vorhin, glaube ich. Ich hab vorhin einen Bohrer gekauft. Achso, der Bohrer, ja. Da, ich muss natürlich. Zur Bank. Ich hab auch keine PIN-Code in meiner Karte. Lass zur Bank, oder? Ich glaube, ich hab genug Geld, um mir so einen Waffenschein zu kaufen. Aber wir schauen gleich mal. Wir fahren zur Bank. Ja, ich muss. Ich hab jetzt 8500 Euro. Ja, ich hätte sonst auch gekauft, aber ich kann ja kein Geld abheben. Ja, sonst fahren wir zur Bank, dann kann die da abheben. Kann die dann pinnen? Ja, aber es reicht doch, wenn wir einen dann holen. Einen Access. Ein Waffenschein oder was? Ja, ich könnte ja kaufen, so, weißt du, so ist ja nicht. Was kostet der? Ich hab das nicht mitbekommen. Irgendwas mit 8000. Ah, okay, ja, safe, ich hab 12.000 auf der Bank noch. Ach so, ja, dann mach du, ich hab nur 8000 insgesamt. Wusste ich, dass du so rich bist, Alter. Weißt du, was ich schön finde? Ja, mach doch aber ruhig du. Oh, ich höre schon, dass ich die Rechnung nicht bezahle. Da rippe ich aus Versehen diesen Automaten und schmeiße. Ja, Alter, diese 800 Euro sind halt echt nicht wert, ne? Ja, aber ich wollte es halt wirklich. Hat dich der Bohrer sogar mehr gekostet, als das du drauf hast? Nein, ich glaube, ich habe es mit dummem Lockpick gemacht oder so, weil ich habe den Bohrer doch nicht gekauft. Ach so, vielleicht ist er jetzt ja weg, weißt du? Ey, ich habe dann auf einmal, dann habe ich da die Kabel überbrückt und dann war da so viel Geld und dann... Ich hätte auch weitermachen können, aber... Oh mein Gott, das hat mich mal eingeschissen. Ich hole mal Geld. Aber Spaß wie ich auch rausgehe. Hast du das gesehen, wie ich rausgelaufen mit Sneaky oder was? Ich hab's gesehen, ja. Es war ziemlich funny zum Gucken. Aber du musst auch deinen PIN machen, komm. Ja, stimmt. Alter.
X-Lonely mit 1 zu 7. Ab hier die Luzi. Moin Meister, grüße alle von mir außer einen. Willkommen. Außer einen. Ah, ja, ich hab lonely. Die Pin gesetzt. I am so lonely. Change Pin. Wie kann man die Bank ausrauben? Oh, ich hab jetzt einen Pin. Ich glaube, ich weiß, was wir heute machen könnten. Da sehe ich uns. Du benötigst Türme Charge. Also ich könnte jetzt erstmal Waffen. Schön, dass die Bank darüber Auskunft gibt, wie man hier reinkommt. Oder? Sie kommen rein mit Türme Charge. Sie da brauchen Turbo Charge, um hier reinzukommen. Aber da müssen wir erstmal eine richtig gute Karre rippen irgendwo. Ja, voll. Ich hau meine Laserscholz raus, aber hier voll für dich. Vielen, vielen Dank an X-Lonely. Ich hau mal raus. Leute, lasst mal weiter. Und da sind die Rechnungen. 1, 2, 3. Hau mal raus hier. Ich krieg so die Geldstrafen auf, aber strange. Ich wär soweit. Ich bin auch soweit. Leute, lasst alle ein Like, da würde mich sehr freuen. Und vergesst nicht, abonnieren, Glocke aktivieren, kostet nichts. Und ihr macht mich damit glücklich. Also haut gerne drauf. Würde mich sehr happy machen. Auf dem Bankraub heute noch, wenn das möglich ist. Anscheinend ist es das. Das heißt, wir holen uns jetzt ein Waffeleisen. Ja, probier mal. Habt ihr jetzt schon alle richtig abgehoben, oder? Ich habe richtig abgehoben. Einmal Geld mehr. Passt, dann fahren wir hier, weil hier ist gleich ein, so ein Laden, weißt du? Da, das sind aber... Ach, das ist so ein Laden! Gut, dann lass mich mal. Das ist immer so eine Ladenapotheke, weißt du? So eine Apotheke mit Laden ist ja drin. Und dann schau, was so... Ich wette, was eine Waffe kostet, einfach so 20 oder 30 K. Also, eine Pistole kostet 9.680. Boah, ich kann mir eine Pistole holen. Ja, ich hab nur 8.000. Ich hab nur noch 4.200. Ich kann dir noch 1.000 geben. Ja, warte, wir legen alle zusammen, dann kriegen wir alle eine Pistole, oder? Nee, kriegen wir nicht zusammen. Ich hab nur 2.200. Zwei Pistolen kriegen wir zusammen. Ja, wir brauchen doch nur eine, oder? Eigentlich. Naja, schon zwei, oder? Ich kauf mir einfach ein Messer, dann könnt ihr euch... Na, ich will kein Messerstecher werden. Ja, aber was soll ich machen? Ich hab bloß 4.200. Kannst du bar bezahlen? Aber da muss ich mal Geld holen. Wenn du, oder kannst du mit Karte bezahlen, da kannst du überweisen. So, bitteschön. Ich habe eine Waffe gekauft, das geht nur bar. So, wie kann ich dir die jetzt geben? Warte mal kurz. Gib sie erstmal ihm. Ich habe bezahlt, Alter. Ich habe bezahlt und er kriegt sowas. Dankeschön. Bitteschön. Ah, Rutschig ist ja drüben. Okay. Ja, ich weiß, das bin ich. Ja, ja, sorry, ich habe dich verwechselt. Ich bin Rutschig, ja. Wie kann man mich verwechseln, ey, Alter? Ich bin Rutschig. Soll ich das Schwarzgeld wegschmeißen, Alter? Ja, schmeiß weg, braucht keiner. Oder zur Sicherheit, oder? Ah, ja, schmeiß weg. Jetzt habe ich noch 2.520 auf meiner Visa-Karte. Ey, wie kann man das... Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll mit dem... Ich pack das Schwarzgeld hier hin, wer es findet, kann sich freuen. Leute, weißt du, wie man hier switcht? Da muss ich jetzt noch Geld holen, da kannst du mal noch eine Waffe kaufen. Ja, mach ich. Ich habe noch 64 Euro auf der Bank. Konfiguration... Ah, oh. Aha. Das ist ja mal krass. Oh, Alter, kannst du ganzes Inventory einstellen. Ist ja mal mega. Gut, ich weiß, das ist ein gekauftes Skript, so dies, das, aber trotzdem, das ist echt gut. Das Inventory gefällt mir. Aber es ist ein bisschen, also ich finde das overcomplicated mit dem, ich mache irgendwas falsch mit dem Rüberziehen. Also ich weiß nicht, wie ich das sortieren kann. Wisst ihr, was ich meine? So, ich will das sortieren. Hey, warum habe ich mich allein gelassen? Hey. Oha. Hallo? Hallo? Haben Sie da gerade so zwei Leute gesehen, die rausgekommen und weggefahren sind? Das machst du mit dem Auto dort vorhin bei der Tür. Ja, ja. Ist halt, glaube ich, auf die zur Bank gefahren. Also vom Motiv nochmal. Weil es hat dann links und nochmal links. Super, dankeschön. Shift. Also Shift. Ich glaube, die haben mich. Nee, die haben mich einfach nur vergessen. Ich rufe da sonst mal an. Achso, ja, okay. Ich sonst nicht. Dankeschön.
sie bist. Dankeschön. Die mich einfach stehen lassen, die haben mich. Ey, sag mal, habt ihr doch alle Latten am Zoll? Ich einfach. Ja schon an, Mann. Hä? Ach so, ihr seid gleich weggefahren. Jetzt verstehe ich erst. Ich hab dir nur schnell Geld geholt. Du musst mir ja, Geld ich hab gedacht, ihr habt mich allein gelassen. Kannst du vielleicht wieder auflegen? Du rufst doch weiter an. Ach so, nö. Hallo? Hallo? Hey, komm her. Noch weiter anruf. Du musst die 8000 sein. Ah, das wird 40, sein. Ich hab jetzt 9700 abgeholt. Das wird sein, ich bin so ein Blähen. Du hast ja sowas von recht, Alter. Du bist ein Schatz. Oh, ich meine, auf dem Boden. Potti, ich küsse dein Herz. Als wenn ich wüsste, wie ich es aufhebe. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das Inventory ist wirklich schön, muss ich sagen. Das ist echt ein schönes Inventory. Kann man sich nicht drüber beschweren mit dem Sortieren hier. Also ich denke mir schon, was mache ich falsch im Leben. Das ist wirklich schön gemacht. Kann ich ja so viel sagen, auf RLO haben wir ein anderes Inventory. Aber das ist wirklich sehr, also auch das hier mit Benutzen und so Konfiguration. Hast du drauf Boden gelegt? Nein, ich geb's nicht in die Hand, ich bin nicht so einer. Ich bin nicht so eine. Also kurz auspacken und probieren. Darf ich mal probieren schießen? Nein! Ja, warum nicht? Nein. Glaubst du, die kriegen hier irgendwas rein, wenn ich hier schieße, was sich irgendwie beschwert, so Nachbar oder sowas? Wir sollten uns vielleicht mal Masken kaufen. Auf geht's. Warte mal. Was, warte mal? Ich kann die nicht in die Hand nehmen, die Waffe. Ja, du musst sie dir in Ohr stecken. Und du Ohrschläger. Ja, komm, steig ein. Das kannst du im Auto auch noch machen. Ja, geht nicht. Ja, klar geht, das ist einfach so zu blöd dafür. Ja. Das ist einfach so in die Kurve, so ein Baguette einfach, weißt du? Was für eine Kurve hat eigentlich ein Baguette, wenn ich mal so überlegen darf? Null, ne? Weil Baguettes haben ja eigentlich kein Gehirn, das heißt, die können ja gar nicht denken. Das heißt, du hast sehr schlau. Eine IQ von 0. Oder? Ja, oder geht schon. Man bei IQ sogar ins Minus? Also vielleicht hat ein Baguette so ein bisschen. Weiß ein Baguette eigentlich, dass es ein Baguette ist? Also so, ist es self-aware, dass es ein Baguette ist? Oh, Digga, würde mich wirklich interessieren. Ich bin verwirrt. Schau mal, du packst so ein Baguette in den Ofen. Weiß dann der Ofen, dass das Baguette da drin ist und weiß das Baguette von sich selber, dass es jetzt im Ofen ist? Fragen über aber, Fragen. Aber weiß das Baguette, dass es dann braun werden muss? Die fahren ohne Dafall, erstmal Dafall zupfen. Oh ne, ich glaube hinter uns ist ein Polizist gerade umgedreht. Ist ganz schlecht. Ja, der gibt gerade Gras, fahr mal rein. Ja, warte, wir fahren hier rein. Die sehen das nicht. Nee, komm nochmal rechts. Das ist der Sound auf die Spende. Ich glaube, ihr habt ja Hallos, Alter. Nee, das rote Fahrzeug ist ein Polizeifahrzeug. Das ernsthaft? War nämlich hinter dir her. Steht an der Ampel. Also aber nicht hinter mir war keiner, ja, glaube ich. Das sind die angefahren sind, wo du nicht mehr gesehen hast. Hier ist eine eingezeichnete Straße, wo ich drauf fahre. Ich sag ja, das so hat viel. Aber eine ganz, ganz fiese Kante. Guck mal da runter. Eine sehr krasse eine Kante hat das hier. Die Lekante. Eine Kante. Der wartet hier in der roten Ampel, bis der nicht grün wird, ne? Merkst du das? Und fährt einfach. Aber ich glaube auch nicht, dass das so einer ist. Oh nee, ist. Warum fahre ich genau jetzt los, Alter? Ach gut. Aber er fährt vorbei. Er lässt uns in Ruhe, das ist gut. Noch. Warte, ich frag das mal den Motorradfahrer. Den Motorradfahrer davon sicher kriminell, Alter. So fahren einfach mal hinten rein, dann muss er eh anhalten. Stimmt, einfach mal hinten rein, ballern. Ja, hallo? Ah! Hallo. Schlechte Reifen. Entschuldigung. Hier eine Frage. Ja, grüß Gott. Servus, aber der Uzi. Und zwar folgendes, wisst ihr, wo man Drogen herbekommt? Wo ist denn Drogen. Also warte Geld kurz. Und wenn ja, wie mache ich das? Und wenn ja, wie komme ich dorthin? Keine Ahnung, wir sind keine Drogendealer, wir sind nur Mopedfahrer. Ja, aber wie komme ich das da? Ist egal, wir sind auch keine Drogendealer, aber sag's einfach. Nicht. Ja, selber genau wissen wir's nicht. Wir kann ich Geld waschen? Gerade einmal einen Monat ungefähr da. Kann ich Geld waschen? Wie einen Monat. Achso, sie haben jetzt einen ganzen Monat lang nichts mit Drogen zu tun gehabt. Nein, mit Drogen, wir sind ja keine. Achso, was machen sie denn? Aber sie fahren doch ohne Kennzeichen da drüben links. Ah, hallo, ja, hallo, ich habe ein Kennzeichen. Also ja, der ganz drüben links habe ich doch gesagt. Der Ander. Der, das ist. Hallo. Aber der. Wo
Grüßi! Ja, das ist da vorne drinnen, wenn es genau schauen ist, da ist Kennzeichen. Geht am Licht, was ich gebe. Wissen Sie zufälligerweise, wo man Drogen herbekommt? Ne, Spaß, war nur Spaß, ne? Kleiner Joke. Ja, Nein, Spaß, wir fahren wieder. Aber warum haben Sie denn so eine dunkle Scheibe? Da kann man ja gar nichts sehen. Der hat kein Kennzeichen da vorne. Der Motorradfahrer hat kein Kennzeichen. Der Motorradfahrer hat mich fast ausgeraubt ohne Kennzeichen. Der hat mich ja angehalten und mich hier reingesetzt. Das ist so ehrenlos. Warum ehrenlos? Das ist er weggefahren. Ich glaube, er hat eine Waffe. Wir sind auf Sicherheit bedacht. Wirklich auf Sicherheit bedacht, aber was soll denn das da hinten? Werden wir da verfolgt oder ist das... Das ist doch der Motorradfahrer. Alter, wir werden gerade verfolgt, das ist aber blöd. Warte mal, bremse mal. Halt mal, warum? Warum? Entschuldigung. Hallo? Der Motorradfahrer war das ohne Kennzeichen. Wir wurden doch bedroht, hä? Was ist denn jetzt los? Was haben wir denn jetzt schon wieder gemacht? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Eines weiß ich, ich habe heute noch keinen Big Tasty gehabt und ich bin sehr traurig darüber. Ich hab Hunger. Das ist süß. Ich mach mal Motor aus. Das ist aber auch eine wilde. Ich wusste nicht, dass sie hinter uns her sind. Ich dachte, sie suchen die Motorradfahrer. Boah, was ist denn los jetzt? Irgendwas ist halt. Vier Autos? Was haben wir denn gemacht? Ja, Motorradfahrer halt. Die haben uns sicher die Polizei gerufen oder so. Keine Ahnung warum. Aber das ist wild gegen die Einbahn. Die Fahrtrichtung. Eine Vorbahn ist das. Eine Vorbahn. Aber der. Eine Bohrvorbahn. Vorbeigeknopf gegenfahren von uns und hat erst blau ich dann gemacht. Es sind da die zwei Motoren dabei gestanden bei dem Auto. Ja. Guten Tag. Ja. Meine Fensterscheibe geht nicht runter, habe ich das Gefühl. Sagen wir, fahren einfach weiter. Du hast keine Fensterscheibe mehr, möchte ich dir kurz erwähnen. Ja, außer links, ne? Grüß Gott, die Herren. Guten Tag. Aber der, ey. Was war das da gerade? Der Motorradfahrer hat uns fast ausgeraubt und er hat halt gefragt, wo man Drogen herbekommt und ich habe gesagt, ich weiß es nicht und da ist er weggefahren, wie sie gekommen sind, zum Glück aber. Aber ja, sie haben den falschen, sie hätten den Motorradfahrer hinterherfahren müssen. Ja, beim Motorradfahrer habe ich leider keinen Grund gehabt, aber warum fahren sie beim Gehsteig weg? Doch, da haben sie Grund gehabt, der hat kein Kennzeichen drauf gehabt. Das habe ich leider nicht gesehen. Ja, der wollte uns fast schon ausrauben. Ey, wir hatten so Angst und deswegen sind wir ja... Da kommt er, da ist er! Der ist kriminell! Wo ist er? Das ist ein Krimineller, hinter euch. Hinter euch? Das sind beides Kriminelle. Er hat nämlich kein Kennzeichen! Einen Scheiß wollten wir! Warum sollst du Drogen kaufen? Wir fahren nicht mehr ohne Kennzeichen. Die Herren, bitte, ihr bleibt kurz einmal rück, dass ich... Ja, natürlich. Das war der Typ mit der Käppi war das. Also mit dem Helm. Ja, wir werden das Chaos legen. Der ja. hat gefragt, der hat uns was ausgeraubt, Alter. Ich hab ein bisschen Angst vor jetzt. Ich hab überhaupt keine Angst, wir sind doch im Recht, wir haben nichts gemacht. Naja, du bist ja fast ausgeraubt. Ich hab Angst vor den Motorradfahrern. Ach so, ja, passiert. Ich muss scheißen. Lass laufen. Einfach laufen lassen, einfach die Tüte machen. Die Herrschaften im Auto bitte mal kurz aussteigen und da hinten rechts auf den Bürgersteig. Ja, sehr gerne, aber nicht schießen bitte. Achtung, die Tür geht links auf. Auf den Bürgersteig. Vorsicht, Tür geht auf. Genau. So, der Letzte, erzähl uns mal bitte mal, was genau passiert ist da. Ja, wir haben da angehalten, ne? Wollten die uns an der Ampel anhalten, dann kamen die und haben so gefragt, ey, Jungs, wie sieht das aus mit Drogen und so? Haben die gefragt. Haben die zwei Herren auf den Motorrädern da gesagt zu ihnen? Ja, der ohne Kennzeichen mit dir, mit der Supermoto war das. Okay, der hat so gefragt, wo es so Drogen gibt und wir haben gesagt, wir wissen es nicht. Und dann die haben hat gesagt, die sind nicht so lange hier und die würden gern wissen, wo man Drogen herbekommt oder sind, anbaut. Ja. Die hat noch kein Glück anscheinend, keine Ahnung, aber wir sind nämlich Bürger, Alois möchte noch Bürgermeister werden. Ich möchte noch Bürgermeister werden, ich habe Robert möchte Robert möchte Baseballer werden oder so. Okay. Wem gehört das Fahrzeug, auf wen ist es zugelassen? Auf die Ingrid. Ja genau, Ingrid, wir waren bei Bürgermeister, weil unser, der Kumpel, hier musste ja seinen Ausweis neu beantragen, wissen Sie vielleicht. Und da ist der Drucker ist hochgegangen, weil der falsche Druckerpatron dran stand. Genau, und dann hat durch die ganzen Stress und Heiterkeit hat der Bürgermeister zu Ingrid gesagt, dass wir ein Auto brauchen. Und das war nicht der Bürgermeister, das war der 1, hieß der. 1, das sah so ja aus, stimmt, er hat sich als 1, also sein Name war 1, hat er zu uns gesagt. Also, ach, vielleicht heißt der Heinz und ich habe 1 verstanden. Das kann auch sein. Vielleicht heißt der Heinz, weil 1 ist schon komisch.
Kennen Sie einen Heinz, der da bei diesem Bürgeramt, wie heißt denn das Ding nochmal? Hofburg. Hofbräuhaus. Hofburg. Ja, irgendwie sowas, ja. Hofburg. Ja. Da war einer, der war ein bisschen, was soll ich sagen, so vom Gemüt her ein bisschen schlecht war drauf. War ein Wiener. Er war schlecht drauf, ja. Mhm. Und wie gesagt, mein Kumpel da, der wollte ja, oder hat einen neuen Ausweis gebracht, weil den haben sie im Flieger geklaut. Mhm. Und, geklaut. Und dann hat er, ist erstmal zu Ingrid gerannt. Ich weiß nicht, wer die Ingrid ist, aber er meinte, Ingrid, wir müssen was drucken. Und nachdem dann ist er, dann der Drucker hat dann gebrannt, dann kam die Feuerwehr, das kann man bestimmt nachkontrollieren in Einsatzstatistik oder so. weil wir so aufgebracht waren und nicht wegkamen und die Rettungskräfte uns natürlich nicht als Taxi mitnehmen konnten, was ja verständlich ist, hat die Ingrid uns dann das Auto da gegeben. Die hat gesagt, hier, Schlüssel, nehmt. Haben wir natürlich nicht weiter nachgefragt. Und jetzt wollten wir eigentlich in die Stadt fahren, um uns erstmal zu erkundigen, wie das alles hier läuft, wo ich mich als Bürgermeister bewerben kann. Kommst du bitte zum Punkt? Das war der Punkt. Aber der Kollege wollte doch schreiben. Der Punkt war, wem das Auto gehört. Ja, der Ingrid. Haben wir doch gerade gesagt. Ja, Ingrid wer? Die erklärt auch immer in die. Wir haben keinen Nachnamen mitbekommen. Wenn wir nur ausbauen dürfen. Und dann fragen wir bitte den Auto annehmen, ist mir egal, verwenden müssen sie hinterfragen, wem das Auto gehört, einen Zulassungsbesitzer. Aber können Sie das nicht verstehen? Könnte auch das Auto von Robert Kratki sein. Und einen Nachweis mitführen, dass das Ihnen Entschuldigung, der Ingrid oder was denn? Ich möchte nicht unhöflich sein, ich verstehe Ihre Arbeit, aber können Sie das nicht verstehen, wir waren im brennenden Gebäude, wir waren aufgeregt. Da haben wir einfach nicht drüber nachgedacht, zu hinterfragen, wem das Auto gehört. Wirklich hoch. Wir waren einfach dankbar, dass die Ingrid uns das Krone Auto Hit! Hat. Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja, natürlich. Mhm. Wer war denn der als erstes? Sie drei oder die Motorradfahrer bei der Kreuzung vorn, wo das Chaos war? Wer waren da zuerst, bitte? Zuerst die Motorradfahrer. Das weiß ich gar nicht mehr. Die Motorradfahrer waren zuerst. Die Motorradfahrer. Ja. Und wir haben dann einen Abend angehalten und haben die uns angequatscht. Ja, die haben euch angequatscht. Jupp. Ja. Okay. So, Lele. Passt. Kollege, überprüfst du bitte mal Zulassungsdaten vor dem Fahrzeug hinter uns? Natürlich. So, wer ist denn der Autofahrer? Sieht der Herr im Violett, könnte man bitte den Führerschein von Ihnen haben? Der müsste im Auto liegen. Im Auto liegen? Jo. Wo im Auto liegt er? Schließfach. Ich könnte sie gerne bringen, aber... Bitte, ja. Ich hätte noch eine andere Frage. Ja, bitte. Wie schaut denn das aus? Wissen Sie, dass man Auto. Wissen Sie, wie man Auto fährt? Oder wann man Auto nicht mehr fahren sollte? Das Fahrzeug ist im Register nicht vorhanden. Das Fahrzeug halt. Ja, das ist natürlich schlecht. Schäden. Für die Ingrid. Du, Entschuldigung! Freddy, kannst du mir kurz helfen? Was? Und Alois? Was ist denn los? Findet ihr meinen Führerschein da drin? Ich habe eigentlich gedacht, nein, du warst doch deinen Ausweis haben, dass du den Führerschein vorzeigen musstest, um abzugleichen, dass du das bist. Stimmt. Und der ist doch mit verbrannt. Stimmt. Kann ich kurz mit denen rennen? Ja, warte, ich schaue sonst, es ist da drin. Geh mal irgendwo. Wieder weg, gell? Ich such den kurz. Sie brauchen die Rettung oder Werkzeug, der Sicht verschwommen? Ich bin mir echt sicher, dass der mit brauchen verbrannt ist. Weiß ich nicht. Ja. Der müsste da drin sein in dem Kästchen da. Jetzt geht's nicht mehr. Och, wie hieß der? Komm, aber zum Rüberrutschen. Oh, du schaust aber auch nicht gut aus. Könntest bitte Rettung rufen für den Mann? Kann man mal trinken oder einfach was zu essen da? Ich glaube, der kann ihn auch gleich geben. Mein Kumpel geht nicht so gut. Der schwankt aber wirklich. Ach Leute, wie ging das noch mit Shift? Du hast nichts gefunden, oder? Negativ, schaut schlecht aus. Ja, ich glaube heute wirklich. Jetzt mache ich einen richtig blöden. So einen richtig blöden. So, die Rettung ist einmal informiert. Setzen Sie bitte da mal hin. Brauchen Sie essen oder trinken? Ein blöder Eindruck da. Haben Sie? Nee. Sind Sie nicht, dann geh ich. Du Alois, vielleicht findest du den. Soll ich mal gucken? Darf ich mal such durch, ja. Schau mal. Du Freddy, findest du den im Kofferraum? Also wenn ich jetzt da so kram, aber was ist denn da für die Ingrid? Einfach im Kofferraum. Kramen vielleicht. Dann hat die Hand. Aussteigen, wenn nur einer einsteigt. Lippenstift?
Dann hat ihn Backup. Dann hat ihn. Hä, was wir tun noch nichts. Dabei? Aussteigen geht schon. Wir tun doch nichts. Na, wir tun. Hallo, wir suchen den Führerschein. Wir suchen den Führerschein. Die Herren, die steigen. Wir suchen den Führerschein. Darf ich noch kurz kramen? Die Zündung aus. Der Wagen ist aus. Ich suche den Führerschein. Dann haben wir. Was hat denn die Ingrid da alles gemacht? Das Fahrzeug festgesetzt. Da ist ein Papier, warte mal, ein Papier. Nein, das ist. Ich wollte nicht wegfahren, also ich suche wieder den Führerschein. Alles cool. Also ich sehe hier vorne. Ach, leid, nee. Und es ist ja vielleicht hinten drin, das könnte sein. Warte mal, ich suche mal hinten. Aber ich würde jetzt wieder aufsteigen. Ah! Bleiben wir mal kurz sitzen. Okay, dann bleibe ich sitzen. Ich wollte wirklich. Da ist er! Soll ich aussteigen? So, Achtung, Vorsicht. Anna, das ist der Ausweis, gell? Haben Sie den Führerschein jetzt nicht dabei? Ja, B-Klasse halt. Ausweis B-Klasse. Ihr Games wird immer was haben. Jo. Hätten so. Brauchen Sie Rettung? Ja, Rettung ist informiert. Ist schon informiert, na passt. Haben Sie bekommen? Jetzt haben Sie meinen Personalausweis, gell? Jawohl. Hier ist das Auto festgesetzt, ich bin nicht mehr weggekommen, Leute. Ich könnte mal suchen gehen. Ja, ist ab. Ne? Oh, schaut schlecht aus. Also, ich habe jetzt keinen Führerschein dabei. Es wirkt ja wirklich blöd. Es wirkt blöd. Ich könnte noch mal suchen. Herr Robert Rutschig. Na, das ist es nicht. Hast du meinen Führerschein jetzt, oder? Nee. Irgendwie, ich finde meinen Führerschein nicht. Der ist dann auch wohl untergegangen. Ja, wissen Sie, wie folgendes passiert? Mein Ausweis ist ja heute auch schon flöten gegangen. Ja, Rettung. Hallo. Die Geschichte ja. Habe ich schon zweimal gehört. Ich weiß, ich glaube, das ist der Führerschein mitgekommen. Ich habe 100 pro Führerschein gemacht, das weiß ich. 100%. Ja, das haben wir dann gleich in der Datenbank schauen, ob das stimmt. Und deswegen sind wir nur Beifahrer, weil wir haben extra nur ihn fahren lassen, weil er hat den Führerschein. Na, ich habe einen fahren lassen im Auto, aber es hat doch nichts damit zu tun, dass ich keinen Führerschein habe. Schauen wir mal bitte, dass wir mal das T-Shirt ausziehen können. Genau, einfach mal das T-Shirt ausziehen da hinten. Meins? Mein Name ist Steiner, ich bin der Leitner, oder? Ausweis bitte vorhin. Ich würde meins auch ausziehen, wenn es was hilft. Ich würde mich auch gerne ausziehen. Ausweis geben Sie bitte, Sie brauchen das T-Shirt nicht ausziehen. Mein Ausweis, warten Sie mal. Hab ich's? Ja, wie gesagt, ich finde jetzt meinen Führerschein gerade nicht. Schauen Sie mal, haben Sie gesehen? Alex Brucker, ja? Ist ja, auch Alois. Er ist eigentlich Alois, ist was kaputt gegangen. Alois. Ja, ja. Aha. So, die Herrschaften, dann bleiben Sie bitte kurz zurück. Gleich ist kurz mit unserem System und bin gleich bei Ihnen. Ja, freilich. Kein Problem, alles, kein Stress. So. Nimmst du mal bitte einen Blutdruck und einen Pulsar SpO2? Ja, SpO2. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dann Reizdarmsyndrom. Ein Reizdarmsyndrom. Ja, ich hab der pupst ein bisschen. Und letzte Woche hat er erst einen Prolaps gehabt, gell? Ah. Ist ein Prolaps. Ich aufschau. Das ist bei ihm normal. Unter 180 macht er gar nichts. Das stimmt, aber er ist schon eingestellt auf Tabletten, also alles gut. Nimmt er blutverdünnende Medikamente? Ja, alle. Okay. Achso, nein, nicht. Entschuldigung, ich dachte, du nimmst ihn noch. Von 81 zu 54. Das ist ein bisschen niedrig. Ist ihnen schlecht oder schwindelig? Ja, schwindelig. Ihm ist immer schlecht. Ziehst mal bitte 2 Milligramm Naloxon auf, ich steche dabei am venösen Zugang. Ja, ich such gerade was. Was ist denn das Menü hin? Ah, hier, Emotes. Ist aufgezogen. Ja. Was haben die für Emotes? Custom Emotes. Okay, das nehmen wir mal nicht. Wird schon alles gut. Ja, bringen wir den wieder hin. Ey, die Motorradfahrer machen Unfälle, schaut euch das an. So. Die hauen ab! Hinterher! Fahrt's hinterher, Jungs! Mit 2 Milligramm kannst du gleich mal reingeben. Jetzt will ich kurz noch mal ein bisschen noch mehr schwindelig werden. Oh mein Gott, wie ich da stehe. Ah, das geht gleich. Oh, nee, lieber nicht. Was war das? Er macht einfach mal den Play. Ich bin fast nach hinten gefallen jetzt gerade. Ja, ich hatte Angst. Was ist das? Mit Blutdruck werden wir jetzt auch gleich wieder besser. Custom Dick Circle Dab Cryptwalk. Oh, den haben sie auch. Gott, Jungs. Gar nichts gemacht.
Ich hänge ihn sicherheitshalber nur noch eine EKG an. Chess, das ist ein für meine Vorsichtsmaßnahme, weil ich will denn sie jetzt nicht entlassen und sonst irgendwie das gute alte Elektrokardiogramm. Ey, ja, viele Custom-Sachen. Alter, 400 Custom-Emotes, Alter. Lecco mio. Kannst du mal bitte ein... Ja, machen wir einen 12-Kanal. Ein 12-Kanal, ja, perfekt. Passt. Also erstmal Ampharing AP. Ja gut, das... Alter, was haben die alles? Dankeschön. Was habt ihr angeleckt? Ein 12-Kanal EKG. Ja, angelegt. Okay. Angelegt. Macht ja. Man das so? Ja, das ist. Angelegt und angelegt. Ach so, Entschuldigung, ich hab's auf den Ohren manchmal. Ist schon gut. Ja, da ist sehr viel Stuff drin. Jetzt habe ich den Spitznamen vergessen. Scheiß Freddy. Ah. Das ist too many Glockies. Das ist leider sein richtiger Name. 159 Puls, aber 854 Blutdruck. So, Herr Blutdruck, nehmen Sie den Ausweis zurück. Oh, vielen Dank, Dankeschön. Die Kniergänger. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen was gegen die gegen den hohen Blutdruck. Sie kriegen jetzt 1 Milligramm Fentanyl von mir. Ah, so, Herr Rutsch, das Problem ist, dass ich in die Kniergängern genau nachvollziehen kann, wenn ihr Fahrzeug gehört und dass sie keinen Führerschein vorweisen können und dass keiner im System vermerkt ist bei Ihnen jetzt einmal, ja? Okay, ich habe auch keinen hohen Blutdruck. Vorweg, Sie müssen jetzt nichts dazu sagen. Blutdruck ist das nicht, 80, 54. Wenn Sie was sagen, mir was gegen den hohen Blutdruck. Ah, Entschuldigung, dann habe ich mich versprochen. Also, Entschuldigung, ja. Achso, ich vor Gericht gezogen dafür. Belassen. Haben Sie das mal soweit verstanden? Habe ich verstanden, ja. Okay. Wunderbar, dann wird man Sie jetzt bitte mal mitnehmen. Die 160. Und die Motorradfahrer natürlich auch. Und dann klären wir das auf beim Schwede-Bild. Okay. Da haben wir dann ein bisschen unsere Ruhe. Und können das wir machen so, schauen wir, dass wir hier fertig werden. Okay, das ist doch eine ärgere Zeit. Aber mit schauen wir, dass wir ins Krankenhaus kommen. Bitte? Das heißt, ich komme einfach mit Ihnen und dann klären wir drüben oder wie? Es war gut, dass genau, wir ein EKG machen dann wollten. Bei uns auf dem Polizeirevier, okay. Weil da haben wir unsere Ruhe und auf der Straße stehen. Okay. Passt, der Kollege wird sich noch einmal abtasten, um irgendwo Spitzes dabei. Es ist so, dass wir jetzt ins Krankenhaus fahren werden. Ich bin der Einzige, der spitz ist, aber sonst habe ich nichts dabei. Sehr hoch ist und in niedrig, Blutdruck ein bisschen so, niedrig. So, bitte, umdrehen. Das werden wir Achtung, ich taste jetzt ab, Sie haben auch Medikamente von mir bekommen, ja, das heißt, Sie müssen sowieso ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, wie Sie weit in diese... Die Munition, die Munition vergessen. Die könnten Sie bei mir abschließen, Problem. Okay, der ist nicht mit, das was auch immer. Ja, nein, also ich würde ihn gerne nicht hier alleine lassen. Die Brechstange werde ich Ihnen zu unserer eigenen Sicherheit abnehmen. Sie können natürlich ruhig mitfahren mit dem Herrn ins Krankenhaus. Die kriegen Sie. Also aber die ist ja nicht spitz. Also ich darf gehen bei mir. Ja, trotzdem Sicherheit. Und warum haben Sie Polizeipistolen und Munition mit? Gerne vor dem Wärter. Munition habe ich mit. Achso. Hier ist ja Munition. Haben Sie so viele Leute reden? Das ist vom Motorradfahrer. Wie kann das sein? Ja, weil der die rausgeschmissen hat aus dem Motorrad. Okay. Der hat seinen Sacker liegen lassen. Ah, okay. Die werde ich hier nochmal abnehmen, ja? Ja, natürlich. Wo ist das vom Motorradfahrer, Sackerl? Ja, okay. Ich sag, der hat ja, das war ja ganz komisch, der hat mich damit ja aus dem Auto gelockt. Der hat einen Sackerl liegen lassen und gesagt, post dir und dann ging es ja los. Mit die Sackerl. Haben Sie Handschellen mit? Herr, was? Wir wären jetzt dahin, wir schleppen. Haben Sie Handschellen mit? Das war in der Motorradfahrer-Wundertüte drin. Das war, ich wusste gar nicht, was ich da aufhebe. Wurde der MTC schon gehoben für das Auto. Okay, sehr gut. Der Motorradfahrer hat mir eine Wundertüte vorbereitet und das war das Problem. Freddy, wo bist du? Also ich habe mich, hab mich davon leiten lassen, dass ich der da... Der Herr ist soweit sauber, er hat Handschellen mit gehabt, eine Brechstange und so Wundertüte. Die Motorradfahrer-Wundertüte. Ach, die nimmt die jetzt auch mit? Nein! Ist das lustig? Sorry, Alter. So, der Herr, Sie kommen mit mir bitte, ja? Ich gehe hier aufs Revier rauf. Okay. Was? Wo steige ich ein? Sie steigen bitte hinten im Fahrzeug ein. Okay. Ja, ich habe das jetzt zum ersten Mal erlebt, dass mir ein Motorradfahrer eine Wundertüte fertig macht auf der Straße. Das war nicht so schön. Okay. Ja, passt. Ja. Die Motorradfahrer-Wundertüte. Sorry. Ja, weißt du, wie die da einfach drin gesessen sind, aber mitkommen? Ey, ich hoffe, die haben... 6 Zufahrt, LPD Wien.
ich hoffe, der hat die Waffe nicht gefunden, ne? Weil ich habe keinen Waffenschein. Oh, eigentlich hätte Alex das nehmen müssen, weil Alex hat einen Waffenschein. Alex hat sich das ja gekauft, den Schein. Mein Gott, ey, bin ich blöd. Ja, wo fahren wir denn hin? Wir fahren zu einem anderen Speedy. Ja, gehen wir auch schnell, dass wir da einsitzen, ne? Ging ja aber richtig schnell. Dankeschön an Jobert, J19er, Elias, Alte Knacki, Dario Black und Erik Novak fürs VIP werden. PCW teilweise auch gesubbt hier, Leute. Danke nochmal Ronny für 90 Cent und 5 Euro vorhin. Vielen, vielen Dank, Ronny. Ich küsse dein Herz. Und salzige Pommes. Geh steht für gönnen. Kannst du mich grüßen? Heißt Neo. Ich grüße den Neo, natürlich. Danke nochmal an salzige Pommes. Scheint einfach zweimal dasselbe. Vielen, vielen Dank aber trotzdem. Bachelor Julia, danke fürs Resubben. Und Magda Lumpa, ich. Ah, jetzt erst. Ohne E würde Europa alt aussehen. Uropa. Oh mein Gott. Pathologen sind richtige Aufschneider. Wenn es ums Sprichwort geht, weiß ich, wie der Hase weht. Liebe Grüße. Danke, Magda Lump. Na, auch wieder am Start. Schön, dass ihr hier wisst. Wir sind gerade in der komplett anderen Zentrale, ne? Guck mal, wo wir gerade sind, Alter. Achso, ich bin wieder angeschnallt hinten im Kindersitz. Genau. So, der Moment. So, Sie folgen mir bitte kurz den Verhörer. Natürlich, natürlich. Dankeschön. Ist jetzt Aussage gegen Aussage, gell? Die anderen kommen jetzt auch mit. Ja, genau. Es werden jetzt beide Seiten. Okay. Ah. Meine Seite kennen wir schon. Ja, ja, das, trotzdem muss das nochmal. Ja, ja. So, bitte einmal links rein, genau, da. Ich kenne mich da nicht aus. Achso. Ich war ja noch nie. So, mein erstes Mal, dass ich hier bin. Okay. So, dann kommen wir uns einfach mal mit, bitte, mit mir. Na, andersrum. Also, ganz schön dunkel hier drin. Und dann gehen Sie mal bitte da hinein. Und dann können Sie drin warten, gell? Okay. Ich sehe aber, ist das normal, dass hier drin so dunkel ist? Ist normal, ja. Das ist ein abgedunkelter Raum. Sie sehen den Tisch. Okay. Ist es abgedunkelt, das ist ein Verhörraum. Ja. Können Sie kurz Platz nehmen? Okay. Der Kollege kommt gleich, gell? Okay. Wiederschauen. Tschüss. Ist aber echt dunkel, dunkel hier drin, Bruder, Alter. Da muss ich richtig Angst haben da drin, dass nicht gleich irgendwo Geist aus dem Zimmer kommt. Pff. Richtig dunkel. Brie. Matthias Runkowski, hey, wie geht's dir? Das ist aber nicht 3.0, oder? Weil die Grafik sieht der Hammer aus. Ich habe bei mir an der Grafikmod was geschraubelt ein bisschen, die letzten Dings. Aber die haben auch am Mapping und so viel gemacht. Und ich habe jetzt die haben andere Straßentexturen drin. Und ich habe bei mir die Bäume jetzt drin. Von NVE habe ich die Bäume gerade drin. Deshalb sieht es auch ein bisschen anders aus. Und vielleicht, weil die halt ein anderes Wetter immer haben, ne? Weil du merkst, es ist so ein bisschen neblig und so. In dem Österreich hier. Keine Ahnung. Oh, jetzt muss ich aussagen, ja, Alter. Ich wusste ja nicht, dass das so schnell geht. Ich habe die Waffe nicht mehr. So, grüß Gott. Hallo. So, das ist jetzt ein bisschen ruhiger, kann man es ruhig unterhalten. Natürlich. Kurz nochmal, so, soll ich noch da bleiben? Nein, Sie können gerne dabei. Passt, dann der Herr, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ebenfalls, wieder schön. Und passen Sie auf auf Sie. Ja. So, Dele. Also jetzt erklären Sie mir bitte nochmal ganz genau. Also das mit dem Brand und mit dem Führerschein habe ich schon verstanden, ne? Das müssen wir noch schauen. Aber wie ist jetzt genau die Situation an der Ampel war, ja? Also wir sind mit dem Auto hingefahren und dann standen die da und dann war dieses komische Gespräch da mit dem, mit der Wundertüte und dem, wo man halt so Grünes herbekommt und so Sachen. Mhm. Ja, und oh, jetzt habe ich mich. So. Und ja, dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich weiß es halt nicht. Und der Kollege war halt auch da und die haben halt so gemeint, ja. Weil sie sind noch nie so lange da, sie würden halt gerne wissen, wo man das so herkriegt, so. Und da habe ich gesagt, ja, wir wissen es halt nicht. Und dann ging es halt los, dass der so ein bisschen gedroht hat. Keine Ahnung, okay, ob er uns überfallen wollte mit seiner Wundertüte, ich kann es nicht sagen. Von wo sind Sie gekommen? Von Osten. Ja, wo waren Sie vorher? Sind Sie nur rumgefahren? Oder die waren im Westen, ja, ja. Ich bin ein bisschen rumgefahren und war dann an der Ampel dort bei denen. Die Ampel war rot, habe gehalten und dann haben die halt angesprochen, so. Okay, warum war Ihr Fahrzeug so demoliert, die Scheiben eingeschlagen und eingeteilt? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist ein geliehenes Fahrzeug. Ich habe den so bekommen.
Sie haben den so bekommen, vor... Ja. Von wem nochmal? Von dieser Ingrid. Ingrid, okay. Passt. Ich schau noch kurz zu den Kollegen aus und zu den anderen Herrschaften, bin dann gleich wieder bei Ihnen, ja? Jawohl, dankeschön. Essen und Trinken, haben Sie genug? Jojo. Jojo, ausreichend. Wenn es gibt, ist ja einer von der Tür dann ein Inspektor. Jawohl! Genau, Platinite RP spielen wir. Also wer wissen will, wie der Server heißt? Platinite RP. Mit Whitelist, Leute, mit Whitelist. Da könnt ihr raufhuppeln, wenn ihr wollt, wenn ihr RP spielen wollt. Oh, das ist eine Miezen, hallo. Da hat die Miezen bei mir. Aber ey, das geht jetzt richtig schnell, dass ich hier sitze. Wer hätten sich das gedacht? Ich wollte eigentlich... Aber ey, die Waffel, ne? Die Waffel hat er jetzt... Aber er hat mir die Sachen nicht abgenommen. Warte mal. Hat er mir die Patronen abgenommen? Die Handschellen habe ich noch. Ja, die Patronen hat er mir abgenommen. Okay. Fair. Den Dietrich hat er mir auch nicht abgenommen. Ja, der ist auch legal, finde ich. Ausweis. Robert Rutschig, neue Information. Ja, das ist auch schon gut gemacht. Echt, das Inventar gefällt mir gut. Ein schönes Inventar. Kurze Frage, was ist AMS? Das ist wie Hartz IV. In Österreich sagt man AMS. AMS, Arbeitslosengeld. Wie gesagt, wir sind ja in Österreich. Kostet RP? Nö. Ja, yeah, ist gratis. Wichtig, Whitelist bis morgen geschlossen. Gut zu wissen. Ist aber auch eine gute Sache, weil so kommen auch jetzt nicht Leute rein, die irgendwie reingehen und trollen oder so Stuff, ne? Weil jetzt sind nur Leute gerade drin, die halt gewitelt sind. Aber es ist halt cool, weil der Server ist halt echt nicht schlecht, das ist echt gut. Deshalb, ich habe jetzt nach einem Österreich-Projekt gesucht, weil ich schon lange nicht mehr auf dem Österreich-Server gezockt habe, ich wollte mal wieder. Und das war halt so der Server, der mir am positivsten aufgefallen ist und habe ich halt angefragt, ob wir drauf streamen können. Und gut, in der Regel stand eh, dass wir streamen dürfen. Aber trotzdem nochmal nachfragen, weil man weiß ja nicht, wann ich, dass du dann drauf streamst, sondern sagen sie, wollen sie gar nicht. Und ja, ich finde es ja echt cool. Vor allem, es ist ja auch nicht so, dass ich hier gestreamt werde und es ist halt richtiges RP auch, ne? Ist schon cool. AMS ist Arbeitsmarktservice, genau. Aber wenn du vom AMS Geld bekommst, dann ist das halt, ja, Arbeitslosengeld. Also Hartz IV. Bruder, aber hier ist es echt dunkel drin. Wirklich dunkel, Alter. Einfach dieses kleine Lämpchen da oben, weißt? Ein kleiner Furz, der hier alles beleuchtet hier. Ich sitze da. Aber Hauptsache, ich bin sehr beleuchtet, ne? Hauptsache, ich werde hier schön rein beleuchtet. Das ist eine Hardcore-Whitelist. Also ich habe mir so die Regel angeguckt. Es ist so ein Misch zwischen... Also es ist, ich muss sagen, mir hat das auch deshalb gefallen, weil es so ein bisschen wie RLO ist von den Regeln her. Es ist sogar ein bisschen weniger Regelung als bei RLO, aber vom RP her haben sie dasselbe. Dass es zwischen Hardcore ist, aber dann auch wiederum ein bisschen softer. Es ist so eine Mischung, weißt du? Und ich finde beim RP, bei so Servern ist es saumäßig wichtig, dass du so eine gute Mischung aus beiden hast. Weißt du, dass du nicht allzu ernst bist, aber trotzdem ein bisschen Realismus drin hast, dass es halt, ja, halt RP halt ist, ne? Und dass es nicht schlecht gespielt ist. Ist dann Server, wo Pay to Win ist. Also ich habe bis jetzt nichts gesehen, wo du in-game was kaufen kannst. Also wüsste ich nicht. Aber spielst du nicht auf AX? Ich war früher auf AX, aber AX ist mir zu ernst geworden. Vor allem, die haben so oft jetzt mittlerweile ihre Leitung, Projektleitung gechanged. Das ist halt auch nicht mehr so, wie es halt mal früher war. Früher habe ich echt gerne auf AX gespielt, aber ich glaube, jetzt würde ich nicht mehr drauf spielen wollen. Aber gut, da gab es auch dieses Ding, ich wollte ja mal auf AX zum Testen drauf gucken. Ich wollte dort gar nicht irgendwie aktiv spielen und da wurde ich dann auch nicht mehr drauf gelassen, weil halt die Devs irgendwie gechanged wurden und ja. War halt dann auch nicht so nett, weil sie halt auch Assets benutzen, die ich damals für AX gemacht habe. So Stuff, ne, so richtig so ein bisschen komisch. Aber ja, ich habe mir, also AX ist mit der Zeit leider sehr in dieses ernste Hardcore-RP reingerutscht und das ist sowas, was ich so nicht so fühle. Muss ich ehrlich sagen. Deshalb zocke ich lieber auf dem Server hier, da ist so. Es ist halt diese Mischung wie auf RLO. Weil wir sind auf RLO ja auch kein Hardcore-Hardcore-Server. Wir sind auf RLO auch eine gute Mischung und ich finde, das macht's halt aus, ne? Dass wir schön gute Mischung haben.
Weil wenn es zu ernst wird, muss ich ja sagen, und auf RLO hatten wir das schon, vor allem beim PD wurde es schon zu ernst, deshalb das Changen wie auf 3.0 sehr viel wird das gechanged mit den Regeln und so. Wenn es zu ernst wird, macht es auch keinen Spaß mehr. Wie zum Beispiel dieses, ja, du darfst kein Fahrrad fahren, wenn eine zweite Streife nicht im Fahrrad aktiv eingetragen ist und so Stuff, ne, wo ich mir gedacht habe, okay, warum? Was das sein so? Zum Beispiel das PD hat sich halt selber teilweise Regeln gemacht, wo sie sich selber am Bein gestellt haben. Wisst ihr, was ich meine? Ist kein Hartz IV, das heißt Bürgergeld. Ach, die haben die das umbenannt. Ich bin jetzt kein Deutscher. Haben die Hartz IV zu Bürgergeld jetzt umbenannt? Dass es sich schöner anhört? Statt ich Bürgergelde jetzt? Oder wie ist das? Nee, weil ich weiß nicht. Ich weiß, in Deutschland gibt es Bürgergeld, aber ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt irgendwas mit Hartz IV zu tun hat oder nicht, oder ob sie es umbenannt haben. Ja, Bürgergeld. Okay, haben sie es umbenannt? Ja, das haben sie 100% umbenannt, weil Hartz IV, dieses ich geh jetzt Hartz oder so, sich da ja Leute so über so ein ernstes Thema so lustig gemacht haben, haben sie es einfach schöner benannt. Jetzt heißt es halt Bürgergeld, ja. Ist halt trotzdem dasselbe. Aber wusste ich gar nicht. Ich dachte, Bürgergeld ist was neu eingeführtes. Und ich dachte, Hartz IV gibt es weiterhin. Und ich dachte, Bürgergeld ist nochmal so ein extra Topping obendrauf. Okay. Gut zu wissen. Ich bin ja kein Deutscher. Jawohl. So, wir haben jetzt nachgefragt, zwecks ihrer Geschichte mit der Frau Ingrid oder wie auch immer sie heißt. Wir haben jetzt aber nichts gefunden, was ihre Aussage bestätigen kann, ja. Ich kann also das sagen, was mir der Herr Eins oder Heinz, wie er heißt, gesagt hat im Hofding da, ne? In der Hofburg. Hofburg, ja. Ja, also wie gesagt, wir können jetzt ihre Geschichten nicht nachverfolgen, was sie da jetzt gesagt haben. Sprich, wenn sie das irgendwie weiter beweisen können, müssen wir da jetzt Ermittlungen aufnehmen gegen sie, ja. Zudem ist bei Ihnen in der Akte, also generell in der Datenbank, kein Führerschein eingetragen, ja? Lediglich eine Verlustanzeige für einen Ausweis, den wir wahrscheinlich jetzt heute oder keine Ahnung, wann Sie eingereist sind, im Flugzeug verloren haben, aber kein Führerschein eingetragen. Ja, das habe ich halt auch verloren anscheinend jetzt um die, weil ich hatte den ja gehabt. Ja, aber wenn Sie den gemacht hätten bei einer normalen behördlichen Fahrschule da in... Ja, ich habe halt nicht hier gemacht. Ich habe woanders gemacht. Aber ist der hier nicht gültig oder was? Ja, das kommt darauf an, wie das die Verkehrsbehörde regelt und wo sie den Führerschein gemacht haben. Ja, in NRW das halt. Das NRW, Ghetto-Plattenbau. Das hätten sie vorher abklären müssen, ob das überschrieben wird, beziehungsweise ob das die Verkehrsbehörde bei uns überhaupt zulässt. Ja. Ghetto-Plattenbau in NRW. Genau schauen. Wie gesagt, wir haben jetzt keine dabei gehabt. Da kommt das NRW einzelnen Chats. Und zudem war ja Kfz schwer beschädigt, dass man schon im Bereich Windschutzscheibe, ja. Ja, die Windschutzscheibe, die ganzen Seitenscheiben sind eingeschlagen gewesen. Bis auf eine. Was eingeteilt. Bei unserer Ankunft bei Ihnen. Sprich, da sind wir jetzt in dem Rahmen, dass das Kfz gar nicht mehr fahrtauglich oder verkehrstüchtig war. Weil wenn alle Scheiben fehlen und hinten und vorne es eingebeult ist, ist fraglich, ob man damit noch sicher fahren kann. Baller. Ihre Aussage... oder zwecks der Aussage, was sie mit den Herren war, mit den Motorrädern, das ist, teuer. Ist jetzt der Aussage gegen Aussage, die Herrschaft... Alle aus NRW natürlich, ja. Sie nach Drogen gefragt haben und damit die Polizei gekommen ist, sie beschuldigt haben, dass sie sie überfallen wollten und sie sagen eben, dass die Herrschaft nach ihnen bei Drogen gefragt haben. Ja, ja, genau. Es war zuerst die Drogenfrage und dann wollten sie überfallen. Ja, Aussage gegen Aussage. Dementsprechend haben wir das weiterleiten an die Staatsanwalt. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt, wie gesagt, das mit dem Führerschein und mit dem Fahrzeug. Und was machen wir da jetzt? Das wäre jetzt vor Ort eine Strafe von 5.000 Euro und dann dürften sie mal gehen. Nee, das Problem ist, ich habe das Geld nicht. Ja, das wird eine Strafe ausgestellt, das Geld müssen sie nicht sofort bezahlen. Ach so, ja dann. Das ja, dann kriegen wir es hin. Zeit dann halt, wäre das super, wenn sie es bezahlen würden. Sonst wird einmal der Gerichtsvollzieher wahrscheinlich vor ihrer Haustür stehen. Und wie gesagt, gegen die anderen Sachen, wer jetzt wen Drogen verkaufen wollte, etc. wird die Staatsanwalt weiter ermitteln und wird sich dann bei Ihnen melden, wenn Sie betroffen sind. Okay, tippitoppi. Passt, dann machen wir das. Dann gebe ich einmal die Rechnung mit. Oh Gott sei Dank, sie ja nicht, dass ich bezahle die eh nicht. Ich kann die aber eh nicht zahlen.
Ich kann dir halt eh nicht zahlen, Alter. Ich gebe Ihnen jetzt eine Strafe, da steht jetzt aber irgendein Text dabei, ja? Den Text bitte nicht ja. berücksichtigen, ja, hat mit natürlich. Der Strafe nichts zu tun. Okay. Super, danke schön. Haben Sie ihn bekommen? Ja. Wunderbar, dann begleite ich Sie einmal mit hinaus. Fahrzeug ist vom MTC beschlagnahmt worden, sprich dürfen Sie nicht mehr benutzen. Ne, will ich auch nicht. Ich wusste auch nicht, dass das irgendwie so ein Problem ist, dass das wäre angemeldet alles. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel was dabei hätten vor der Dame jetzt mit einem Dokument, wo sie sagt, ja, sie dürfen das haben und sie die Zulassungsbesitzerin ist das kein Problem. Aber in dem Fall haben wir halt keinen Anhaltspunkt jetzt zu irgendwas. Okay. Wo das herkommt. Ja, dann frage ich das nächste Mal einfach, bevor ich in so ein Auto einsteige. Genau, ja. Am besten ein einfacher Dokument mit sich führen. Jo. Und einen Führerschein vor allem. Jo. Ich würde Ihnen sowieso raten, weil das könnte sicher länger dauern. Das könnte sicher länger dauern mit dem Überschreiben. Vielleicht einfach da jetzt vor Ort nochmal einen neuen Führerschein machen, weil das ist, glaube ich, fast schneller wie jetzt da. Ja, ich bin halt ein neues, ist ja nicht so, als würde es was kosten. Genau, einmal da rechts hinauf und dann haben Sie schon wieder ein freier Mann eigentlich. Okay, dankeschön. Wie gesagt, tut mir leid, ich wusste nicht, ich wusste auch nicht, dass das so ein Xindl ist, was halt am Motorrad sitzt und mir halt alles wegnehmen möchte, so auf die Art und Weise, ne? Man weiß ja nie. Ja, wie gesagt, in die Richtung wird noch ermittelt, was dabei rauskommt, dann muss die Staatsanwalt klären oder in weitere Folge dann. Jawohl, aber vielen Dank. Dann wünsche ich einen schönen Tag, ja? Ebenfalls. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kenny, wo sind denn jetzt hin? Mal anrufen. Ja, es ist jetzt. Ich wurde ausgeraubt von denen, Alter. Richtig Probleme sicher. Ich muss die Katze rauslassen, warte mal ganz kurz, die dreht mich halb durch. Ja, ich lass die schon raus. Yo! Hey! Ja. Robert! Glaub, Lüsch! Hallo? Robert! Yo. Ja, hallo! Ich bin raus aus dem Krankenhaus. Nee, ich bin draußen aus dem Knast. Warst du wirklich im Knast? Nein, ich hab 5000 Euro sei froh, dass bekommen. Sei froh, dass ich deine Dinge hab, Alter. Was hast du denn? Dass du mir deine Wumme gegeben hast. Ja, zum Glück, aber die haben mir die Patronen abgenommen. Grüß. Ja. Ich warte vor dem PD, weißt du, wo das ist, das andere? Das andere? Das ist direkt neben dem AMR-Dingsgebäude da. Hier daneben. Ernsthaft? Ja, ja. Ist das auf der Karte drauf? Jo, rechts. Ah, da ist es. Ja, da warte ich. Landespolizei, gell? Ja, wir müssen so langsam mal ein Auto holen, weil es ist echt schlimm, aber ich habe kein Geld für ein Auto. Ich auch nicht. Das ist kacke. Jo, bis gleich. Und bis gleich, tschüssi. Du? Wir müssen irgendwie Geld machen, dass wir uns das Auto leisten können. Sonst wird es ja echt problematisch. Oh, endlich haben die mal schönes Wetter, Alter. Wie lange habe ich jetzt gewartet, bis da mal ein schönes Wetter kommt? Danke schön. Bitteschön. Dankeschön. Guten Tag. Ich bin der Chauffeur. Ich krieg Geld für Stepper Chown. Hallo? Hallo? Okay, cool. Das macht 5000 Dollar, Euro bitte. So viel habe ich leider nicht, aber ich. Ja, dann haben wir ein Problem. Ich krieg nämlich Geld für Stepper Chown. Ich bin wie die Gis. Auch wenn sie nicht wollen, müssen sie mich bezahlen. Ja, war gut. Dankeschön. Bitteschön. Super. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Schönen Tag noch. Die Gies. Oh, die Deutschen wissen doch gar nicht, was die Gies ist. Das ist so traurig, Alter. Ey, aber bei uns wird die Gies abgeschafft. Und wir müssen jetzt. Ah, ja, Alter. Vielleicht noch auffälliger vom PD. Ich hab das Auto da eben gerade geklaut und dann mit dir entgegen. Ja. Du weißt, ich komm aus Krankenhaus, wollte mir das Auto klauen, siehst du den Blutdreck vorne dran? Fährt mich dieser dumme Kopflose erstmal an. Ey, geht schon wieder ins Krankenhaus. Ey, der hat sich auch beschwert wegen dem Auto, ne, dass das keine Scheiben mehr hatte. Wenn es nicht mehr fahrtüchtig ist, gibt's ein Problem bei der Anhaltung, ne? Ja, aber dann sollen sie sich an die Ingrid wenden. Ja, hab ich auch gesagt, aber super. Hat keiner gehört, so, weißt du? Ja. Jo. Übrigens, Robert, wir brauchen keine Krankenversicherung. Ja, ich habe keinen einzigen Cent bezahlt. Ja, Freddy ist einfach raus. Keiner hat was gesagt. Ja, ich mit Notarzt, ich dachte die ganze Zeit, mich behandelt ein Arzt noch dazu, war es aber ein Pfleger.
Ach so, ja, dann passt das schon. Wenn du pflegelig werden, du musst auch nichts zahlen. So, jetzt haben wir Waffen. Was ist jetzt die nächste Mission? Wollen wir mal was gucken, was wir vielleicht irgendwie einschlagen? Ja, ich bräuchte mal Geld, dass vielleicht mal ein Auto kaufen, weißt du, aber. Ich habe eine Frage, Robert, hast du noch deine Waffe oder haben die dir abgenommen? Nee, die habe ich. Ich habe ihm die gegeben. Ey, fahr mal dorthin, ist vielleicht jemand dort vom Autohaus. Das hilft uns aber trotzdem nicht dabei, dass wir immer noch keinen Führerschein haben, gell? Ja, ist egal, fahr mal zum Autohaus runter. Fahr jetzt zum Autohaus, Mann. Auf dem Weg ist da auch mal eine Tankstelle, sonst sind wir gleich wieder leer. Aber nee, also eigentlich sollte einer einen Führerschein machen, weil ich glaube, die haben uns jetzt auf dem Kicker. Ja, ist halt echt. Ja, ich habe halt kein Geld für den Führerschein. Wenn ich kurz mal Geld geben, dann mache ich ihn gerne. Ich habe 2000 Euro, mehr habe ich nicht. Sonst gib mir den, dann mache ich ihn. Ich gebe dir 2000 Euro, was kostet der Führerschein, weißt du? Ja, ich würde gerne schauen, ja, natürlich. Ich habe jetzt 555 Euro dabei. Dann fragen wir doch mal, oder? Oh nein. Ich hab's dir doch gesagt. Mann, oh Mann, oh Mann. Da kommt man keinen Meter, kommt man da. Hallo. Ich hab damit nichts zu tun. Ist schon ein bisschen deppert, ha? Ich hab keine Lust. Weißt du was, ich geh einfach zu Fuß, weil es ist zu blöd. Herzhaft jetzt? Ja, ja, ich muss noch wohin. Ah! Entschuldigung, können wir zu Fuß gehen? Ich hab mit dem Typen da nichts zu tun, hat mich abgeholt mit Taxi. Hallo. 81,43. Genau, 81,43. Das ist mein Geburtsjahr. Ich würde dann auch mal runtergehen wollen. 81,43. Sie waren nur Mitfahrer? Ich war Mitfahrer, ja. Wir sind nicht gefahren. Wir kennen den Mann auch nicht. Das ist ein Taxifahrer. Hallo, wir haben abgelenkt. Hallo, wir reden mit Ihnen. Hallo? Ja, wir wollten reden. Also, wir sind, das ist ein Uber-Fahrer. Er hat zu uns gesagt, er ist ein Uber-Fahrer. Er würde uns mitnehmen. Zum Auto. Ah, hallo Herbert, ja. Servus. Und das war eigentlich alles. Ja. Und warum haben Sie jetzt ihn angehalten? Das ist ja weg. Radikal gefahren und über Rot. Bitte was? Hat sehr stark abgebogen. Sehr schnell, Entschuldigung. Ja, aber ich da wieder, also wenn er nicht stark abbiegt, nee, gell, ich will jetzt Führerschein machen. Entschuldigung, wissen Sie, wo man einen Führerschein machen kann? Wo muss ich da hin? Da können Sie zu der Postleitzahl 8175 gehen, da ist die Führerschein. 8175. Genau. Ja. Wie ist denn das? Ah, da! Genau. Ja, ab schon, okay, ist ja gleich. Da hinten, okay. Das ist trotzdem schon ein Stück, oder? Können Sie uns damit hinnehmen, vielleicht zufällig? Sie können uns, wir haben kein Geld, wir sind arbeitslos. Wir beziehen AMS, zahlen trotzdem GIS. Also, nur, Sie fahren, es liegt eher auf dem Weg bei Ihnen. Ja, wir könnten sie mitnehmen. Wir nehmen sie mit. Oh, oder? Das ist aber lieb. Super. Wir steigen schon mal hinten ein. Was ist, wenn wir jetzt verunfall mit dem Kfz? Haben wir dann Probleme oder? Jetzt ist doch egal. Lass das Auto ist verschlossen, ich komme nicht rein. Kollege, fahr schnell. Ah, jetzt. Bitte, oh, der Reifen ist geplatzt. Okay. Ich bin ein bisschen fetter geworden. Ich habe nämlich gerade Wiener Schnitzel gegessen. Wir uns reingesetzt, einfach Reifenplatz. Super. Es tut mir leid. Ja, mach mal. Ja. Dann einmal bitte. Ein bisschen Gas abgelassen oder irgendwie, keine Ahnung. Gas? Du hast Gas abgelassen? Nein, weil ich hab's auch gehört, aber irgendwie gibt's da keinen Platten, oder? Vielleicht war es aber auch die Luftbremse vom Auto. Stimmt, haben Sie eine Luftbremse im Auto? Rechtsluft? Wüsste ich nicht. Ihr rechter Blinker ist an. Und der linke? Ich glaube, ihr Blaulicht ist an. Ich glaube, ihr Rotlicht ist an. Negativ. Ja, okay. Sind nur ich den rechten Blinker, oder? Also bei mir blinken beide. Ach so. Blinkt kein Blinker tatsächlich. Alles klar, na dann liegt's an mir. Dann habe ich vielleicht Probleme wieder mit meinem Darm, das kann schon sein. Ja. Ach, schau mal, da vorne war das nämlich. Genau hier ist das passiert mit dem, Mit was denn? Ach, schau da, ORF! Ah! Alter, die Wolken gehen mir auf den Piss, Alter. Wie die Wolken durchziehen da die ganze Zeit. So, buff, buff. Die machen einfach Skip Frame, Alter. Boah, hallo? Hört ihr mich noch? Nein. Ja. Okay, ich hatte gerade ganz, 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 ganz Schnarkolepsie. Ganz, ganz schlimm. Okay. Ich hatte so spontan einschlafen. Eine Spontanentzündung hattest du gerade im. Ja, ja, am rechten Blinddarm. Okay. Ist der Blinder nicht immer rechts? Ah, egal.
Es gibt ja keinen linken Blinddarm. Es gibt nur einen, ja. Ja, ja. Warte, ich habe gerade angerufen von Dingen. Ach, von Ingrid. Genau. Ja, sagst schöne Grüße bitte. Hallo Ingrid. Ja, servus. Hallo, servus. Ja. Seid ihr noch da bei den Bullen? Ich sitze gerade beim Schinkenspecker im Auto. Bei wem? Ja, beim Schinken. Ja. Weiß schon. Okay. Ich könnte schon wieder ins Krankenhaus. Ich stolper jedes Mal, wenn ich rennen will. Super, ich danke Erna, gell? Na, heute den ganzen Tag im Krankenhaus, ne? Dankeschön, ja, fürs Mitnehmen. Tschüss. Ich wollte eben das Auto noch klauen. Der hat mich umgefahren, der Kopflose. Jetzt sind meine Beine angeverletzt. Ja, Alter, was machst du? Aber ich bin weggekommen von der Polizei. Alter. Easy. Nicht schlecht. Der ist gar nicht gecheckt. Ja, ich geh jetzt Führerschein machen. Und du so? Ja, ich laufe, ich spaziere, weil ich kann ja nicht laufen. Ja, könntet ihr mich vielleicht abholen? Oh, oder ja, wenn ich einen Führerschein fertig habe, hole ich dich ab. Direkt. Das geht ja voll. Treffen wir uns vom Autohaus? Ja, mach mal so. Jo, bist du. Ich dachte, ich soll dich vom Ding abholen oder so. Ach, egal, komm. Ja, ne, ich muss ja eine Rettung dahin rufen. Oder also, so. Ja, also ruf an, wenn ich dich abholen soll, falls du dich zum Autohaus schaffst. Jo. Jo. Tschüssi. Jo. Liebe. Oh, 200 der Theorietester, gefallen die sowas von durch, Alter. Ich bin gerade dabei, hör mir an. Ey, warte, die Führerscheinkarte kostet mir nur 50 Euro? Okay, warte, ich habe einen Führerschein, aber ich muss dann nur die Prüfung machen, die theoretisch, und das ist alles. Ich weiß es nicht, also ich mache gerade Theorie. Oh nee, weißt du was, ich glaube, ich habe gerade einfach die Führerscheinkarte gekauft und die hätte ich auch einfach so bekommen, nachdem ich den Führerschein geschafft hätte, Alter. Echt jetzt? Ja, natürlich. Wieder so ein Trottel, Alter. Sie fahren auf einer Autobahn, das ist schon 130 angezeigt, der Verkehr wurde 140, fahrt trotzdem 130. Was sollen Sie beim Fahrzeug bei kannst einer du bitte leise reden? Nein. Was Mann sollten Sie bei einer Fahrzeugfahrt mitführen? Dreiviertelpflichtgegenstände. Wenn nichts. Sie von einem anderen Fahrzeug überholt werden, ist es wichtig. Führerschein, Personalausweis, Pflichtgegenstände. In Wien muss man gewisse Pflichtgegenstände bei sich haben. Welche sind das? Ja, sag mal bitte. Warndreieck, Verbandskasten, Motorreparatur, Reifenreparatur. Das kann aber nicht stimmen. Alle vier Gegenstände, oder? Nee. Motorreparatur, Reifenreparatur? Du brauchst doch safe ein Warndreieck und einen Verbandskasten. Ja, eben, dann alle vier Gegenstände, aber stimmt das nicht. Okay, na, dann machen wir es halt. Wenn mal. Sie mit 80 km/h fahren und Sie in Wohnort nähern, bedeutet dies, ich muss beschleunigen, ich kann die Geschwindigkeit halten, ich muss langsamer werden, gegebenenfalls abbremsen, stimmt. Aha, in Wien gilt die 5-Sekunden-Regel, ich dachte. Ach nee, warte mal, mit 80 ist doch drin, ne? 80 ist ja 80. Kann man die Geschwindigkeit halten. Alkoholspiegel 0,5. Kleiner Tipp von mir. Ja, habe ich, danke, habe ich. Ohne Geschwindigkeit im Wohngebiet 80. 80. Was ist erlaubt, wenn Sie ein anderes Fahrzeug überholen? Wenn Sie von einem anderen Fahrzeug überholt werden, ist es wichtig, die Geschwindigkeit zu verringern, ein anderes Fahrzeug zu beobachten, das Make-up des Spiels zu prüfen. Geschwindigkeit zu verringern. Einzig logische. Was ist erlaubt? Was sind denn 3/4 Pflichtgegenstände? Wenn das Fahrzeug gerade vom Windschatten aus nutzen, mit Lichttube, Licht auffahren, andere Straßenseite benutzen. In Wien gilt die 5-Sekunden-Regel. Was bedeutet das? Ich darf noch 5 Sekunden, wenn kein Quer- und Gegenverkehr kommt, über rote Ampel fahren, ja. Vor jedem Spurwechsel muss ich Blick in den Spiegel, schaue, die toten Winkel befindet, meine Absichten anzublinken, alle Punkte. Ich hab bestanden, yay! Ich hab bestanden! Und ich hab Führerschein jetzt doch. Oh, Entschuldigung! Ich weiß, du bist sehr schubsfreudig, Alter. Ich weiß, du freust dich, aber musst du das so ausdrücken? Ey, können wir bitte so machen, dass zuerst ich mir das Auto auspacke und du einfach 5 Sekunden wartest und du es dann auspackst? Weil ich hab da sowieso. Wollen wir das vielleicht, dass nur einer einen Führerschein macht? Also können wir auch machen. Ich mach mal den B. Fahr ich einfach bei dir mit. Ich mach einfach B für blöd. Ich hab echt ein Fahrschulauto. Easy Drivers. Harren, die Fahrschule. Awesome. Hallo!
Ich bin Hallo, ich bin ein Fahrschüler von der anderen Seite. Bitte, kannst du mir erklären, wie ich fahre? Ja, bitte Hallo. Erst einmal anschnallen. Ja, ja, super, ja super. Anschnallen. Ja. Links, ganz links ist die Kupplung. Motor abgestorben. Ah, jetzt wieder fahren, ja. Rechts Gas, rote Ampel steht. Ist okay. Ja, rote Ampel fahren, ja. Ja, hier gelb fahren. Gelb fahren, ja. Ja. Dann, wenn Sie gucken können, auf die Kilometer pro Stunde Anzeige nicht schneller als 80, gell? Nicht schneller zu als schnell, 80. Zu schnell, ja. Ist 50. Langsam, gell? Langsam. Ja, 50. Bei Gelb kann man fahren, Gelb kann fahren. Gut. Gelb fahren, ja. Dann denken Sie bitte auch immer dran, dass Sie auch den Schulterblick benutzen, wenn nein. Sie die Spur wechseln. Nix Schulterblick, nein. Nein, okay. Die Spiegel haben Sie vorher eingestellt? Nein. Auch nicht, gut. Dann würde ich sagen. Oh nee, mein Hut hat Neustart gemacht. Och nö. Hallo? Hallo, was los? Ja, Ringi Dingi. Warte, ich geh mal hin bei mir, Ringi Dingi. Kacke. Och nee. Ja, aber Leute, mein Router hat jetzt Neustart gehabt. Das ist aber toll, ey. Das ist genau jetzt passiert bei der Führerscheinprüfung. Das freut mich natürlich sehr, wenn das bei der Führerscheinprüfung passiert. Jetzt darf ich nochmal 500 Euro für ausgeben. Ist das kacke. Nein. Ja, ihr müsst euch vorstellen, weil mein Router hat die letzten Tage so ein paar Problemchen gehabt. Ne? Und da habe ich halt einmal restartet um diese Uhrzeit. Und seitdem her macht es echt Spaß jetzt. Immer neu rein da. Och, ich hoffe, aber die Kopfmusik muss ausmachen. Sonst hört ihr die Musik richtig laut. Das ist richtig laute Musik. Irgendwie erstmal Ringi Dingi. So, können wir ja immer Werbung machen, ne? Ja, machen wir mal Werbung für den Shop. Platinite Roleplay, das war Werbung für den Shop. Ja, Leute, schaut vorbei, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Adventskalender. Wo ich gehört habe, im 25. Türchen gibt es eine Heldentasse. ist das false advertising? Kann ich dafür angezeigt werden, wenn ich das sage? Das stimmt nicht. Nee, aber Leute, wuppet vorbei, wirklich. Es rentiert sich. Es versteht ihr? Rentiert sich, einen Adventskalender zu holen. Versteht ihr? Wegen Weihnachten und Rentier und ach komm, hast nicht gehört, hast nicht gesehen. Schaut einfach vorbei. Ja, hallo, ich. Hey! Rupert, was los? Wir haben gratis Auto. Das Auto geht nicht mehr. Ja, wir haben ein gratis Auto jetzt. Nein, das geht nicht. Ja, natürlich geht's nicht. Ja, und das ist traurig. Was macht man jetzt? Ja, ich muss mal meinen Führerschein neu machen. Ja, super. Wieder 500 Dollar? Ja, wieder 500 Euro weg. Ja, direkt das Klo runtergespült, die 500 Euro. Aber wieso fällst du denn einfach durch? Was ist denn los? Weil ich Durchfall hab. Ah ja, okay. Ja. Nee, aber war schon nett, muss ich dir sagen. Du hast es schon sehr gut gemacht bis dahin. Ich habe mein Bestes probiert und ich habe alles gegeben und trotzdem nichts gekonnt. Ich bin trotzdem sehr stolz auf mich. Hast du noch genug Geld? Ich hoffe. Wenn nicht, dann war's das. Du, ich bin jetzt ja schon im Minus. Oh nee. Das mit dem B macht mich fertig. B-Motor starten. Warum macht man Motor starten auf B? B wie Motor. B wie nicht. Ey, warte mal, ist ja. Ey, die Ampel geht hier gar nicht, ne? Also die geht schon, die Ampel hier, aber hier die Dingsampel geht nicht. Start! Bin schon da! Hildegard, bin schon da. Hallo, langsamer, hallo. Gell, langsamer. Ja, da 60, hab ich jetzt geguckt extra. Polizei, jetzt schon wieder hinter dir her. Guck an, Polizei, wie ja, ich gehupt hab, sicher, deshalb. Nee, die fahren vorbei, aber das wäre wieder. Ah, die waren nicht angeschnallt, upala. Ja, da hätten die scheinen können. Au. Halte für die Fußgänger an, gut gemacht. Schön, dass du mir das sagst und, also schreibst und ich sag's, meine ich damit. Ich habe nichts gesagt, aber ich hätte auch gesagt. Schön, dass du für die Fußgänger hältst. Pass auf, da ist nämlich schon Fahrschulauto. Ich weiß nicht, wie schaffe ich das jetzt. Ich muss hier nämlich hin. Ohne anzuecken. Ich habe es geschafft. Ich darf nicht anecken. Oh mein Gott. Das ist meine erste Fahrstunde. Ja, super, super. Oh nee, so ein richtiger Kurs hier rum, Alter. Ja,
Hä, hey, aber das war doch davor nicht, oder? Habe ich hier vorhin schon gefahren? Doch. Ja. War schon. Hab ich mir nur vorgestellt, in meinen tiefsten Gedanken. Ich glaube auch, da war was. Hier ist noch ein Stoppschild, okay. Weiter so. Und jetzt hier ein rückwärts einparken oder vorwärts? Fahr rückwärts bitte rein. Okay. Wir sind in der Fahrschule. Ja, ja, nett, nett. Bist du drin? Ja. Ah! Oh mein Gott. Ja, es ist, weil du so abgelenkt hast gerade. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja, als Fahrlehrer hättest du die Bremse drücken müssen. Habe ich. Ja, hast du nicht. Das ist gar nichts gemacht. Du hast es einfach zukommen lassen auf dich. Das war's? Ich weiß nicht. Vielleicht. Und jetzt musst du hier raus, oder was? Ja, ich muss hier wieder raus, hier vorne. Ja, immer muss ich nicht... Okay. Ey, muss ich hier immer die ganze Zeit anhalten, oder? Du stoppst aber echt sehr abrupt. Du musst ja, mit deiner Bremse ein bisschen aufpassen. Ich weiß, ich merke das. Ich bin so Fahranfänger mit Bremsenproblem. Ja, das sind ganz neue Bremsen wahrscheinlich. Ja, so ganz neue Bremsen. Das hat mir mein Fahrlehrer mal gesagt. Ja, ist ein neues Auto. Da gehen die Bremsen echt viel besser. Oh. Ja, ja. Verstehe. Ey, du! Ey! Schnucki! Hallo. Was los, was geht? Komm, nimm dich mit. Wohin? Ja, zum Müllerviertel, keine Ahnung. Hast du das Taxometer angemacht? Ja. Wir müssen halt echt dringend den Aufdruck noch ändern von dem Auto, gell? Ja, sollten wir. Sollst du tanken, ernsthaft? Ich dank gar nichts voll. Und Scheiß muss ich da voll tanken. Und? Wo wollen Sie hin? Am besten zum AMS. AMS? Ja, müssen wir schon mal vorbeikommen. Wie viel Geld haben Sie dabei? Gar nichts. Oh, das ist schlecht. Müssen wir leider hier rauslassen. Das ist sehr schlecht. Da müssen wir Sie gleich rauslassen dann. Ja, wir sind ein Taxi. Wir sind ein neues Taxi. Wir lassen Sie da beim verunfallten Auto raus und dann schauen Sie mal, was ein paar Fotos. Dann steigen Sie mal bitte da aus. Genau. Bitte aussteigen. Und helfen Sie mal bitte, gell? Ja. Ja, Herr Rutschig, Sie sehen ja, dass da ein Unfall ist. Also Sie müssen nicht mitten hinein. Ja, der Herr hat mich schon wieder bedroht mit einem Messer hinten. Bitte? Hm, was? Was? Und bei der Mach mich immer gut. Ich bringe ihn mal in Problem. Ich habe schon fünf. Ich muss aufpassen, ich habe schon fünf Fehlerpunkte. Ich weiß nicht, gibt es irgendwo einen Tempomat? Ich weiß nicht, ob es einen Tempomat gibt. Ich muss hier mit 50 fahren, Alter. Oh mein Gott. Ich will das nicht nochmal machen. Mit dem Messer. Jetzt muss ich auch neben das Auto mal fahren. Jetzt weiß ich, warum er gesagt hat: Ey, ich glaube, ich muss dir echt übelst lange machen, ne? Hä, das ist aber... Das boah, ist Alter, ich muss auf die Autobahn. Musst du alle drei machen oder nur eine Prüfung? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme nur die eine, die B. Okay, dann. Aber ich hätte halt gerne einen Tempomat, wenn ich wüsste, wo. Oh, ich habe den Motor ausgemacht. Oh, nee. Wenn ich wüsste, wo ich hier einen Tempomat anmachen könnte, weißt du? Ich kann dir leider nicht helfen, ich habe keinen Führerschein. Ich bin zwar Fahrlehrer, aber ich habe keinen Führerschein. Ich bin Fahrlehrer und habe keinen Führerschein, kennt man, ne? Das jetzt ist weiß ich, so in Wien. Nee, jetzt weiß ich, warum man sagt, hier voll tanken, Alter, weil hier einfach das Auto, ich muss ja sicher jetzt einen Kilometer fahren oder so. Ich glaube, ich habe einen Kanister dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Der Thomas, der Benzinkanister, schön. Ich bin darauf vorbereitet. Ey, weißt du, was ich verstehe? Ich habe bei der Prüfung angegeben, man muss 80 fahren und es steht auch so in der Ding drin. 80, aber ich darf hier nur 60 fahren, das macht gar keinen Sinn so. Ja, stimmt. Aber es stand auch die 5-Sekunden-Regel in der Theorie. Hä, was? Ich muss jetzt hier nochmal. Hä? Jetzt. Was ist denn jetzt? Ja, keine Ahnung, jetzt hier vorne. Aber du hast sehr schön rückwärts. Die 5-Sekunden-Regel, die 3 Sekunden ist? Ja, genau, die 5 Sekunden, die 3 Sekunden ist. Oh, nee, hier ist nichts. Gar nichts. Nein. Achtung, Blitzer! Das wäre ja, ich fahr eh so langsam. Und auf, auch noch auf dem Gras. Was steht hier? Ah! Hast du gefunden? Tempomat auf dem Lenkrad? Ja, ja, ich hab's gefunden. Ah, sehr schön. Sehr schön. Angenehm. Ja, ja, ja.
Ist der Tempomat schon drin? Ist angenehm. Alter, ich muss nie wieder aufs Gaspedal gehen. Das ist schön. Ach so, du bist quasi wirklich im Tempomat? Ich bin wirklich im Tempomat, ja. Wow. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir fahren wieder zurück. Ich hab jetzt schon mittlerweile 7 Fehlpunkte. 7? Ich glaube, ja. Was hast denn du alles falsch gemacht? Ja, alles halt, was ging. Ach du Scheiße. Ich kann nichts dafür, okay? Ist mein erstes Mal im Auto. Bitte nicht nochmal. Ich fand das so lustig. Wo ich zu dir, wenn ich dich einfach raussetze, hab mich bedroht mit einem Messer. Das ist echt gut. Alter, ich war ab und weg. Also Taxifahrer im Auto. Nee, das ist viel zu lustig. Ja, das ist genau mein Humor, sowas. Das ist bei Gegnern die Fahrtrichtung, aber okay. Ja, ist doch so okay, oder? Ist doch so nicht in England? Ach so. Nein, wir meckern da nicht rum. Also wir sind in Österreich. Genau richtig so. Was ist denn Ösiland? Ach so. Bei roten Ampeln 5 Sekunden warten. Ja, mach ich doch. Genau richtig. Oder vor ist ein Kreisel. Da kommt der Kreisverkehr. Da kommt der Kreisverkehr. Da kommt der Kreisverkehr. Wir sind im Kreisverkehr. Wir sind im Kreisverkehr. Ja, das ist. Das war der Kreisverkehr. Oh Mann, ey. Das tut mir halt echt leid, ich muss hier vorbeifahren. Messerstecher. Ja. Der Arme! Wird einfach jetzt hops genommen. Nee, ich glaube, das ist weg. Ich glaube, das war ein anderes Motorrad. Wer wollte nur zum Hauptplatz? Jetzt in seinem Knast. Nee, wir wären eh nicht hingekommen, weißt du? Oh, das war's schon? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir haben es geschafft. Du hier einparken? Ich hab bestanden, ich hab nochmal einen Führerschein. Warte, pass mal auf, ich hab jetzt, glaube ich. Will kurz gucken. Ja. Ist ja 50 Mal hier den Führerschein haben. Dreimal! Was, du musst dreimal das machen? Ja. Nee, oder? Hallo. Hallo. Grüß dich. Servus. Der Hansi. Da ist keiner Hansi. Hä? Wie Horst ist. Ich verstehe ihn nicht. Wie wer Horst? Hat der einen Helm auf? Wie ihr Horst? Wir beide Horsten. Der Horst. Jetzt hat er einen Hammer. Nein, das ist von der Feuerwehr. Ich arbeite bei der Feuerwehr. Ach so, cool. Ich hab schon gedacht, wir werden jetzt überfallen oder so. Aber ihr Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Ach so, na. Nicht? Nein. Das ist Willy Wonka, oder? Ja, Willy. Sehr, was machst denn du hier? Nein, ich bin nicht der Willy. Können wir denn weiterhelfen? Wissen Sie zufälligerweise, wo man Drogen herkriegt oder anbauen kann oder so? So als Feuerwehr? Ja, tatsächlich, aber das bleibt unter uns. Ja, natürlich. Das werden wir nur unter uns zweien verbreiten. Das ist oben beim Land. Wie heißt die Dreckslocke da? Baden? Neue Siedlersee. Aber wo genau? Da ist wo ein Haus, also unten schon im Dorf. Im Dorf? Da ist wo ein Haus. Ja. Ein Haus im Dorf? Da kannst du unten reingehen und dann kannst du Pflanzen, Samen, Dünger und lauter so einen Scheiß kaufen. Kannst du vielleicht ungefähr die Postleitzahl nennen? Ja, ungefähr. Entweder ist bei 3035 oder 35? Bei 4220. Ja, ich kann nicht sonst vorfahren mit meinen Kollegen. 3,35, wo soll denn das sein? Ich find's nicht. Ja, ich hol's schon. Ich finde nur die 34, finde ich. Hey, kannst du es doch gar stehen bleiben? Ach, halt's mei. Wart's gar. Du bist so ein Volltrottel. Okay, passt, wissen wir Bescheid. Wenn's war, dann können wir euch vorfahren. Also, mir ist das wurscht. Aber jetzt wisst ihr's. Ja, wir müssen zum Auto aus, wir müssen zu unserem Freund. Ja, wir brauchen unseren Freund, der ist übrigens im Krankenhaus, der hat gerade angerufen, gell? Der ist wieder im Krankenhaus. So, sollen wir ihn abholen jetzt? Ja, nee, noch nicht. Der ist jetzt noch im Behandlung. Ich meine, wir treffen uns beim Autohaus unten. Hätte ja gemeint, wir treffen uns im Autohaus? Ja. Er hat mich vorhin angerufen, er ist im Krankenhaus. Ja, aber ich habe ihn gefragt, soll ich dich vom Krankenhaus abholen? Also nein, er kommt zum Autohaus und wir treffen uns dort. Ah, okay, alles klar. Ja, dann fahren wir zum Autohaus. Wir brauchen ein Auto. Habt ihr ein Auto zufällig für uns? Gib mir weiß ist so leiwand zart, ich baue gleich mein Motorrad. Ja, ich habe aber kein Motorrad. Wir haben aber kein Motorrad für Ja, egal, ja, komm, das fällt dir nicht auf. Schauen Sie mal her, die Herren, ich fahre euch. Komm, einer darf mitfahren bei mir. Nein, ich fahr schon. Kann nicht schief gehen, oder?
Dankeschön. Hey, darf ich dir mal was fragen? Ach, ja. Halt's Maul. Darf ich mal schnell was fragen? Ja, bitte. Kennt man dich von irgendwo? Ach, so ein Volltrottel, wirklich noch nie sowas. Ja, von ich war bei Willy Wonka, das fette Kind, was Schokolade gegessen hat. Alter, Vater! Ich bin ciao, Jungs! Okay, bye. Das war sehr verrückt. Ich glaube, die bauen öfter an, oder? Das war aber eine gute Antwort, oder? Das war eine super Antwort. Ah, schau, die Wiener Linien. Bitte Wiener Linie, ich verbuß. So, mal schauen, was das ist. Der hätte fragen müssen, der Herr. Ich kenne sie von irgendwoher. Das hätte der sagen Herr. Müssen. Der Herr. Ich kenne sie von irgendwoher. Der Herr. Ja. Von irgendwoher kenne ich sie, der Herr. Woher kennt man dich denn, Robert? Ich war das etwas dickere. Entschuldigung, man darf ja nicht mehr dick sagen. Das etwas adipöse Kind bei Willy Wonka. Toll, ich krieg das Ding nicht mehr zu. Ja. Hä, welche Tür? Nee, warte. Haben wir noch mein Navigationssystem ist einfach 5000 Meter groß gerade. Ich krieg das nicht mehr zu. Och nee, jetzt aber. Oh mein Gott, I'm planning an Airstrike. Ja, so in etwa, ja. einfach alles gesehen schon. Das ist auch das neue Breitbild-Navi vom Motorrad. Einfach von der ganzen Fresse einfach. Wunderschön. Okay. Wonderful. Wunderschön. Cool. Ey, ich muss schon sagen, das erste Mal, wie wir schon hergekommen sind, habe ich mir das gedacht bei dem, ne? Ja. Dass der mich von Willy Wonka kennt. Wunderbar, ey, also wusste ja ich nicht mal, gell? Also, ach so, wusstest du nicht, dass ich bei Willy Wonka mitgespielt habe? Ach, nein. Halt, der neue Film, nicht der alte, mit ach, der neue, mit Johnny Depp. Der Robert, ja. Robert in der Zinkfabrik. Ja. Robert in der Zinkfabrik, ja. Ja, ich weiß doch. So in etwa. Das kommt aber ganz schön bekannt vor hier. Nee, hab ich noch nie gesehen. Ja, hab ich auch noch nie gesehen. Ich war hier noch nie. Warst du schon mal hier? Hallo? Hey, Puppe! Ey, sei sie so disrespectful. Oh, Entschuldigung. Hallo. Arbeiten Sie hier? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Wir wollten schauen, was wir für einen Pfennig bekommen. Ich hab 2000 Euro. Was kriegen wir dafür? Ich kann euch für 4000 Gold 4 anbieten. Scheiße, ich hab warte, so wenn wir alle zusammenlegen, geht das. Ich ruf Freddy an. Ruf Freddy an? Also, oder ein Peugeot 206, aber der Golf 4 ist halt... Ich würde den Golf 4 nehmen für 2000 und würde die restlichen 2000 auf Raten bezahlen? Na, das ist schwierig. Warum? Am besten gar nicht bezahlen. Ja, ich würde wirklich Ehrenwort. Ich würde ein Dokument jetzt machen. Kannst ich würde auf Raten zahlen. Kannst du mir die Nummer von Freddy geben? Ich habe schon selbstverständlich. Lieber... Ja. Sekunde. 0664 weiß ich und dann... Warte. Dann kommen Sie mal mit rein, dann kann ich euch den Golf hier schon mal zeigen. Ja, ja. Die Dame, ja. Entschuldigung, ja, wie heißen Sie? Cheyenne. Hallo Cheyenne. Hallo, ich muss mal kurz die Nummer weitergeben, gleich. Das hier ich bin der Alois. Wie? 06 Alois. Alois. Okay. Nenn mich einfach Alex. Okay. Alex. Okay. 0664 ja. 7 ja. 2 ja. 4 ja. 2 ja. 3 ja. 0. Ja. War's das? Das war's. Danke. Bitte. Okay, wollt ihr euch den Golf vorher nochmal anschauen? Wer du? Okay, wollen jo. Sie sich den Golf anschauen? Hä, wieso sitzen Sie mich so? Ich bin ja, noch hallo. Hallo? Danke, Robert, das ist ja unglaublich. Ja, hallo. Schon die Heldentasse bestellt? Bist du schon unten ja, meine Küche brennt. Ja, super. Ah, frag nicht. Meine Waschmaschine ist heute weggelaufen. Ich finde die nicht mehr. Mein stilles Wasser war auf einmal mit Sprudel. Meine Klobürste war voll mit Scheiße, obwohl ich heute noch gar nicht auf dem Klo war. Jetzt wirklich. Mein Essen im Kühlschrank war gut und mein Kühlschrank ist vergammelt. Geht's jetzt so lustig. Okay. Ja, ich jetzt, bin ja. Beim Autohaus, so bist du.
Ja, ich liege im Krankenhaus und warte immer noch auf den Arzt. Was? Der Arzt, Alter, du liegst den ganzen Tag. Pass auf, der Arzt nämlich, gell? Der Arzt ist selber unterwegs, Alter. Oh nee, ich brich zusammen, hör auf. Ich hoffe, ich liege jetzt hier nicht noch 5 Stunden, Alter. Ich hab Zeit. Ich will keine Luft, Alter, riechst den ganzen Tag. Ja, ich wollte auch ein bisschen was erleben hier, Alter. Das Problem ist, wir brauchen Geld, kannst du rübersenden? Wir brauchen ein bisschen Kohle, also ein bisschen Pumpen. Wie viel hast du? Wie viel? Ich weiß nicht, so 4.000? Ja, warte mal, ich hatte 12.000 und hab 9.000 noch was abgehoben. Dann weißt du selber, was ich noch hab. Ja, was hast du? Wie viel hast du jetzt insgesamt? Warte, ich schau. Ja. Auf dem Konto habe ich noch 3,6. Ah ja, ja super, dann send so 3 rüber. Jo, warte. Sag mal, Ivan. Ivan. Nein. Ja, was ist jetzt? Ja. Ja, ja sag das sag, ich hab's Ivan gesagt. Weiter? Komm. Du sollst mir deine Kontaktinformationen für Überweisungen sagen. Nee, da wär ich nur abgezockt. Digga. Mach ich am Telefon nicht. Hallo, wer ist da? Wer sind Sie? Nee, warte, ich schau mal. Hier steht, ich brauch deine Player-ID. Was ist denn eine Player-ID? Ja, keine Ahnung, das steht hier in meinem Handy in der Bank, ey. Bin ich so ein züfter Dude oder was? Ja, kurz gucke. Lass mal gucken, wo kriege ich wie da ist draus? Deine, wie ist denn deine Versicherungsnummer? Ja, warte, ich muss gucken, ich weiß es nicht. Ich krieg das hin. Die 103. 103, ich teste, ich send mal einen Euro, ob das funktioniert, okay? Ja, ja. Da was raus, der Benutzer, an den sie Geld senden möchten, existiert nicht. Aber ich bin, ich schwöre, Alter, ich schwöre. Sag jetzt auf. Nicht, ich brauche deinen ewig langen IBAN oder der bei dir auf dem Haus. Ach steht. Nee, warte, du brauchst meinen IBAN, never mind, warte mal. Ich, nein, das ich ist ein Riesen. Nein, ich hab den geändert, das ist besser. Okay. Hallo? Oh, nee, ich krieg das fett. Ach nö. Könntest du das bitte unterlassen? Ich möchte hier mein RP spielen. Hä, was? Du redest im Discord. Ey, ich hab eine Frage, oh, ne? Jetzt. Hallo? Hallo? Hallo. Wusstest du, dass manche Mütter beim Zahnarzt mit Makita-Baumaschine und Strahlenschutzanzug behandelt werden? Ja, wer wo behandelt? Ich hab gar nicht zugehört, ja, warte. Ja, Ivan jetzt. Hä, hey, was ist mit, wer ist denn Ivan? Ich kenne den ich nicht. Ich brauch deinen Ivan. Warte, ich such schon. Ja. Ey, AT0815. Hallo? Erst Test-Euro, Alter. Ging da was raus? Keine Ahnung, ich hab nicht erfolgreiche geguckt. Überweisung, ja, und was hat funktioniert? Ja, ich hab aber jetzt nicht geguckt, was jetzt da drin ist. Also, warte, Transfer. AT8015. Mal gucken. Boah, Alter, hab ich da viele Rechnungen offen. Ja, schon richtig, ja, senden Sie uns noch ein bisschen zu. Bist schon passend. AT8015, ne? Nein, 0815. So. AT08. Kennst du dich 0815? Wenn der ja, 0815 ist, ja. Das ist mein IBAN. 1000. Ich hoffe, du hast es bekommen. Keine Ahnung, wird schon passen. Erfolgreich überwiesen. Ja, wenn nicht, dann passt schon irgendwie, keine Ahnung. Wenn nicht, wurde ich jetzt einfach abgezockt. Einfach Enkeltrick mit meinem Telefon. Nee, warte, ich glaube irgendwie, da ist nichts angekommen. Also jetzt wirklich. Ist dein Ernst, oder? Warte, mal gucken. Vielleicht nochmal neu aufmachen. Ey, das ist nicht dein Ernst. Bei mir ist das Geld weg. Ich habe jetzt noch 639 Dollar. Wie viel hast du überwiesen? Ah, nee, doch, ist angekommen, glaube ich. 3000. 3000. Ja, doch, ist, glaube ich, angekommen. Vermute ich. Weiß ich nicht, wird schon passen. Jedenfalls, wir haben jetzt genug Geld, um ein Auto zu kaufen. Schon cool. Okay. Easy. Easy. Yo. Yo, dann ruf an, wenn du rauskommst. Ja, ein halbes Jahr dann. Tschüss. Jawohl. Bis im halben Jahr. Ich habe jetzt Geld bekommen, ich habe aufgepumpt. Wie viel Geld haben wir denn? Das exklusivste Auto. Was ist? Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben ein Problem. Was ist denn ein Budget? Ja, 4.000. Ja, 4.000 ja, ist der billigste. Hier, guck mal, der billigste Viersitzer kostet 9.000. Oh. Der hier. Ja, der warte, kostet, wie viel hast du? Ich habe 2.000. Springen. Der Herr in Grab, bitte mal springen. Sie haben ich möchte nicht Schuld. Springen. Dann haben wir 6.000. Voll aber hin. Das heißt, wir brauchen 3.000. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie zufälligerweise 3.000 Dollar so auf... Ich bin leider nicht beim Auto. Tschüss. Aber Ingrid, wir haben... Ich hab's jetzt. Ingrid, hör zu. Wir haben 4.000 von Robert, ja. Wir haben 2.000 von mir, macht ja. 6.000. Ja. Weil wir so gute Kunden sind, machen wir 1.000 Rabatt und die restlichen 1.000 bezahlen wir per Raten.
gehen wir dann nicht mehr. Wollen Sie vielleicht erstmal eine Probefahrt machen? Nein, wir wollen ihn haben. Wir müssen erstmal gucken, ob wir den überhaupt auf Lager haben. Boah, ja, haben wir. Oder er sitzt. Na, sonst müssen wir den bestellen. Ja, wenn der, was ist denn? Sie kann doch nichts dafür. Ingrid, du weißt, wir wollen ihn haben. Sie war so voll, dass wir müssen sie nachgucken, müssen wir bestellen. So, tut mir leid, ich weiß, ich bin ein bisschen ekelhaft, aber ich möchte jetzt das Auto. Na, wir machen das so. Wir machen jetzt einen kleinen Deal, ja? Einen kleinen Deal? Ja, wir verkaufen, also ihr habt 6.000 insgesamt, ne? Das ist richtig. Siehst du, da sind wir ja schon mal bei der Hälfte von zwei Autos. Hä? Also, wir haben einen Peugeot 206, wenn wir den zweimal verkaufen. Nee, wir wollen jetzt einen Viersitzer. Ja, der passt nicht. Also, den habe ich dann. Mach doch den für 8.000, dann habt ihr zwei Autos, dann habt ihr nur ein Auto verkauft und verkauft ihr zwei Autos. Ist doch doof. Ja, aber klicken Sie mal. Das Problem ist, das Auto haben wir gerade, glaube ich, nicht auf Lager. Wenn Sie mitkommen würden, dann könnte ich Ihnen sagen, ob wir das Auto auf Lager haben oder nicht. Ich komme mit. Okay, wenn es was bringt, ich komme. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das. Robert, begleite mich. Ich begleite dich. Dienliche Unterstützung. So, jetzt bleiben Sie mal. Achso, ja, so, also, Entschuldigung, doch, ich darf auf die Couch. Ja, ja. Ja, bitte. Ich höre. So, dann schauen wir mal. Mit so Preisliste. Entschuldigung, der Herr. Ja. Brauchen Sie R6 oder R1? Wieso ist? Yamaha. Ah, nein, Auto. Ja, den haben wir leider nicht auf Lager. Ach, was haben Sie da? Yamaha fährt über 200, sag ich mal. Die brauchen Viersitzer. Haben Sie Viersitzer irgendwo gebraucht? Das ist der Motorrad, was Viersitze hat. Vielleicht. Irgendwas mit vier Sitzen. Ich hab leider nur das Auto, das was da draußen steht. Ein Viersitzer. Ja, ist doch mal hart. Oder hätten Sie was zum Ausbauen, zum Probefahren? Zum Probefahren habe ich auch was, ja. Ja, sind wir was zum Sie Probefahren, da oder können wir das auch alleine machen? Das könnt ihr auch alleine machen, wenn einer mir von euch einen Führerschein gibt. Ja, ja, ich hab 5 Stück davon, also. Einer reicht mir. Okay. Ja, herzeigen oder? Ja, herzeigen bitte. Da muss ich aber hierher, das ist so. Ja, geht das hier nicht. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Ihr habt was? Dann kriegen Sie einmal den Führerschein wieder zurück. Dankeschön. Bitteschön. Dann, was wollen Sie denn für ein Fahrzeugprobefahren? Einen Viersitzer. Was ist denn der schnellste Viersitzer, den Sie haben? Der schnellste? Oh, da müsste ich jetzt mal gucken. Komm, gehen wir mal hier rüber. Jetzt. Okay. Bitte. Eins hier rüber. Achso, ich da hinten. Ja, man kennt. Ja, ich würde schon mal da hinten gucken gehen. Ja, ja. Oh, nö. Was wäre denn mit einem M5 CS? Oh ja, hört sich gut an. Hört sich gut an? Gut. Jo. Dann tue ich den einmal gleich bei Physik auspacken, dann warten Sie kurz. Ich will gar keine Kaution für zahlen, wir können uns das ja niemals leisten. Nee, safe nicht. Aber wir sind so Probefahrttouristen. Mensch. Aber ich glaube, das wird ein gutes Auto für uns. Ja, glaube ich auch. Ingrid? Hm? Ich bräuchte deine Nummer für unseren Freund. Hä, was? Freddy, such doch. Ach so, stimmt. Autohausverkäufer, weißt du. Stimmt. Ja, ja. Da bräuchte ich deine Nummer, Cheyenne. Ingrid. Ich denke immer gerade an Porsche Cayenne, wenn ich den Namen höre. Oh, danke. Das ist sehr... Ach so. Fahren Sie im Porsche Cayenne? Na. Ja, Cheyenne im Porsche Cayenne würde aber passen. Ich habe ihn rübergeschickt. Wie mache ich das? Ja, gar nicht. Nase auf Ihr Telefon. Ja, aber sie ist weg. Sie haben unten einen Hörer. Dann gehen Sie auf dieses, sie nie mehr wieder. Ja. Touché. Da steht dann meine Nummer. Tatsächlich. Dankeschön. Ja, bitte. So, warte, ich packe neben das Auto. Ja, super. Tragen Sie immer Helm, wenn Sie irgendwo im Haus sind, oder? So ein Kink. Ja. Ist das so ein Kink? Ich will Ihnen zeigen, warum. Ja, warum? Ja, schauen Sie mal. Bist du deppert, bitte, jetzt in diesen Helm drauf. Danke, Ingrid. Eieiei.
Ist gerade passiert, ist nicht das Problem. Wollt ihr neben Probe fahren? Gesichtsgrätsche, ja, auf. Wir wollen neben Probe fahren. Oh, oh, ja, mein, oh, ist der geil. Ui. Ja, aber. Ui. Pack mal aus, aber guck mal, schwarze Niere. Oh mein Gott. Jo, das passt. Wollt ihr schon noch eine bestimmte Farbe haben? Vielleicht? Nee, das ist ja der Safe gut. Ja, immer schwarz, oder? Ja, Black. Ich kann dir auch pink anbieten. Nee, ich finde schwarz schon gut. Schwarz gut, okay. Ja, dann ja, kommen sie mit. Ach, du möchtest jetzt wirklich eine andere Farbe zum Probe fahren? Ja, warum nicht? Also, sie hat es doch angeboten, stimmt, warum nicht? Nee, du hast ja recht. Ich glaube, schwarze Farbe hat 50 PS mehr. Das stimmt. Ja, ja. So. Also, kommt ein M auf. Pen Effect vielleicht auch noch anders? Ja, bitte? Haben Sie noch einen M-Aufkleber? Weil M-Aufkleber. Na, Ruhe ist jetzt! Wir machen einfach alles schwarz. Okay. Alles schwarz, okay. Passt. Black, black und black. Everything in dann black. Dann steht das kleine Auto gleich vor der Tür. Alles klar. Dankeschön. Danke, Ingrid. Perfekt. Steht gleich vor der Tür. Wo ist es denn? Ich ja, blöd. Hier ist die Tür. Hier, da, 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 da ist es doch schon. Wie durch Zauber. Hä, wir haben sie. Sie war doch gerade da hinten, hä? Ich bin in die Garage kurz gelaufen. Ja, das ist natürlich. Super, super. Ui, vielen okay, Dank. Okay, Ingrid. Damit werden wir Spaß haben. Uns gleich, wir sehen uns gleich wieder. Ja, natürlich. Jo, genau, wir sehen uns gleich wieder. Runde. Schön, bis später. Tschüss. Ja, tschüss. Das ist ein tolles Autoprobe fahren. Das ging aber wirklich einfach. Alter, ist das schnell? Da zieht die nie mehr wieder, ne? Nee, aber. Ging Hausverbot auf ewig. Aber ich muss dir sagen. In schwarz sieht der echt gut aus. Der sag ich doch. Schwarz, mhm. Beste. Das war eine sehr gute Idee. Alter. Ja, vor allem damit sind wir relativ unauffällig. Weißt du, Licht ausmachen in der Nacht oder bist du weg? Ja, ja. Stark. Das ist halt so. Dich, du hast mit Freddy geredet. Wie schaut's aus bei ihm? Ja, der wird. Ich glaube, der wird nur 5 Stunden lang verarzen, so wie sie es angehört hat. Der hat nur gewartet und irgendwie kommt keiner. Oh nein. Achtung! Ja, ja, ich war vorsichtig. Aber Alter, der ja, ist ich schnell. Ich merk schon, du fährst auch nur 200 in der Stadt. Ey, weißt du, wie schlimm das ist, mit diesen ganzen Kopflosen auszufahren? Ey, es ist so schlimm. Ich hab eher Angst vor den Bäumen. Warum hast du Angst vor Bäumen? Ich hab da keine Angst vor. Naja, so von der Nähe. Also so mag ich Bäume schon, aber... Ach so! Nahe Bäume. Ja, ich dachte schon, du siehst einen Baum, kriegst Angst oder so. Ja, ja, ich hab, wie heißt das? Baumophobie. Baum. Ja, dann ist aber Baumkuchen nichts für dich, ne? Nein, 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 ich mag Baumkuchen gar nicht. Ja, schau mal, ob er da ist. Warte, ich gucke mal rein. Ach, du rufst du an. Hey, warum soll ich jetzt anrufen? Entschuldigung, meint ihr nur. Hey, dude, niemand ruft. Ruf mal Freddy an, bitte. Kannst du Freddy anrufen? Ruf mal Freddy. Ey, ruf mal Freddy an. Sind die wirklich immer alle so. Die sind alle so unsympathisch hier. Freddy! Freddy, ich weiß, es tut mir leid. Hallo, Freddy. Jetzt sitzt du bist in der Cafeteria. Alleine hier. Was liegt denn da am Boden, Alter? Boah, der redet aber ganz schön laut hier. Freddy! Put, 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 put. Freddy, du weißt. Freddy, put, 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 put. Warte mal. Put, 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 put. Hier Notaufnahme vielleicht. Gibt's irgendwo. Ah ja, hier Treppe. Nach oben. Oben. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass ich da runter bin. Zweites Stockwerk. Yay. Freddy. Put, 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 put. Freddy. Put, 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 put. Wo ist unser Freddy-Lein? Freddy. Put, 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 put. Ne, da ist niemand. Ich muss ihn anrufen. Rufst du an oder soll ich anrufen? Ruf du an. Kein Bock mehr. Ich hab doch schon so oft angerufen. Kein Bock auf den Typen. Gibt sich doch keiner. In the pharmacy. Ja Leute, lass mal ein Like-Hype da für Freddy, der gerade wieder nicht da ist. Ja! Danke Robert, das ist ja unglaublich. Ja, der Freddy, ich weiß nicht, wo der gerade ist, aber der ist schon wieder da weg. Ich hat halt gesagt, hier so, dies, das, Ananas, aber jetzt, hier, finden wir nicht. Außer es ist in einem anderen Krankenhaus, das wäre lustig, wenn die nur ein zweites hätten irgendwo. Ich kenne mich halt nicht aus, ich muss das hier alles. Oh, warte, bei hier. Hallo, ich bin der Arzt. Grüße. Guten Tag. Also, ist das Ihr Kollege?
Hä, was? Ist es Ihr Kollege oder? Nein, ich bin Tierarzt. Das ist mein persönlicher Psychologe. Nee, Tierarzt. Psychologe. Tierarzt. Tierarzt. Ach so. Ja. Ach so. Ich habe gedacht, Sie haben einen Reh gefunden. Na, dann gehe ich wieder. Das ist ein Reh. Ein Hirsch haben wir vorher gehabt, ja. Ja, Hirsch. Aber. Ja, ich bin ein Kollege. Ich bin jetzt einfach mal reinstolziert und. Achso, ihr dürft sehen, na sicherlich. In der Kollegen geht es ziemlich gut wieder. Mhm. Ich hänge ihm nochmal 100 Milliliter Blut an. Dann dürfte es ihm wieder perfekt gehen. Ich meine, perfekt wird es ihm eh nie gehen zu 100%. Der hat aber andere Gründe, ich sag mal kleine Gründe. Jetzt geht's aber die Funken alle so wie durcheinander. Ich habe eine Frage. Funkdisziplin. Meine Frage. Ja, stecken Sie sich auch öfters Stacheldraht in den Harnkanal? Stacheldraht in den Harnkanal? Ja. Kommt Freddy auf sowas? Hallo Robert? Leutel, aber der. Ich habe ihn gefunden. Ja, ich wollte gerade sagen, der würde eigentlich auch kommen. Ich warte draußen beim Auto. Okay, tschüssi. Das ist nämlich sehr ungesund. Und wie ist das mit Nagetieren? Aspern 1 hört. Okay. Ich geh aufs Klo. Wird nix. Hallo? Klo ist verstopft. Wird nix. Oh na, bitte nicht. Ich muss wegdringen. Zeig mir mal, was ist. Ja, ist verstopft. Ist alles kaputt. Zeig mir mal, was ist, bitte. Ja, da hinten links. Das ist die Sandra. Wieso ist denn verstopft jetzt das Häusl schon wieder? Ist ja Wahnsinn da. Ja, ist verstopft. Will ich nicht gehen. Nicht gut. Er hat aber eine Rückkopplung auf 9000. Falls weitere Probleme vorkommen, Schmerzen, Symptome, koppelt alles. Kommen. Nee, ich hoffe nicht. Ist ganz auch nett haben sie es hier. Das ist nett, ja. Schon. So, ich muss jetzt ins Hinein holen, der Junge, dramatisch ist. Okay, ach, schau, das können wir mitnehmen fürs Meth-Labor, schau. Oder auch nicht. Hallo? Hallo? Er könnte sich bitte anziehen, dass Erregung öffentlichen Ärgernis ist. Hörst du das auch? Informativ nach Traumareanimation einmal wiederbelebt. Es schaut aus nach einem Polytrauma und Polytrauma als Polizist, ja, verstehst du? Ey, aber seit wann, es gibt doch Tragen, er trägt ihn einfach rein. Ja, war halt ein Polytrauma. Trag ihn rein. Er muss einfach schneller machen. Ey Jungs, da bin ich wieder. Ey Freddy, ich hab was Schönes gekauft für uns. Was? Ich hab ein bisschen Geld zusammengelegt durch deine Dollarnoten. Danke, das, Robert, das ist ja unglaublich. Hat sich das richtig ausgezahlt? Guck mal. Ey. Tada! Digga, was ist denn damit passiert? Hat sich gelohnt! Der ist voll im Arsch! Der überhaupt nicht, der ist komplett neu. Der ist voll im Arsch. Dann siehst du es nur falsch, alles cool. Und ist alles. Oh, und Freddy, ich habe auch eine Nummer für dich klar gemacht. Wieso? Von wem denn? Ingrid? Ähnlich die Autohaus-Chefin Cheyenne. Lass da mal hin, ich durfte sie nicht kennen. Ja, aber ich habe eine Nummer für dich klar gemacht. Aber nein. Wir fahren jetzt dorthin, wo die gesagt haben, wir können die Sachen kaufen. Oh mein Gott, was ist ein Auto? Ja, das ist das Schnellste, was wir haben. Lass mal die Rufe rein. Nee, also ich habe es nicht gekauft, ich habe es nur ausgeliehen. Ach, ist das nicht mal Auto, oder was? Alter, nein. Es ist Probefahrtauto. Also Alter, wir hatten kein Geld für den Viersitzer. Also müssen wir jetzt wieder zum Autohaus fahren? Nein, die Wagen nie mehr wieder, deshalb können wir da nicht mehr zurück. Aber Robert, wir kannst wissen du noch mal jetzt, kurz erwähnen, wie viel Kaution du bezahlt hast? Was hab ich bezahlt? Ja, kannst du noch mal kurz dem Freddy erzählen, wie viel Kaution du bezahlt hast für das Auto? Gar nichts. Können wir mal darüber reden, dass ich wieder nichts mehr bezahlt habe im Krankenhaus? Ach, nee, können wir darüber reden, dass du höchstwahrscheinlich was bezahlen musst und dich komplett abzocken, ob du es nicht merkst? Nee, ich hab nichts bezahlt. Ich wette, was die zocken dich ab. Was sollen sie denn abzocken? Ich hab doch eh kein Geld. Weil ich halt alles kann. Halt. Oh, wie cool, die haben da so eine Station rechts. Wo ja, wir gehen jetzt Drogen kaufen. Ich dachte, wir wollen irgendwas ausrauben. Ja, dachte ich auch, aber wir haben ja jetzt als Hoffnung eine Waffe. Ach ja, stimmt, das weiß er auch noch nicht, oder? Ja, was? Dass wir ungefähr wissen, wo wir hinfahren müssen für Drogen. Ja, das wollte ich halt mal abchecken, wo das jetzt ist. Ja, weißt du die Postleitzahl noch? Pff, ich hab gedacht, du merkst das. Du hast gesagt, du weißt, wo das ist. 3045 war 1.
Ich dachte, wir jetzt was ausrauben oder so. Oh mein Gott, er hat gesagt, in einem Dorf dort. 30. Ja, guck mal, 30, 45. Ich hab's mal markiert. Und das, die andere Zahl habe ich mir nicht gemerkt, das kann ich mir nicht merken. Hallo? Hä, hier drin? Nee, oder? Ja, 30, 45. Stimmt, Verarbeitung oder so. Warte, ich schaue jetzt mal nach, weil ich weiß noch die eine Zahl, die er gesagt hat. Er hat 30, 35 gesagt, nicht 45. Oh, 35. Okay, ja. Dann gehen wir. Dann, bist sicher, du 30, los? 35? Ja. Ja, dann hier, komm. Los, Mensch, wo fährst du hin? Er wusste 35. Ich hab's hier im Navi markiert, ja. Von hinten. Ja, okay. Mann, von hinten. Ey. Ja, hinten sind doch auch Monitore, Mann. Ja, jetzt Mann. Jetzt haben wir gesucht, weil wir wieder eine Karre geklaut haben, oder was? Nee, die ist doch nicht geklaut. Die ist doch angemeldet, Autohaus. Oh, eben. Mann. Wir machen eine lange Probefahrt. Ne, dann rufe ich einfach die Cheyenne an. Ich hab doch Führerschein, jetzt passt doch alles. Die Frau Pfeffer, Alter. Die Frau Pfeffer. Der gute Cheyenne-Pfeffer. Ja. Ich hab gesagt, die Cheyenne, die fährt mit dem Cayenne. Da hab ich mich sehr gefreut über dieses Kompliment. So, und wo soll man hier jetzt was finden? Also ist jetzt mal die Frage. Also er meinte, hier irgendwo kann man hey, das kaufen. Hey, wollen wir mal... Lass uns mal das Motel Alois, Alter. Aber hier sieht's schon so danach aus, als könnte man hier kaufen. Ja, ist doch so. Was ist das denn für eine Bruch? Oh mein Gott. Aber... Ja, ich geh mal nach oben. Ist ja wie zu Hause. Weil sie hätten uns das echt zeigen müssen, aber wir haben abgelehnt, wir Trottel. Gar nix. Ja, ich habe nur verarscht. Total verarscht. Wir wurden sicher richtig abgedings. Da vorne gibt's noch was. Ach, das brauchen wir. Hier ist so ein Typ, guck! Boah, wer ist er? Gefunden! Rudi! Ich geh da, Babi. Ey, warte, wir können hier. Das ist der Verkäufer, aber, ne? Oder? Aber ja, kurz gucken. Ja, der Verkäufer. Ja, da hust du nicht. Ja, ich wollte mal anrufen. Okay, das heißt, hier können wir verkaufen, aber ich weiß nicht, wo wir ankaufen können. Was war die andere Nummer? Ich weiß es echt. Aber ey, warte, ich schau mal, was wir hier verkaufen können. Wir können LSD, Meth, Lean, Ecstasy, Marion, Opium, Alter. All das. Gibt's dem Opi Opium? Bringt Opium den Opium? Ey, kennst du den? Wer Hallo ruft, bekommt Hallo, Alter. Aber jetzt wissen wir, was wir herstellen können. Ja, richtig viel Stuff. Okay. Aber er hat noch eine andere Postleitzahl genannt. Aber ich wusste 40. Ah ja, krieg ich meine Eukalyptus-Waffe wieder. Ach so. Bitte heißt das. Bitte. Und das wäre Munition von euch? Nee, ne? Ich hab tatsächlich. Ja, ich hab ein bisschen. Ich brauche ja selber. Ja, aber für was brauchst du Munition? Warte, bist du? Achso, ja, das ist. Ja. Pistol. Warte, hallo? Ja. Aber sonst rauben wir schnell was aus oder so. Mit den Waffen. Sag, hast du was bekommen? Ja. Schau mal, ob die passt. Ja, es ist geladen, glaube ich. Ich, kann, okay. Also, ich will jetzt nicht schießen, weißt du? Ich hab probiert zu schießen. Meine war nicht geladen. Ich wollte eben schießen. Ah, meine ist auch nicht geladen. Uiuiui. Hä? Aber ich hab dir Munition gegeben. Ja, warte, mach ich da irgendwas falsch, so weißt du, so auf. Wie lade ich die? Sollen wir noch ein Magazin kaufen oder so? Wäre lustig, wenn. Aber ich schau mal kurz. Oh nö. Kann sie nicht laden. Ich krieg das hin. Ah, ich glaube, ich hab's. Außer die Munition benutzen. Munition nicht benutzen. Es gibt zwei Munitionen, 9mm und 4,5, aber für die Pistole brauchst du 9mm, oder? Eigentlich schon, ja. Sugar. Irgendwas machen wir falsch. Ich geh baden. Ich kann meine Waffe nicht wegpacken. Ah, super. Ah, das ist Munitionspack. Ich hab's geschafft. Ich kann nicht mehr ins Handy, ich kann nicht ins Inventar, ich kann. Bitte, wo? Was wo bist du hin? Ist das dein Taschen? Inventar? Das ist mein Inventar, ist das! Hast du wohl Taschen mit Inventar? Ich hab's geschafft, Alter, ich hab's geschafft. Schieß mal. Okay. Ich hab's doch nicht geschafft. Okay, nett.
Ich glaub, aber wie? Nappen. Ich kann wie? Nicht in meine Tasche. Kommen. Du musst die Waffe wegpacken erstmal. Ich kann nicht mal die Waffe wegpacken. Ja, das ist ein Problem jetzt. Ach, Mann, oh Mann. Ich kann nicht mal mein Handy aufmachen. Ich muss kurz powernappen. Okay, ja. Viel Spaß dabei. Ja, schön. Nett. Weg ist er. Er ist öfter powernappen, als dass er eine Waffe zieht. Dann geh ich baden. Nee, ich krieg das echt nicht gebacken, Alter. Ich bin dafür einfach zu blöd. Weiß jemand im Chat, wie ich das mache? Ja, Robert. Jetzt stehen wir da. Jetzt stehen wir dann schon mal ein Stepper dann. Ja. Aber ist dann jetzt geladen auch nicht, oder? Nö. Ach doch, Kacke, da kann man nichts ausrauben. So mit Hände hoch, geht auch nicht. Warte, ah! Ah, okay, mit C und Z kann man sie sichern. Aber es geht trotzdem nicht, Leute. Ich habe leider keine Pistole, ich kann nicht helfen. C für entsichert, okay. Das funktioniert, Leute, das funktioniert mit C. Aber R mit Reload geht nicht. Also das mit R probiere ich die ganze Zeit. Aber sie ist schon mal entsichert. Das Skript kannte ich gar nicht. Hä? Das kannte ich gar nicht, das Skript ist immer heftig. Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Ja, Leute, wie gesagt, mit R, klappt leider nicht. R für Reload. Das ist ja das Strange an der Sache. Weil ich kenn's aus, wenn du Munition im Inventory hast, tust du R drücken, dann reloadet er das. Und dann geht's, aber irgendwie hier nicht. Weil vielleicht habe ich meine Tastenbelegung komisch eingestellt. Ich kann ja mal gucken. Ja. Wie hast du jetzt die Waffe geladen? Hast du nicht, ja? Reload. Geht nee. Nicht, oder? Oh, nicht. Safe haben wir die falsche Munition, Alter. Inventar öffnen. Naja, dann ab in den Bekleidungsladen. Oh nein! Du hast da was, du hast da eine Tüte fallen lassen. Weil oft ich hab ist da was anders zu erstreben. Sit-Status. Toggle Keybind. Nee, ja. Steht ja auch nicht drin. Ich probier mal B. Nee, B geht auch nicht. Muni auf die 1 und dann geht's mit R mit Nachladen. Ach, das könnte sein, stimmt. Probieren wir das mal. Die Muni draufziehen. Ich hab wieder Schnitzel und Kaiserschmarrn dabei, Alter. Nee, das klappt auch nicht. Aber hast du auch ein eine Leberkassemi? Funktioniert leider ja, läuft, nicht, oder? Alles. Ah, jetzt. Können wir jetzt. Geht nicht. Nee. Fats you. X oder N. X geht nicht. Und N ist bei mir reden. Nicht die Waffe in die Hand nehmen und dann versuchen, in die Taschen zu gehen, Alter. Dann könnt ihr sie nicht mehr aufmachen. Ja, Leute, ihr seht, ich drück. Warte, ich kann euch das mal zeigen. Schau mal, ich drück hier. 3, ne? Aber er lädt die Waffe nicht. Er lädt die nicht. Also steht benutzt, steht drauf, aber macht er nicht. Soweit ich weiß, kann man mit rechts und links mit Sachen interagieren. Ja, ich probiere mal. Wir müssen gucken, wie wir die Waffe ready machen können. Ja. Nee, da lege ich die nur rechts hin. Natürlich Bullshit ist, ne? Oh nee, ich krieg die Waffe gerade auch nicht mehr weg. Oh, das habe ich, glaube ich, irgendwas kaputt gemacht. Ah doch, jetzt. Also ich habe jetzt alles durch, ich habe jetzt alle Kombinationen durchprobiert. Jungs und Mädels, alles durch. Alles durch, was geht. Hier Reload, 3 und Reload, alles. Auch X, X ist Hände hoch. Lange R drücken. Ich glaube nicht, oder? Aber wäre irgendwie logisch, ne? Lange R drücken. Nö. Menge Inventar geben, nee. Falsche Muni. Kann auch sein, dass es falsche Muni ist, aber eigentlich gehört dann eine 9mm Patrone rein. Ziemlich sicher sogar.
Nee, krieg ich nicht hin. Also ich hab's nicht hinbekommen. Ich auch nicht. Das ist uns dann Umfrage. Keine Ahnung. Oder schauen. Ab zu den Bikern. Ach, warte mal. Jetzt, nicht jetzt dein Ernst. Jetzt hat das. Wo ist? Jetzt hat das. Warte. Jetzt hat das. Anscheinend doch nicht. Lass mal gucken, ob wir Magazine kaufen können. Hey, ich bin so verwirrt. Ja, lass mal gucken, ob wir Magazine kaufen. Ein Magazin? Mit Maple? Ihr braucht 45 ACP. Ah, wir haben falsche. Wir haben falsche Munition, Jungs. Echt jetzt? Geht ja nicht anders. Ich hab alles probiert. Okay, dann los jetzt. Zum Bekleidungs-. Ich hab mir sogar die Muni in den Arsch geschoben und so. Wir kaufen uns einfach jegliche Muni und schauen, ob wir was verändern. Jo, natürlich, weil sie auch ganz billig ist. Was? Weil sie auch so billig ist, die Munition. Billig. 3000. Du hast meine 3000, das kannst du mir ja wiedergeben. Ey, es gibt hier halt noch NATO-Munition, aber mehr gibt's halt nicht. 9mm hier NATO-Munition, ich kauf mal. Das ist ja 556, das ist das Sturmgewehr. Ja, aber eigentlich, aber ich probier's mal. Ich probier mal auf indisches Essen angelehnt jetzt. Hm. Nee, geht halt auch nicht. Hä? Ich weiß nicht. Wirklich so schwierig. Oder brauchen wir wirklich ein Magazin oder sowas? Lass mich kurz gucken. Weste, Brechstange, Dietrich. Ey, warte, draußen steht jemand. Soll mal schnell wegpacken. Sicher? Ich höre jemanden, ja. Er hat souliniert einfach. Ah, danke Robert, dass du mir deinen Personalausweis zeigst. Junge! Oh, der ist er weg. Da war ja wirklich jemand. Na gut, können wir nichts machen. Nope. Wo ist er denn schon wieder? Menge Inventar angeben, das könnte auch so ein 10. Ready. Nee, geht trotzdem nicht. Ich krieg's auch nicht. Noch, Alter. Vielleicht ist es eine Spitz, eine Wasserpistole. Man weiß es nicht. Deko. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, auch nicht. Wollen wir nicht das Auto zurückgeben? Wir machen nur eine Scheiße. Warte mal ganz kurz. Was denn? Wir können doch den fragen. Ah, okay. Das ist doch, hallo. Nee, warte hallo. Mal, mir hat sich hallo, grad... warte hallo. Mal, Bro. Au. Hey. Aua. Hey. Alles okay bei dir? So, mir geht's gar nicht gut. Oder ist das? Nee, nee. Hallo? Pass auf, pack die Waffen. Ah, jetzt geht da was los. Was hast du gemacht? Hab eine neue Waffe bekommen, keine Ahnung wie. Nee, alles Moment. Gut. Nimm die Hände hoch. Ah, runter. Wobei, doch, nimm deine Dreckshände hoch, gib mir dein Geld. Alter, was, hast du was dabei? Ey, der redet nicht viel, ne? Nee, der ist nicht sehr gesprächig. Also, du darfst reden. Hallo? Hast du was dabei? Was? Aber du was dabei hast. Ich hab dabei, warte mal, so. Ich hab dabei einmal Riftreifenradio, Hamburger, Wannendreieck. Wannendreieck? Nein, nein, nein! Weste. Mich, du raubst mich, glaube ich, aus. Oder so? Ich hätte gerne das Wannendreieck. Wasser, iPhone. Oh, hast du was Interessantes dabei? Ja, nichts, hast du Geld dabei? Schau mal, vielleicht habe ich noch Geld, warte mal. Ich habe noch 2432. Ja, die kannst du mir gleich mal geben, weil er hat nämlich mein Geld bekommen. Ja, so gewinn das, gewinn das. Mir okay, pass. Ich glaube, ich hatte die falsche Waffe. Ich glaube, ein Admin hat mir die richtige gegeben. Ich glaube, wir haben eine falsche Waffe gekauft. Weil die funktioniert jetzt ganz normal. Hast du gesehen? Ich glaube, die Waffe war das Problem. Er hat mir jetzt eine Combat-Pistole gegeben, anstatt die P99.
Hundertprozentig war die Waffe dran schuld. Passiert da was? Passiert da was? Schneller hey. Machen! Mann, Alter, wie heißt du? Das werde ich mit Sicherheit nicht sagen, wenn ich dich ausraube. Robert Kratki, Alter. Da steht da. Steht da, okay. Steht in der Jackentasche. Auf der Jacke steht das. Aber jetzt müssen wir ihn aber umbringen, ne? Jetzt müssen wir ihn umbringen, jetzt weiß er den Namen. Bitte. Was bitte? Ich will mitfahren, ne? Darf ich ein bisschen mitfahren? Na, mit Sicherheit. Warum mitfahren? Du gehst jetzt mal weg. Bitte, sehr respektvoll. Weg geht's. Okay. Was ist denn mit ihm, ey? Hat der nicht mal Fanboy! Du Fanboy! Was war mit ihm denn los? Er hat nicht mal Angst vor einer Waffe, Mann. Ey, wie hast du deine Waffe jetzt geladen? Musst du mir ja, was sagen? Pass mal auf. Komischerweise hat sich meine Waffe von einer P99 zu einer, ich möchte schon fast sagen, zu einer Glock geswitcht. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber die funktioniert. Hö, ich habe jetzt auch eine Combat Pistol. Ja, sag ich doch. Die hat sich geswitcht. Die Pistole war kaputt, tatsächlich. Wir haben nichts falsch gemacht. Ey, steig ein, Junge. Junge, steig ein. Junge. Ende, du steigst ein oder ich lass dich jetzt hier stehen. Ich kann nicht nachladen. Du musst. Lass es doch. Oh mein Gott, du musst den. Ach, egal. Du musst den Hahnen sichern. Den Hahnen? Du musst ja, den Korken entfernen. Den Korken entfernen, ziehen. Du musst den, Korken ziehen spielen. Komm rein den, ins Auto, komm. Jetzt wir fahren. Kann ich die Waffe wieder nicht wegpacken. Du musst den C-Korken ziehen. Ach, komm, steig ein, komm, wir fahren. Komm, los. Vor jetzt noch über eine Stunde. Wir haben gar keine Zeit für sowas. Ich, ja, gar kein, ich hab will gar meine Zeit Waffe Gefühl, nur mehr. Laden. Ja, dann mach das doch. Hey, was? Waffen im Laden? Ich guck dir gleich Waffen im Laden. Aua! Ich möchte die Waffe laden. Ja, mit. Die ist schon geladen gewesen bei mir. Ich kann nicht schießen, nein. Doch, du kannst schießen. Du bist ja auch nur da zum Bedrohen. Er hat den C angestoßen, weißt du? Der ist so angestoßen, der C. Ja. Ah. Ja. Den Korken halt. Den Korken. Den Kronkorken. Den. Er ist wieder. Guck dir den Krug. Der ist ja wurscht. Los, ey. Ich muss leider bald fahren. Ja, ich auch. Das wollte ich gerade anstoßen, dass wir kurz einmal ein wenig vielleicht... Ein wenig? Ich fahre jetzt ins Motel irgendwo hin. Ja, ein Haus aufsuchen. Irgendwo, wo wir zusammen übernachten können. Ja, ja, ein paar Brücken. Das ist alles okay. Wir könnten bei der Asfinag übernachten, können wir mal fragen. Aber wir haben kein Pickerl, nicht, dass wir uns einsperren. Das stimmt, wir haben kein Pickerl, aber ist auch nicht mein Auto. Ja, stimmt. Aber wir sind hier ein Hotel oder sowas. Gibt es hier ein Hotel? Keine Ahnung. Wir waren doch gerade bei einem. Ja, wo, nee, das war ein Motel, was runtergekommen war. Da gehe ich nicht hin. Okay. Von Gizis. Von Gizis aber ganz schnell. Pizzeria gibt's. Hier gibt so viel Sachen. Wir müssen auch so viel hier erforschen, Alter. Ja, wir haben heute einfach geschafft, gell? Wir sind jetzt eigentlich im Nix-Hinf-Turm, auf dem Turm. Ja, aber so muss das ja. Wir sind aber ja ich kenne die Leute im Krankenhaus jetzt schon. Das ist schon mal gut. Anwalt. Oh, ich weiß, wo jetzt ein Anwalt ist. Super. Es gibt zwei Autohäuser. Am besten fahren wir zum Auto aus. Weil wenn wir dann wieder aufwachen, können wir uns gleich wieder ein Auto ausleihen. Das ist eine sehr gute Idee. Und dann haben wir vor allem das Auto zurückgegeben und kriegen kein Verbot dort. Ja, genau. Das ist eine sehr gute Idee. Alter. Und ich habe jetzt nicht gleich eine Verfolgungsjagd oder so auf dem Hals. Ziehst du weg? Alter, das Auto ist richtig schnell. Wollen wir das Auto zurückbringen? Ja, natürlich. Ja. Okay. Weil wenn wir dann da schlafen gehen, können wir uns wieder nächstes Mal ausleihen. Da liegt die Cheyenne Frau. Oh, wie kommst du hin, Jungs? Oh nein. Oh doch. Was denn? Ja, Polizei hinten dran. Ich hab nichts gehört, echt? Sind's schon? Ja, ja, wir sind ganz schön vorbeigefahren. Okay. Könntest du dann bitte wegfahren? Ja, tu ich doch gerade, wie du siehst, oder? Fahr zum Autohaus, bitte. Ich fahr dir zum PD vorbei. Nix sagen. Zum PD, zum Autohaus. Oh, ah! Zum Autohaus. Ihr macht's mich ganz verlegen. Ihr sucht, Alter. Nicht, du kannst die Karre nicht so abgeben. Ja, doch, klar. Die war schon so. Die ist einfach am Gasse. Ich schwöre. Ja, fahr ich doch. Breite auf Gasse gemacht. Ich schwöre, das Auto war schon so, wie ich es gekauft habe. Wie ich es ausgeborgt habe. Hat jeder gesehen. Wir sind alles Zeugen. Ey, wir müssen dann so sagen, weißt du, so abgeben und einfach sagen. Also, och nö. Schau, unser Freund ist schon wieder da. Grüße. Es hängt wieder.
Oh nein, es hängt halt wirklich hinten dran. Aber wir sind halt so schnell, ne? Der kommt niemals hinterher. Natürlich. Fahr doch rechts ab! Oh, oh, oh. Warum fährst du nicht rechts ab, Junge? Wir haben kein Rad mehr! Ja, ich bin schon wieder verletzt, ich könnte schon wieder. Er fährt vorbei. Oh, wie dumm! Komm, wie dumm! Aufsteigen, ey, komm, lass aussteigen, wir müssen raus! Wir müssen raus, Alter, raus! Hau ab, hau ab! Oh ne, ich hab die Waffe in der Hand! Ich hab die Waffe. Oh, jetzt ist sie weg. Jungs, schnell! Schon wieder verletzt. Komm, lass abziehen, Alter. Das ist schon wieder super. Ich könnte schon wieder ins Krankenhaus fahren. Ich weiß, das ist lustig. Unsere Krankenbärbel. Wo ist denn Alois? Wo ist der Alex? Weiß ich nicht. Ich glaube, der ist umgekommen. Die Cops haben ihn erschossen. Ich hab's genau gesehen. Das Blaulicht ist schon hier. Polizeigewalt. Hä, doch nicht wegen uns. Wir waren hier nur ganz normal einkaufen. In der Arena. Das sieht man doch. Ey, wir müssen schnell ein Auto klauen, schnell. Oh ja, das ist es, das ist es, das ist es. Schnell, komm, steig ein. Wo ist denn Alois? Ich weiß nicht, wo er ist. Warte, ich ruf ihn an. Und ich krieg den Motor nicht an. Alter, ich krieg hier nie den Motor an. Diese Person ist derzeit nicht verfügbar. Oh nein. Wir patrouillieren. Lass mal hier rechts schauen, ob er irgendwo steht. Ob er irgendwo steht. Der ist eben hingefallen. Ja, wir können nichts machen, wenn er hingefallen ist. Was sollen wir denn tun? Weißt du was, ist denn nicht weit? Vielleicht hat er sich ein Auto geschnappt. Vielleicht ist er schon drüben bei uns. Safe nicht. Ja, safe schon. Ja, was soll ich denn machen, Alter? Du hast ihn geschnappt. Also aufgehört. Oder ist hier wieder die falsche Nummer? Das kann natürlich auch sein, das, weil er hatte vorhin von dir auch die falsche Nummer. Vielleicht habt ihr euch gegenseitig die falsche Telefonnummer gegeben. Das wäre ziemlich lustig. Also ich rufe ihn mal an. Er ist nicht verfügbar, ich habe ihn angerufen. Ja, warte, ich rufe ihn an. Ich habe doch schon vorhin mit ihm telefoniert über die Nummer. Ja, vielleicht hat er Kopfschmerzen oder so. Vielleicht so Schmerzen im Schädel. Schau mal. Was ist das? Ist deine Nummer die 230 am Ende? Weiß ich nicht, Ich rufe aber mal an. Das bin ich, ja. Okay, das ist die andere. War eh nur so 50-50 Chance, wo ich immer drauf gehe, aber sowas. Lass mal zum Autohaus gehen und sagen, das Auto wurde uns geklaut. Wir müssen das irgendwie klären, sonst können wir nie wieder eine Karte. Das ist so verrückt dazu, dass es geklaut. Irgendwie, die Person ist ja nicht verfügbar, ich krieg grad auch nicht ran, ne? Nee, einfach so, ja, unser Auto, das. Unser Auto wurde geklaut. Halt geklaut von so einem verrückten, so einem Motorradfahrer. Ja, was machst du? Ja, einparken! Wir gehen ja sicher mit einem geklauten Auto dorthin und sagen das. Maurice, sag 5 Euro. Welcher Service ist das? Habe ich 50.000 Mal heute gesagt, glaube ich. Ich sag's dir gleich, warte. So, warte mal, wo ist denn das Auto hin? So verrückt hat's geklaut. Verrückter hat's geklaut? Jupp. Und wie sah der aus? Der hatte rote Haare. Rote? Rote Haare, Bro. Das sind immer die Rothaarigen, die sind böse. Immer diese Rothaarigen. Rostiges Dach, feuchter Keller. So in etwa, ja. Habt ihr die Polizei denn angerufen? Na, er hat uns bedroht mit einer Waffe. Er hat gesagt, wenn wir Polizei rufen, werden wir erschossen. Ich wollte nicht erschossen werden. Ja, das ist schon wichtig, ja. Das ist richtig. Ja, ich irgendwo einblicken, wie der Server heißt dort. Der ist durch ganz Wien gelaufen, um ihn das mitzuteilen. Platinite RP, hier, bitteschön. Das ist süß. Damit sie nicht mit dem Logo hier. Das irgendwie, keine Ahnung, kaputt gemacht. Also haben. Es gibt doch, glaube ich, ein Platin Live oder so, aber ja. Platinite RP ist der richtige. Das finde ich echt toll. Ja, wir haben ganz schön reingeschissen. Lieber Maurice. Dankeschön, Maurice, für 5 Euro. Vielen Dank. Ja, weil der bewaffnet war und jetzt habt ihr das Auto nicht.
Ja, ihr werdet mir darum schon kümmern, dass das Auto hinterherkommt. Kriegt er jetzt trotzdem seine Kaution wieder? Es gab keine Kaution. Was? Mann, stell dir mal vor, sie sagt, ja, kriegst du wieder, Mann. Du hast ach reingeschissen. Ach so, ja, so. Na ja, gut. Ja, Ich will doch niemanden abzocken, ja, wie kommst du auf so eine Idee? Habt ihr vielleicht zwei Schlafplätze im Autohaus? Ich kann auf der Couch schlafen. Ah ja, das ist Freddy, der auf Autohausverkäuferinnen steht. Was? Was? Hat er vorhin gesagt, oder nicht? Nee. Achso, das ist Cheyenne, von das der war doch... Nein, das war Dings Alois vorhin. Hä, was denn? Ich war doch gar nicht mit beim Auto, na? Ja, der hat doch die Nummer für dich geklärt, hat er gesagt. Ja, weil er bekloppt ist. Ja, nicht weil er bekloppt ist, weil du suchend bist. Das ist der Sound of Ich bin sehr glücklich, so wie es ist. Hallo Schlüsseldienst, was kann ich für Sie tun? Super, ich habe mich ausgesperrt. Zugezogen, wir nein. Couch ich ja, bin hier geboren. Okay. Ein sehr lustiger Schlagschmack, der Lump. Entschuldigung, ich musste gerade lachen. Ich gehe mal auf die Couch, oder was? Ja, auf die Casting-Couch. Darf ich dir kurz was sagen? Ja. Hey, Schlüsseldienst, was kann ich für Sie tun? Ich habe mich ausgesperrt. Zugezogen, nein. Ich bin hier geboren. Oh nee. Oh mein Gott! Ich geh zugezogen! Auf die Couch. Nein, ich bin hier geboren. Ich wollte so ein bisschen Icebreaker machen, weißt du so. Auf mexikanisches so Essen angelehnt, das so ein bisschen. Funktioniert. Du ahnst doch schon wieder, du Arsch. Ich ahne wieder. Alter, ich geh so, als hätte ich irgendwie einen Stock im Arsch. Woran nee, liegt denn das? Ich kann zugeschlossen werden, ich hab keinen Bock hier aufzumachen und eingeschlossen zu sein. Ja, ist doch lustig. Ist doch schön, oder nicht? Das ist ja wie zu Hause. Ja, ehrlich. Haben Sie irgendwo was zu. Ach doch, hier eine Couch zum Schlafen oder so. Ja, hallo, hinter Ihnen. Hier ist die Couch. Nee, warte, ich guck mal hier. Ich schau mal, ob hier auch noch irgendwas ist. Ach, schau hier drin. Ah, nee, hier gibt's auch nichts. Kannst du auf die Hebel. Ich glaube, in der Garage wollt ihr nicht schlafen. In der Garage würde ich gerne schlafen. Ach, schau hier hinten. Zu Zielen setzen. Ja, ihr könnt auch da oben schlafen. Da ist auch eine Couch. Für ein Foto? Oh, da oben ist eine Couch, guck. Das ist halt wirklich eine Couch. Ja. Ah! Ja, Gott sei Dank haben sie es hier. Schon, ne? Wirklich sehr nett. Ist bequem, die Couch? Sehr bequem, ja. Die Kissen auch? Passen die noch? Ja, ja, das passt alles. Brauchen sie noch eine Decke? Nö, ich hab ja hier den... Ne Milch mit Honig. Ich hab ja den Freddy da, der ist kuschelig genug. Ja, wir kuscheln okay, beide. Also kuschelt, okay, ja, da möchte ich nicht zugucken. Das ist eure Sache. Dann wünsche ich euch, ja, schlaf gut. Ich hoffe, ihr träumt was Schönes. Dankeschön. Natürlich. Wünsche ich ebenfalls was auch Schönes. Dankeschön. Träumen Sie von pupsenden Einhörnern oder sowas? Oh was mein halt Gott, so bitte! Was halt so als Frau hört, so, keine Ahnung, träumt. Ja. Na, der pupsende Einhörner. Okay. Alles gut, dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Dankeschön. Gleichfalls. Ja, schlafen ist gut. Kuschelt schön. Viel Spaß dabei. Danke. Bis zum nächsten Mal. Wir müssen ja nochmal ein Auto ausleihen. Ja, ja, wir müssen nochmal ein Auto ausleihen. Ein richtiges. Was nicht geklaut wird. Vielleicht mit Diebstahlschutz oder so. Wär super, ja. Ich glaube, dann mache ich da auch noch Kaution drauf. Von 10.000 so. Das ach, Quatsch. Ach. So, Leudels. Alois macht das auch für andere Sachen. Da muss man eigentlich gleich mit Geld. Ach, komm. Ja. Ah. Ja. Dann stelle ich euch mal bei, nicht beim Schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So, Lädels, dann war's das für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, der Abo da. Wer beitreten möchte, sind halt gerade die Bewerbungen geschlossen, aber man kann, also die Whitelist-Gespräche geschlossen, aber ich glaube, die machen bald wieder auf. Platin-Night-IP. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir werden wieder weiter drauf zocken, aber ey, was heute passiert ist, ist echt lustig. Hat wirklich Spaß gemacht, kann man schon sagen. Ist das RLO? Nein, das ist nicht RLO. RLO hat kein Österreich-Setting. Wir sind ja in Österreich. Alles gut. Gut, Leute. Dann macht's gut. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich übermorgen oder je nachdem, wie es ist. Wir verabschieden uns. Tschüssikowski an den Chat. Danke, dass ihr dabei wart. Und ja, wir werden auf jeden Fall demnächst weiter aufzeugen. Hat schon Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt genauso Spaß gemacht wie mir, wie uns. Wir waren ja jetzt trotzdem dritt drauf. Vielleicht kommt der Andl auch noch dazu. Jawohl. Also dann, liebe Lädel.